Zu oder lohnt sich das gar nicht, dir was zu erzählen, Es Physical? gibt die Möglichkeit, dass man nicht gerade auf TikTok ist, aber dennoch zuhören kann. Und genau das tue ich. Okay, wenn das so funktioniert, alles klar. Ja, Frauen Ich haben bin eine. vor. Egal. Frauen haben bitte Erzähl was? jetzt. Frauen haben bitte was? Nee, nee, Erzähl komm. jetzt. Ja. Vor 15 Jahren, etwas mehr als 15 Jahren, bin ich durch verschiedene Umstände zum Islam gekommen. Ja, am Anfang war das alles traumhaft. Man hat einem die Sterne vom Himmel geholt. Man war ja in diesem Sinne Jahil, vollkommen unwissend und hat gar nicht gewusst, was einen tatsächlich erwartet. Mit der Zeit bin ich in Kreise gelangt. Könnt ihr alles googeln, die sehr, sehr radikal waren, ja, und da ist mir erst bewusst geworden, was es überhaupt heißt, sich eins zu eins an diese Schrift zu halten. Es wird von dir verlangt, Menschen, die dir nahe stehen, selbst deine eigene Mutter, wenn sie dich gesäugt hat, zu verabscheuen, weil sie kein Muslim ist. Andere Muslime über alle Menschen zu stellen. Es gibt Ahadith, also Überlieferungen des Propheten, die besagen, dass es keinen guten Menschen gibt. Also ein Mensch kann noch so gutherzig, gutmütig. Ah nee, es gibt ja keine Kuffar, die gutherzig sind, davon mal abgesehen, weil jeder, der nicht an Allah glaubt, der hat kein gutes Herz. Die können noch so gut sein, noch den Menschen so sehr helfen, dienstlich sein und sonst irgendwas, solange sie diesem einen Gott nicht dienen, sind sie Abfall und Brennstoff für die Hölle. Ist das Barmherzigkeit? Das ist einfach nur eine Religionsansicht. Wenn jemand Das ist, sagt, glaube ja. an den Koran, dann wird er daran auch glauben. Wenn er sagt, er glaubt nicht daran, dann wird er nicht daran glauben. Du hast dich dazu entschieden, aus dem Koran rauszugehen, aus dem Islam rauszugehen. Ist doch in Ordnung, akzeptiere ich. So. Das ist aber nicht nur in Ordnung, sondern ihr droht die Todesstrafe. Wo Also droht jeder, hier der die den Islam Todesstrafe? verlässt, jeder, Das der ist den Islam Tatsache. verlässt, muss getötet werden. Aber Also das du ist doch kommst. deren Entscheidung, ob sie dieser Religion angehören wollen oder Nein, nicht. das ist nicht deren Nein, eben Entscheidung. nicht mehr. Guck mal, Physical. Es gibt die Todesstrafe. Wer den Islam verlässt, muss getötet werden. So ist das. Das nennt sich Ridda, ja? Also du sagst dich los vom Islam. Dann hast du eine Bedenkzeit nach der Scharia. Dann hast du eine Bedenkzeit von 3 Tagen. Nach 3 Tagen wird der Richter, wenn du dann immer noch sagst, nein, ich will nicht, dann giltst du als Murtad, als ein Abtrünniger. Und dann wird der Kadi, das ist der islamische, also der Richter im Islam, das Urteil über dich sprechen. Und das Urteil für einen Abtrünnigen ist Nackentherapie. Du Du wurdest jetzt darfst auch, getötet. du darfst ich auch habe die das Gäste. Glück, guck mal, ich Die habe das lebt in Glück gehabt. Deutschland. Wie bitte? Sie lebt in Deutschland, aber würde sie in Marokko leben, wäre das was anderes. Physiker, darf ich dich was fragen? Also du siehst jetzt Mohammed nicht als Prophet oder so, oder? Sehe Mohammed als Propheten, ja. Aber wie gesagt, ich bin Atheist. Also Also, ich Mohammed ist ein kann dir nur Prophet das für nennen, dich. was ich weiß, also was ich Also Mohammed gesagt ist ein bekommen habe. Prophet für dich. Laut dem, was ich gehört habe, ja. Kannst du bitte sagen, habt ihr das gehört, Leute? Habt ihr das gehört? Aber wie ist es möglich, dass du ein Atheist bist, nicht an Gott glaubst, aber dennoch an einen Propheten? Oh Ich je, habe oh gerade je. gesagt, laut dem, was ich gehört habe, in Ja, mehreren laut dem. Unterhaltungen Okay, von dann sagst, Muslimen. dann müsste es ja heißen, ja, okay, ich akzeptiere, dass die Muslime behaupten, dass er ein Prophet ist, aber nicht, dass du daran glaubst, dass er ein Prophet ist. Das Ich ist habe doch irgendwie gar nicht schon gesagt, dass ich daran widersprüchlich. glaube. Er hat doch gerade Aber gefragt, ist warte er für mal, dich ein Muslim. Prophet? Er Ja, ist warte Muslim. mal, Warte warte mal. gesagt, laut dem, was ich gehört Okay, habe von Muslimen, ist es so. dann Jetzt sag sagst bitte, du es. Jetzt Ja, sagst du dann es. sag bitte, dass Mohammed für dich kein Prophet ist, für dich. Für mich persönlich nicht, nein. Okay, Aber sehr wie gut. Ja, gesagt, das ich wollte ich. glaube auch nicht. Ich glaube nicht an das Christentum, an die Muslimen, Ja, an den. okay, das haben wir ja jetzt verstanden, Physical. Aber Ja, nur noch anscheinend du mal. nicht, weil ihr stellt mir religiöse Fragen. Ja, aber nur noch mal nachgehakt. Was hältst du denn davon, dass es Menschen gibt, die Mohammed für einen Propheten halten, wohl wissend, dass er eine 6-Jährige geheiratet hat und mit 9 Jahren Chakalaka mit ihr gemacht hat? Was hältst du denn davon? Wie gehen wir jetzt damit um? Ja, finde ich halt nicht cool, ne? Ja, kann man diesen Mann denn noch Prophet nennen? Für mich persönlich nicht, nein, aber da hat jeder seine eigene Meinung Ja, kann zu. man denn Menschen akzeptieren, die ihn dann immer noch Prophet nennen mit diesem Background? Wo habe ich denn gesagt, dass ich Mohammed Können akzeptiere? wir, können wir, können wir Osef Itzel, wenn du weißt, wen ich meine, Osef Itzel aus Amstetten, können wir den als guten Menschen betiteln? Kenne ich leider nicht, ne? Du kennst doch wohl Osef Itzel. Nee, noch nie gehört. Den Josef Nein. Fritzel kennt doch jeder, erzähl doch nicht, bitte.
Also ich erwähne es nochmal, ich bin Atheist. Das ja, hat nichts mit Atheist oder so zu tun. Das ist einer, der hat seine eigene Tochter jahrelang im Keller eingesperrt, mit ihr Kinder gezeugt und so weiter und so fort. Das ist ganz, ganz groß durch die Medien gegangen. Oder ist das gar nicht relevant? Das war eine rhetorische Frage. Atheist ist der. Okay, also ein einzelner Mensch ohne irgendwelche religiösen Hintergründe. Hör mal, wir reden hier nicht von einzelnen Menschen. Guck mal, du bist... Jetzt mal ganz ehrlich, Physical, tut mir leid, Chris. Aber tust du nur so doof oder bist du tatsächlich so doof? Na, es ist links-grün, Gehirn gewaschen, Didi. Ich war auf einer linken Demonstration, da haben sie gegen einen Moscheebau demonstriert und da haben Linke für die Moschee demonstriert. Übrigens, unsere christliche Gemeinde hat dann diese Fläche gekauft und hat dann eine Kirche draufgestellt, damit keine Moschee kommt. Ich bin mit dem Koran durch die Linken durchgelaufen und ja, habe gesagt, ich habe ihnen erzählt, ey, für was demonstriert ihr eigentlich? Diese Moschee wird predigen, dass man eure Frauen verkaufen kann, vergedingstern kann, dass man euch essen. Ich habe denen das alles gezeigt. Die essen waren so kann. Erschrocken. Ja, natürlich. Also jemand, der die Religion verlässt, darf auch gegessen werden. Apropos Urban, essen, gegessen werden. Du hast es wahrscheinlich vergessen, aber du wolltest mir noch den Link dazu schicken. Ah, siehste, hast du mich angeschrieben? Nee, ich hatte eigentlich darauf gewartet, dass ich auf dich war. Doch, das haben die gemacht. Aber Physik, warte. Der IS hat die Kinder der jesidischen Gefangenen verarbeitet und das wurde gegessen. Also nur der Islam. IS, den kannst du doch nicht mit dem Islam vergleichen, ja, Alter. Aber warte, warte, wenn sie Schriften hergeben, wenn die Schriften das erlauben und sie sich nur an die Schriften halten, was haben die denn falsch gemacht? Digga. Physical, warum kannst du das nicht mit dem Islam vergleichen? Google einmal bitte, wenn du die Möglichkeit hast. Weil er einen Kumpel hat, mit dem er im Fitnesscenter pumpen geht und der Moslem ist. Deswegen warte, mach mich mal kurz. Physical, warum? Google mal bitte Tauhid Germany, ja? Und dann folgst du den Seiten, dann schaust du, wer Abu Ibrahim war, dann schaust du nach Desodog und so weiter und so fort. Und dann kapierst du vielleicht, was für Menschen hier in Deutschland waren. Zu dieser Gruppe habe ich unter anderem auch gezählt. Ja, wegen diesen Pissern auf Deutsch gesagt, hatte ich den Verfassungsschutz bei mir in der Wohnung. Google mal bitte. Ja, mach ich später. Mhm. Physical. Guck mal. Das ist eine islamische Bibliothek. Hier kannst du jedes Buch holen. Guck mal, das Buch der Überzeugung. Der Lösung der Worte von Abu Shuja. Das ist die islamische Rechtsprechung. Shafi ist der Begründer der islamischen Rechtswissenschaften. Ja? Eine hohe Autorität. Buchkapitel. Er hat das Recht, einen Abtrünnigen, also einen Murtad, zu töten und ihn zu essen. Und einen Krieger, sogar ein Kind oder eine Frau zu töten und ihn zu essen, weil sie nicht unfehlbar sind. Also der Abtrünnige im Islam darf gegessen werden. Also ich kenne keinen, der gegessen wurde. Ich habe dir doch gerade gesagt, der IS, der sich 1:1 an den Islam gehalten hat, hat die jesidischen Kinder gegessen. Und sogar an die eigenen Mütter verfüttert. Guck mal, was hier steht, Trennung von Lebensmitteln als Kapitel. Ja, die Geschichte ist mir bekannt tatsächlich. Ja, aber jetzt weißt du, wo das herkommt. Das heißt, sie haben nicht den Islam falsch verstanden, sondern sie haben das praktiziert, was die islamische Rechtsprechung hergegeben hat. Also, dass die Mütter mit ihren Kindern gefüttert wurden, weil ihnen die Kinder vorgelegt wurden als Essen. Ja. Die Geschichte kenne ich, ja, aber ich glaube eher weniger, dass es einen religiösen Hintergrund. Ich habe sie doch gerade gezeigt. Leidest du unter Stockholm-Syndrom? Ich habe sie doch gerade gezeigt. Weißt du eigentlich, was das Stockholm-Syndrom ist? Ja. Erklär mal ganz kurz, Erwähnen. Ich habe das nicht erwähnt. Das ist eine sehr verbreitete Krankheit in Deutschland. Erklär mir kurz den Begriff Stockholm-Syndrom, bitte. Okay, das ist, wenn du entführt wurdest und dich dann in den Entführer verliebst, weil der nett zu dir ist. Okay, und in wen habe ich mich dann angeblich verliebt? An deinen Fitnesskollegen, mit dem du mal pumpen gehst. Nee, sag mal, kannst du eine ernsthafte Antwort darauf geben? Ja, gebe ich dir doch eine ernsthafte Antwort. Nee, ich rede ja nicht mit dir, ich rede ja mit Urban.
Du hast wahrscheinlich drei Kumpels, die dich zweimal die Woche zum Döneressen einladen, auf ihren Nacken natürlich. Und die bezahlen dir sogar die Doppelzwiebel extra noch aus der eigenen Tasche. Und deswegen stellst du dich hier schützend vor die, obwohl du null Ahnung von dieser Religion hast, Kollege. Null Ahnung. Und das, und soll ich dir mal was sagen, was gefährlicher ist als diese Leute? Leute wie du sind gefährlich. Leute, die alles relativieren. Leute wie du, ah ja. Nee, Leute wie du. Das heißt dann in dem Umkehrschluss, Leute wie ich, hättest du sagen sollen. Aber das ist immer, wenn die Leute denken, die haben drei... Nein, das war eine Frage, weil der grammatikalische richtige Satz anders ist. Ja, ist nicht schlimm, 8. Klasse Hauptschule, Abgangszeugnis, ich darf mir das erlauben. Das glaube ich dir sogar. Das würde ich sogar unterschreiben, Alter, dass du Hauptschüler bist. Ja, genau. Der sagt Hauptschüler, ich zeige dir aus den Schriften das, was der IS gemacht hat, eins zu... Ja, ciao. Ey, wo ist der Urban hin? Der hat mich gemeldet. Ich muss zumachen. Der hat mich gemeldet. Das schaffen wir jetzt nicht. Man hat uns schon die ganzen Jahre eingeredet, dass der Deutsche sowieso nicht gleichberechtigt sei den anderen Völkern gegenüber. Was haben wir für Aufgaben? Warum müssen wir den Islam mit reinziehen? Der Islam ist nicht unsere Aufgabe. Wir haben andere Aufgaben. Wir müssen die Zecken in Deutschland bekämpfen. Wir müssen die Türken bekämpfen. Da haben wir keine Zeit, uns mit Islam zu beschäftigen. Trensor, der Türke, der soll mal deine Mama von hinten streicheln, ja, aber ganz kräftig. Hör auf, hier auf Nationalitäten zu gehen. Der Türke, der liberale Türke, ja, ist ein ganz, ganz lieber, netter Mensch. Ja. Der Türke, wenn der nicht unbedingt Moslem wäre, würde der mit dir, wenn du ihn darum bittest, 5 Kilometer mit dir zu laufen, dann würde genau dieser Türke sogar 10 Kilometer mit dir laufen, du Schwachschwurbler, ja? Also erzähl hier nicht so einen Quatsch. TikTok sportlich, Satire, 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 Satire. Ja, hier habe ich einen ohne Bild. Na komm, hol mal den mal hoch. Und rede nicht von symbolischen Handlungen, sondern schließt Frieden! Heute nur Patientenaufnahme hier, ehrlich. Vielleicht hätte ich die Praxis mal samstags zulassen sollen. Möchte sich hier noch einer geistig entmüllen und Katharsis üben, dann kann er das gerne hier und jetzt machen. Ich gebe für jeden die Bühne, auch wenn es nur kurz ist. Eminal. Ich muss lachen. Chris, du hast wirklich nur Patienten. Du, Daddy, ihr habt Pech. Hammer, ne? Hast du den Katastrophe. Das sind lauter Kranke. Die gehören wirklich in die Klapsmühle. Hast du den Motorradtypen vorhin mitbekommen? Der ist ein Wahnsinn. Ich habe zuerst geglaubt, der lügt, der ist ein echter Moslem. Der tut nur so vorheucheln, nicht? Aber er ist, glaube ich, schon ein bisschen extrem links, ja? Ja, ist er. Das war so ein Stocki-Patient. Das ist so einer wie diese, wie heißen diese Umwelt da, Kleber, was sie auf die Straße picken, ja? Diese Grünen und so, ne? Ja, genau. Die Umweltschützer, ja? So einer ist das wahrscheinlich. Ja, der hat bestimmt drei Kumpels, so, weißt du, Ali Ahmed aus der Schule. Ja. Na, aber die sind wirklich alle Patienten. Wirklich. Also, beim Eddie auch. Also, aller Achtung. Der Eddie hat schon, glaube ich, 5, 6 Akkons. Ja, die habe ich mittlerweile auch. Ich bin ja. Also. Ja, ich habe auch. Aber dieser Account hier, muss ich ja sagen, das habe ich wirklich nur den Gästen unten zu verdanken, dass der noch nicht gesperrt wurde. Lass dich nicht unterkriegen. Und der so richtig so schön gelacht hat, ja, so wie der Urban weg war und so, ne? Also, die sind wirklich alle, die haben einen Vogel, ganz einfach. Ja. Guck mal, da schreibt der nächste schon. Ja, Pirnes Chokja Hilje. Ja. Natürlich, was sonst? Okay. Hättest du vielleicht ein Wochenende dir freinehmen sollen von dem Chat? Ja, eigentlich schon, aber ich weiß nicht. Wollte ich auch eigentlich machen, so weißt du? Wollte ich auch echt machen. Und dann habe ich mir gedacht, nee, Alter. Ich habe schon gedacht, wo ist der Chris? Ich habe in der Früh Rosenkranz gebetet und jetzt ist mir schon wieder schlecht. Jetzt kann ich 100 Rosenkranz am Tag beten. Und solche Patienten wirklich. Also, na. Da bin ich mal gespannt. Ach, hier kommt der Nächste. Ich gehe weg. Tschüss.
Applaus zusammen. Hallo Chris. Ach, Jack, du bist da. Hi. Grüß dich. Das ist, die Moslems brauchen die alle psychische Krankenhäuser. Alle da stecken, bis die gesund werden. Aber nicht nur DJ. Warst du vorhin drin, wo der Motorradfahrer hier war? Hast du den Motorradfahrer mitbekommen? Ich? Ja. Nein, was war mit dem? Wir haben hier gerade einen gehabt, der war Dings, Atheist, deutscher Atheist. Aber der hat den Islam verteidigt und der Urban war hier. Und der Urban hat mal mit denen so 10 Minuten Koranschule gemacht, ne? Hat denen alles gezeigt. Keine Chance. Der hat das nicht verstanden. Der hat mich dann sogar gemeldet, deswegen musste ich den Stream schließen. Und dann habe ich gerade wieder neu aufgemacht. Herr Chris, die verstehen genau, die machen das mit Absicht. Die machen sich so dumm, dass sie nichts verstehen. Aber die wissen jedes Wort, was steht im Koran. Weil ihre Prophet, die müssen, das ist ein Gebot, lügen und heucheln. Das ist das Wichtigste. Und wenn die Frage nicht antworten können, die versuchen immer, die Thema zu ändern. Die wissen schon, was die machen. Aber warum machen die das? Weil die haben Angst. Wenn die Islam verlassen, dann kommt eine Schlange ohne Haare, Glatze. Ja. Und macht, wird sie fressen. Und das ist die Problem. Die selber Muslim leben in Angst von dieser Glaube. Deswegen, die sind fest an dieser Glaube. Weil stell dir vor, ein Kind ist, die machen seinen Kopf voll. Alle Christen, alle Jude, nehmen die nicht zu Freunde, schadet die. Und wenn ihr die Islam verlässt, kommt eine Schlange raus. Und wenn ihr tot seid, deine Kraft wird kleiner und größer und du wirst leidest. Die stecken in deine richtige Angst, Erschreckung. Und die sind echt krank. Die brauchen echt psychische Krankenhaus. Aber nichts in Deutschland, sollen die in Sahara gehen. Warte mal, ich hole mal. Ach, schade, der ist so wieder raus. Da war ein Moslem, den wollte ich hochholen, aber egal, jetzt hat er wieder Anfrage zurückgezogen. Schade. Ja, guck mal. Glaub mir, Chris, jedes Mal, wenn ich islamische Stream gehe, ich muss mich waschen. Ich muss einfach beten und dass ich wieder zu mir komme, weil da spürt man, was für Schmutz kommt rein. Was für Schmutz in die Seele kommt rein. Ja, das ist richtig. Aber guck mal, Jack, ich muss dir dazu sagen, nicht alle wissen, was in ihren Büchern steht. Viele wissen das nicht. Zum Glück wissen die das nicht. Weil wenn die das wüssten, dann hätten wir richtig Probleme gemacht. Dann hätten wir richtig, richtig Probleme, weißt du? Da hast du richtig recht. Viele wissen nicht. Und wenn ich nicht über eine Sache wissen, warum soll ich diese Sache verteidigen? Das ist die Problem. Ja. Guck mal, Chucky, es geht nicht darum, den einzuladen. Es geht darum, wenn ich solche Leute hochhole, Chucky, dann möchte ich die direkt sprechen lassen, weißt du? Und deswegen warte ich immer, wenn hier dann aber einer redet, dann kann ich den nicht hochholen, weil ich dann sonst den Jack zum Beispiel unterbrechen muss. Und das mache ich ungerne. Deswegen warte ich immer, bis jemand ausgesprochen hat. Und dann hole ich denjenigen hoch, damit er direkt reden kann, weißt du? Damit ich eben halt der Gefahr der Meldung nicht verfalle. Und der Chris, noch was, wenn jemand oben ist und dein Bildschirm bewegt sich, dann musst du direkt wissen, der meldet, direkt runter machen, ja. Direkt. Kannst du gerne hochlassen, ich stelle mich auf stumm, wenn muss sein. Dann. Der hat die Anfrage zurückgezogen. Chris, habt ihr einen Link geschickt, da macht einer Live-Werbung. Kai Schmidt, schick mir den Link mal bitte auf den anderen Account, auf Hans Wurst. Geh mal bitte auf Hans Wurst und schick mir das mal auf Hans Wurst, auf mein zweites Handy, weißt du? Weil wenn ich hier mit dem live bin, kann ich hier keine Links öffnen, das ist das Problem. Muss mit Geduld erklären oder lass es sein. Hey, guck mal, Sev. Mit Geduld erklären, warst du vorhin nicht da, als der Motorradfahrer hier war? Wie viel Geduld sollen wir uns denn noch nehmen? Ja, wir haben dem das doch versucht zu erklären. Und der hat es trotzdem nicht verstanden. Was sollen wir denn machen? Wir können den Leuten ja nichts aufzwingen. Wir können die ja nur die Augen öffnen und aufklären, ja. Sogar im Koran steht, dass Jesus bald kommt und trotzdem wollen die nicht glauben. Ja, genau. Aber das Problem ist, da steht drin, warum, der kommt aus einem anderen Grund, ne?
derselbe sagt, ja, so ist es. Im Koran steht sogar, dass Allah der Erste und Letzte ist. Jesus ist der Erste und der Letzte. Ja, richtig, Miki. Ganz genau. Richtig. Richtig. Habe ich sogar hier ein paar Mal so rezitiert. Aber auch da wollen die nichts von hören. Ne? Ein Analphabet soll in einer dunklen Höhle ein Buch lesen, das bis dahin noch nicht existent war. Ja, Godric, tatsächlich ist es so, es ist ein Mythos. Der war kein Analphabet. Der konnte sogar, der konnte auf jeden Fall lesen und schreiben. Erstens mal aufgrund seines Hauptberufs, bevor er zum Räuber und Pedo mutiert ist. Ja, der war ja Händler gewesen. Und wir wissen aus den Überlieferungen, dass er auch schreiben und lesen konnte, weil er im Sterbebett sogar, TikTok-sportlich, nach Stift und Papier verlangt hatte, weil er etwas aufschreiben wollte. Ja. Ich glaube auch nicht daran, dass er ein Alphabet. Ja, war der auch nicht, war der auch nicht. Woher hast du die Info? Ja, aus den Überlieferungen. Quraysh war gebildet. Chris, kannst du mir den genauen Namen Hans Wurst, genauso wie du ihn geschrieben hast, Kai, genauso wie du ihn geschrieben hast. Auf dem Profilbild ist eine Dingstüte, hier so eine Bio-Kakao-Hafer-Tüte. Und guck mal, Chris, gestern oder vorgestern war einer bei dir, hat gesagt, die wollen die Koran anklagen, aber gibt es keine Anwälte. Für den Koran braucht man keine Anwälte, braucht man nur jemand, wo echt sich mit Islam kennt und das vor Gericht stellen. Ja, wir haben tatsächlich einen Gast immer hier, ne? Und der ist zur Polizei gefahren und hat Anzeige erstattet. Ganz einfach Anzeige gemacht. Einer alleine, wenn mehrere Leute, dann ja. Mehrere ja, Leute, ja. Dann. Klar. Das ist, weil wenn ich jetzt Anzeige mache gegen Koran Beispiel und ich kenne genau nicht die Sura oder so, dann muss ich gut auskennen, damit muss mehrere Leute da sein. Wenn 10 Leute, das wird locker reichen, zum Beispiel Hamad Abdel Samad. Der wird das locker machen vor Gericht und das erklären. Und gibt es mehrere, so wie Hamad Abdel Samad. Und Hamad Abdel Samad, der ist nicht mal Christ, der ist Atheist. Ja, Heavy, der hat Anzeige erstattet wegen zum Beispiel diesen Suren, wegen den Ayas aus der Sure 9. Hier Sure 9 Vers 5, Sure 9 Vers 13, Sure 9 Vers 111, Sure 9 Vers 29. Und die hat er als Hauptgrund mit angebracht, ja. Wegen Volksverhetzung sozusagen, ja, und Androhung zum TOT. Ja. Und es reicht Anzeige zu machen, dass im Koran steht, dass die Juden alle Affen sind und Christen. Schweine. Das sind 206 Sura zu Gewalt, zu 206, überlegst dir, das ist Katastrophe. Und ich weiß nicht, die Politiker oder die Richter, leben die in andere Welt, da muss mal was machen, muss mal dem Volk echt aufwachen. Guck mal, ich lebe in Deutschland, sag mal, ich bin in Deutschland geboren und dann eine kommt, ja, klag mal den Koran. Ich, als ich in Deutschland geboren, ich habe nichts mit Islam gelebt. Dann werde ich auch als Mensch sagen, ja, Mensch ist Mensch und so geht nicht und keine Ahnung. Aber wenn ich habe mit diesen Leuten erlebt, gelebt, und mit eigenen Augen gesehen, wie die Christen leiden, wie die werden die von Islam Kopf ab und die werden nicht mal verurteilt oder werden die in Arbeit leiden lassen oder irgendwas, was die wollen, alle lehnen die ab, die zahlen die Jizya, die zahlen, wenn er mit Polizei was will, muss er so viel Geld in seine bei ihm geben, bis er was für ihn macht. Das ist echt, das ist nicht mehr Leben für die Christen, wo in arabische Länder leben. Die leiden Tag und Nacht. Tag und Nacht leiden die. Hast du mitbekommen, wegen dieser Hochzeitsfeier, was die gemacht haben, mit diesen 150 Gäste? Die waren Hochzeit am Feiern und dann sind die gekommen, haben die ganzen Türen alles verriegelt und dann haben sie die alle bei lebendigem Leibe mit Vergas TikTok schmort. Ja, das war vor 4-5 Monaten. Weißt du, warum haben die das gemacht? Diejenige, Salwan Momika, kennst?
Nee. In Schweden immer die Koran verbrennt und sagt, warum er verbrennt. Wenn die ihm fragen, sagt, dieses Buch zwingt mich zu töten und beleidigt mich. Natürlich verbrenne ich. Die haben in seinem Dorf das gemacht. In seinem Dorf lebendig sind die gebrannt durch die Regierung. Überlegst dir, wie die Regierung sind die größten Islamisten, dass die gegen die Christen sind. Ja, genau. Ganz genau. Einfach neue Weltreligion und keine. Ja, wenn das mal so einfach wäre. Chris, hast du, ach so, ich guck mal auf Hans Wurst. So, habe ich tatsächlich. Habe ich tatsächlich. In Nigeria, was die machen mit Christen, die machen so Grab. Und dann die schmeißen die lebendig rein, lebendig, und 100, 200, 300 Leute, und die schmeißen Bäume auf den und verbrennen diese Bäume. Verbrennen diese Bäume und die verbrennen lebendig. Überlegst dir, was die Islam ist. Und wenn irgendein Heuchler kommt und sagt, Islam ist Frieden, das sollen wir nicht mehr gefallen lassen. Nein, nein, ganz ehrlich. So, liebe Schwestern, können wir gemeinsam beten für die Christen in muslimischen Ländern. Jesus ist der Weg. Ich weiß nicht, ey. Wir sind doch Christen, wir können doch selber in unserem Kämmerlein dafür beten. Ich bin nicht so ein Fan davon, wie öffentlich auf TikTok, in einem Stream. Alleine schon auch aus dem Grund, weil wir hier auch Agnostiker und Atheisten haben. Jesus ist der Weg. Versteh mich nicht falsch, Bruder oder Schwester. Ja, ich bin selber Christ und ich bin wirklich ein Hardcore-Christ. Ich bin wahrscheinlich der größte Anhänger von Jesus Christus. Aber ich weiß um das unangenehme Gefühl bei den Leuten, die eben halt nicht an Jesus Christus glauben. Und ich habe für meinen Teil heute Morgen schon alle in meine Gebete mit eingeschlossen. Deswegen habe Verständnis dafür, dass ich das nicht hier im Stream öffentlich gemeinsam mache. Ja, bitte. Leute, bitte eine Minute lang liken und den Stream weiterleiten. Da wird die Stream fester und da werden mehr Leute reinkommen. Jeder soll wach werden. Wir sind nicht hier, um gegen Moslem zu sein. Nein, wir wollen, dass die Moslem einfach aufwachen. Aus Liebe machen wir das, aus Liebe. Aber dass wir die Islam, rede ich von mir, dass ich Islam hasse, ja, ich hasse die Islam. Und ich bin gnadenlos gegen die Islam. Aber gegen die Menschen, nein. Aber wenn dieser Mensch geht hinter diesem Buch, das ist kein mehr Mensch, das ist ein Monster. Genau. Und deswegen, wir müssen verteidigen gegen diese Monster, dass die stoppen. Die haben hier nichts gesucht in Deutschland. Und sobald einer sagt, ich bin Moslem, fertig, der wird nach seinem Glaube leben und tun, was in seinen Schriften steht, egal wenn er auch nicht gelesen hat. Weil da gibt es Social Media, die wissen genau, die hören genau, was die in ihre Bücher, in ihre Schriften steht. Ja, die Rose fragt, Moment, wo hat sie denn geschrieben jetzt hier? Kannst du mir mehr erklären, warum manche Leute sagen, dass die Bibel widersprüchlich ist? Ja, kann ich dir gerne erklären. Und zwar sagen wir das aus dem Grund, weil die den Film nicht von Anfang bis zum Ende gucken. Um die Bibel zu verstehen, musst du den von Anfang bis zum Ende durchlesen und dann auch dazu verstehen. Und das machen die meisten nicht. Die nehmen sich zwei, drei Verse raus, ja, und dann zack, oh, das ist ja ein Widerspruch und das ist ja ein Widerspruch. Aber die verstehen eben halt den Kontext nicht. Wobei die Bibel einen sehr, sehr guten und sehr stabilen Kontext hat, im Gegensatz zum Koran. Der hat nämlich überhaupt gar keinen Kontext. Ja? Und deswegen behaupten das Leute schon mal gerne. Und guck mal, Chris, was die Sache ist. Die Moslem, die gehen in jedes Stream, die stellen gleiche Frage. Ja, es steht in Bibel, Säuling oder keine Ahnung, oder Kinder. Die kommen immer mit gleichen Verse und die kriegen jedes Mal die Antwort. Die versuchen nur gegen die Bibel. Durch die Bibel, ihr Kakerlaken, seid ihr in Deutschland, in Europa. Weil durch die Bibel, seid ihr Asyl hier gekommen. Durch die Bibel, die geben dir Brot, Essen und Trinken. Genau, richtig. Das stimmt. Das stimmt. Das ist tatsächlich von der Bibel abgeleitet mit diesem Asyl,
mit diesem Asylrecht. Das stimmt, da hast du recht, Chick, das stimmt. Guck mal, hier schreibt einer, AfD-Wähler sind hauptsächlich Bürgergeldempfänger. Tschatschmigam, was ist das denn für ein Quatsch? Das ist ja wie wenn ein Hühnchen für Kentucky Fried Chicken demonstrieren würde. Die AfD will doch an den Kragen der Bürgergeldempfänger. Wieso sollten da Bürgergeldempfänger die AfD wählen? Nico Brown, Islam is Power. Wie viele haben wir denn? Wie viele Dings hast du denn? Ja, oh. Nico Brown, dir schicke ich doch direkt mal eine Einladung. Wenn du überhaupt noch drin bist. Bist du noch drin? Oder bist du schon geflüchtet? Hast du einmal Pups gemacht, hast du deine Duftmarke gesetzt und hast sofort den Hinterausgang gesucht wahrscheinlich, ne? Wie das aussieht. Nee, da ist er doch. Der Nico Brown. Dann kommen Sie, dann kommen wir hoch. Islam. Chris, ich muss runter, ich glaube, die melden mich. Ich gehe runter, vielleicht nachher komme ich hoch, weil ich, ja, ich sehe das bei meinen Stinks. Alles klar. Bis dann. So, hä, das gleiche macht ihr doch mit dem Koran, einzelne Verse rauspicken. Serkan, das stimmt nicht, überhaupt nicht, aber egal, ich lasse es mal so stehen. Und was ist mit den Alten? Was meinst du mit den Alten? Verstehe ich jetzt nicht. Alte Testament-Katastrophe. Ach so, ja. Ja, das sind aber geschriebene Geschichten und keine Befehle. Ja, da muss man eben halt unterscheiden, Leute. Liebe Nein sagt, stimmt nicht. Was stimmt denn nicht? Jesus ist ja wegen gestern noch passiert. Nach dem Hammesser-Attacke. Jesus ist ja weg. Ah. Ey, krank, als bist du auch aus Hamm. Deswegen wollen die den Neuen Testament verboten. Agnus, hi. Gottes Segen dir auch. Ach, verbieten, okay. Jesus hat alle Gesetze aus dem Alten Testament erfüllt, deshalb gilt es. Jesus zeigt ja zumindest die Katholik 92, die Sittengesetze, ne? Also die Gebote gelten ja trotzdem weiter, ne? Wäre ja schlimm, wenn nicht. Wir sollen ja trotzdem nicht lügen, betrügen und klauen und Ehebruch begehen. Ist doch ganz klar, aber diese Gebote sind ja komprimiert in dem Gesetz der Nächstenliebe. Von daher passt das schon. Jesus zeigte, guter Mensch, und wir sollten so leben. Ja, ja. Richtig. Ja, was los mit Tagen sind alle zum. Was los seit Tagen sind alle zum. Keine Ahnung. Thema Religion gewechselt. Nee, das war eigentlich schon die ganze Zeit mein Thema. Wo seid ihr? Chris, der Psychiater wartet auf euch. Ja, genau, meine Praxis ist eröffnet. Schwester Martha! Schwester Martha! Ich hätte gerne einmal eine Latte Macchiato mit 2 Löffel Zucker, bitte. Und bringen Sie mir mal die Akte von Herrn Dr. Amudi und Dr. Ali Kantil. Dass AfD-Wähler arbeitslos sind, das meine ich, stimmt nicht. Ja, ja, genau, Liebelein, genau, da habe ich dem ja gerade auch erklärt. Habe ich dem ja auch gerade erklärt. Wäre heftig, wenn wir töten dürfen und sowas, haha, ja. Richtig, genau, das wäre, dann wäre ich der Erste, der diesen Glauben verlässt, aber sowas von. Damals lebte alle Religionen friedlich zusammen, warum heute nicht mehr, weil sie falsch wird. Nee, ich habe noch nie erlebt, dass alle Religionen friedlich zusammengelebt haben. Ja, die Christen haben meist unter Unterdrückung gelebt. Das ist eher die Wahrheit. Frauenrechte sind islamisch, genau. Guck mal, lachen wir alle. Radikalisierung ist der Grund. Islam heißt Frieden, jawohl, ganz genau. Islam Beste, ja, ganz genau. Jesus ist der Weg vom Papst. Jesus ist der Weg vom Papst. Ja, Jesus hat mit dem Papst eigentlich nicht so viel am Hut, aber naja.
egal. Agnus, den machst du jetzt den Talking Point. Religionen sind nie friedlich, schreibt Christine Engelschal. Okay. Schade, dass du das so siehst, aber naja, ich habe da eine andere Meinung zu. Wobei, eigentlich gebe ich dir recht, Christine. Das stimmt. Religionen, da hast du recht. Aber Jesus Christus hat mit Religion überhaupt nichts am Hut. Denn es ist ein Evangelium, ein ewiges Evangelium. Ja, egal welche Religion, egal welche Nationen, Menschen ist Mensch, sind. Ja, wenn das mal so einfach wäre, Leute, wenn das mal so einfach wäre. Gut, Mensch hat Einladung, hat links, hat Anfrage gestellt und direkt wieder zurückgezogen. Kurios. Die Menschen können nicht miteinander leben, weil jeder andere oder eigene Interessen hat. King Hüsso, wenn doch mein Interesse ist, dass die Menschen aufhören sollen, hässlich zueinander zu sein. Was ist denn an diesem Gedankengang und an diesem Interesse so schlecht? Kannst du mir das verraten? Ganz sicher nicht, so glaube ich lieber an Gott. Ja, okay. Der und wo ist der Frieden? Kindergarten, Beste. Ja. Christen sind dafür verantwortlich, dass wir erst ab 17. Jahrhundert innovativ Wissenschaftler haben. Aha. Das hat mit den Religionen nichts zu tun. Religionen sind nicht friedlich, nicht alle Religionen. Frauenrechte sind urislamisch. Amen, Chris. Ja, ja, wir haben einen Glauben. Amen, Jesus Christus ist keine Religion. Ganz genau. Jesus ist keine Religion. Ganz genau, Leute. Ganz genau. Das ist so. So. Wer will denn da auch? Homie. Ja, komm. Hier hast du 2 Minuten die Bühne. Bin ich mal gespannt. Moin, moin. Moin. Ja, das Thema habe ich auch direkt ein Statement, ne? Bitte schön. Heute Morgen. Ja. Mit zwei, wir hatten so ein cooles Gespräch. Ja. Ich gehe gar nicht mehr da richtig rein, sondern ich rede lieber so in Richtung der Wurzel, ne? Und wenn da jetzt. Ich sprich's auch aus, wenn jetzt wirklich Muslime zuhören. Also jemand soll mir das mal erklären. Die sagen, nee, wir sind ja schon von Geburt an so. So, und ist das jetzt nur in meinem Kopf? Wenn jetzt der das damals angefangen hat, ne, das sind ja, das, da geht's ja um Macht. Ne? So, und ich verstehe sowieso nicht, ne, jeder Mensch, guck mal, wir sind doch alle Lebewesen. Und wenn die sagen, das ist Gott, ne? Ja. Dann ist doch in jedem Leben, ist doch die Existenz von dem Schöpfer, von dem Licht. Also ist das doch in dir. So ja. wie, also, warte, ich komme gleich zum Punkt. Wie die ganzen Sachen, die passieren, ja, wir wissen, Machthaber, Kräfte und so, aber die Religion muss doch immer für was Positives stehen. Wieso ist denn mitten in dieser, ausgerechnet dieser friedlichen Religion, so viel Böses einfach nur. Und das kannst du dir in den Ländern angucken. Ne? Und ich war schon in ein paar Ländern. Ne? Ja, das ich finde es einfach krass. Das müssen wir mal eben halt nicht eigentlich nicht den Moslem selber fragen, ja, weil der arme Moslem, der weiß ja manchmal gar nicht, was da alles ist. Ich weiß, manche, und das muss man auch dazu sagen, genau, man darf nicht verurteilen. Genau. Sondern es gibt ja wirklich Menschen, die sind ganz einfach, die kennen gar nichts anderes. Ganz genau. Und die sind auch nicht, ne? Die einen sind in den Medien, die recherchieren, die gucken, die lernen ja auch so andere Sachen kennen. Es gibt aber ganz, die kennen einfach nichts anderes und für die ist das. Das sind aber auch keine Bösen. Ja. Das ist ja immer ganz komisch. Es gibt ja nur, nehmen wir mal 10 Länder, die sind ja nicht alle gleich, die sind alle verschieden. Aber angeblich ist dann immer das Buch ist alles. Und die Rechtschaffenheit da drum zu, ne? Moin, das ist moin. Für mich also ganz ja, kompliziert. Guten Morgen, kannst du bitte den guten Mann aussprechen lassen, King Hüsso? Ja. Homie, ja, alles gut. Ja, okay, King Hüsso, guten Morgen, bitteschön. Nee, das sind so Fragen, die ich mir immer stelle, ne? Und ich bin auch viel unterwegs, ne? Aber ich will auch nichts, wie sagt man, nichts Böses herbei, hier, nicht schüren oder aussprechen, ne? Aber ich habe kein gutes Gefühl mehr hier im Land.
Ja, richtig. So, King Hüso, bitteschön, du hast das Wort. Was möchtest du uns mitteilen? Danke dir, mein Lieber. Guck mal, ich sage euch nur als Moslem, dass jede Religion, auch der Islam, seine Leichen im Keller hat. Wenn ihr wisst, was ich meine. TikTok-Sport. Ja, aber das hat ja was mit der Menschheit an sich zu tun. Ne? Ja, weil der Mensch. Wird aber immer, ja, ich bin aber so, ja, okay. Ja, die Religion kommt ja irgendwo her. Und die Bücher und die Tradition, ja, okay. Ja, aber sobald da was drinnen steht, dass ein anderes Leben auslöschen kann oder versklaven kann oder irgendwie sowas, dann kann ich doch mit meinem gesunden Menschenverstand, den ja irgendwo, ich weiß nicht, ob den jeder hat, wahrscheinlich nicht, aber ich verstehe das nicht. Wie viele Milliarden gibt's von denen? Weißt du, wie ich das meine? Da komme ich gar nicht mit. Ne? Und ich, weiß ich nicht. So. Ha. Das, mein Lieber. Guck mal, damals haben ja die Ägypter ja auch die Leute, die die Pyramiden gebaut haben, ja auch versklavt. Das waren ja auch keine Muslime. Richtig, da hast du recht, das stimmt. Ja, aber halt. Genau. Ja. Bei den Moslems, glaube ich, die sagen ja, das steht im Koran, diese oder in den Büchern, wie die solche Sachen gebaut haben. Also die ist das nicht so? Die Moslems sagen es, die Pyramiden haben die Moslems gebaut? Aber nein, es gibt eine andere Wissenschaft, dass das viel älter ist. Juden haben die Pyramiden gebaut, nicht die Moslems. Ja, unter anderem. Also, die Islamen waren man sagt ja auch so, wir haben ja Informationskrieg. Drehen, irgendwas stimmt mit deinem Mikrofon nicht. Vielleicht gehst du noch mal raus und kommst noch mal rein, weil man hört dich total Dings. Also ganz schlecht. Hört man mich jetzt besser? Ah ja, jetzt schon. Perfekt. Bitte schön, Drehen. Worum handelt denn die Diskussion? Ja, jetzt ist schon wieder dein Mikrofon schlecht. So walkie-talkie-mäßig. Ja, genau. Nee, ich bin nur bei einer Mondlandung gerade. Ach so. Bist du am Spielen oder was? Ja. Ja, wie alt bist du, wenn ich fragen darf? 18. Ja? Oder so? Ja. Ich bin auch 18, mindestens. So, was möchtest du uns mitteilen? Reden? Nichts. Nichts? Ja, dann geh mal woanders. Okay, darf ich weitererzählen? Bitteschön. So, also, wie gesagt, es liegt nicht an den Religionen, dass es so viel Gewalt gibt, sondern an der Mensch. Der Mensch ist verwerflich. Der Mensch ist abzüglich. Ich spiele überhaupt nicht, ob er aus Germanien kommt oder aus dem arabischen Feld oder sonst wo auf der Welt. Der Mensch ist verwerflich, ist abtrünnig, ist ein Monster. Weißt du denn, was abtrünnig bedeutet, King Hüso? Abtrünnig ist ja einfach vom Licht weg. Na, so warte mal, ich unterhalte mich jetzt gerade mit dem King Hüso, bitte, ja? So. Ja, abtrünnig, die wenden sich von Gott ab, von Gottes Gesetz. Genau. In dem Sinne. Ne? Die wenden sich von Gott ab, richtig. Jetzt haben wir aber das Problem, dass Gott ja ein Buch geschrieben hat, ja? Ja, nicht Gott hat Gesetze vorgegeben und die Menschen haben es niedergeschrieben. Okay, Gott hat Gesetze vorgegeben und die Menschen haben es niedergeschrieben. Also, genau. Können wir doch davon ausgehen, dass der Koran das Wort Gottes ist, das von Menschen niedergeschrieben wurde, richtig? Ja. So, okay. Und nicht nur der Koran, auch die Bibel und die Tora. Ja, was mit denen? Ja, auch die Bibel und die Tora. Aber wir bleiben jetzt mal erst beim Koran, ja? So, wenn jetzt im Koran Sachen drin steht, die nicht so schön sind, und wenn die Menschen
genau diese Sachen aufgreifen und eins zu eins in die Tat umsetzen, kann man denn diese Menschen dann noch als abtrünnig bewerten? Oder kann man dann sagen, eher, diese Menschen sind gläubige Moslems und gehen eins zu eins nach dem, was Gott als Gesetz offenbart hat? Naja, ihr wisst ja selber, wer einen Menschen tötet, ist so, als wenn er die ganze Menschheit getötet hat. Ja, das kennt ihr ja schon bereits. Wo steht das? Das steht im Koran drin. Morgen weiß ich ja nicht. Weißt du nicht wo? Komm, wir gehen mal auf die Suche und gucken mal, wo das drin steht. Ja, und dann gucken wir mal, ob das da auch wirklich so drin steht. Ja, aber ihr kennt ja diesen Satz. Ihr habt ja mich schon mal gehört, oder nicht? Nein, nicht ausweichen. So, wir gucken mal und suchen mal genau diesen Satz. So. Und guck mal, ich habe den Satz sogar gefunden. Tatsächlich. King Huso, hast du sogar recht? Guck mal, was hier steht. Wer ein menschliches Wesen tötet, ohne dass es einen Mord begangen hat. Lebewesen. Ja, und Lebewesen, das ist so, als ob er alle Menschen getötet hätte. Genau, und wenn er es rettet, so, als wenn er die ganze Menschheit gerettet hat. Ja, aber guck mal, King Huso, ich sehe gerade beim Lesen, da steht ja noch was davor. Hast du das auch gelesen, was davor steht? Was denn? Lies mal vor. Ja, guck mal, hier steht zum Beispiel drinne: Aus diesem Grunde haben wir den Kindern Israels vorgeschrieben, wer ein menschliches Wesen tötet, ohne dass es einen Mord begangen hat, ist es so, als ob er die ganze Menschheit getötet hätte. Das bedeutet, wer einen Unschuldigen tötet. Nein, da hier steht, aus diesem Grunde haben wir den Kindern Israels vorgeschrieben. Bist du Israelite? Bist du Jude? Nein. Du bist doch Moslem, richtig? Ja, vor, da gab es ja wahrscheinlich, wo das geschrieben wurde. Liest du das gerade aus dem Koran durch oder wie? Ja, ich lese gerade aus dem Koran, genau. Und steht da nochmal, was stand da genau? Da steht ganz genau drin, aus diesem Grunde haben wir den Kindern Israels vorgeschrieben. Ja. Ein menschliches Wesen tötet, ohne einen Mord begangen oder auf der Erde Unheil gestiftet hat, so soll es, als ob er alle Menschen getötet hat. Das bedeutet, King Huso, dieser Satz gilt nicht für die Moslems. Verstehst du? Dieser Satz gilt für die Juden, für die Kinder Israels und nicht für die Moslems. Verstehst du, was ich meine? Ja, aber damit wieder doch sagen, wer einen Unschuldigen, egal ob er jetzt Moslem oder Jude oder Frage was auch immer ist, wie mein. Ne? Es geht halt darum, du sollst keinen Menschen töten. Das stand ja auch in den 10 Geboten, oder nicht? Ja, aber das ist ein Gebot für die Juden, nicht für die Moslems. Das ist ein Gebot für alle Menschen, nicht nur für die Juden. Ja. King Huso, ich danke dir, dass du da warst. Das bringt ja nichts. Nein. So, holen wir mal den nächsten hoch. Hallo zusammen. Hallo, wie dürfen wir dich nennen? Weil ich kann deinen Namen leider nicht lesen. Bord. Bord, okay. Genau. Das finde ich auch ein immer bisschen so zugehört, was ihr hier unterhaltet. Ja. Ja, finde das irgendwie schade, dass die Menschen nicht zueinander kommen. Ja. Es ist irgendwie traurig, dass man immer den Punkt hat, wo man dagegen spricht und auseinandergeht, mehr auseinandergeht, wie wir jetzt schon sind. Ja, das ist irgendwie traurig. Ja, finde ich auch. Bin ich sogar ganz bei dir. Genau, aber ansonsten habe ich da meine Frage, wenn ich fragen darf. Ja, bitteschön. Das ist ja dein F4, also. Ich habe meine Frage. Welche Religion hast du denn? Spielt im Moment eigentlich keine Rolle, aber wenn du ja, du redest ja hier viel über Islam und Koran und solche Sachen, deshalb möchte ich gerne wissen, wofür du das machst erstmal. Ja. Und warum du das machst. Das sind meine zwei Fragen, die mir zum Beispiel persönlich sehr wichtig sind.
Ja, okay, dann beantworte ich dir die Frage. Aber du musst mich auch aussprechen lassen, weil das ist ja keine Ja-Nein-Frage. Natürlich, natürlich. Das ist, wie gesagt, dein Life, also... Okay, also erst einmal, ich bin Christ, ja, und der Grund, warum ich das mache, ist folgender. Wenn ich lese in dem Buch, dass mir Christen, Juden und Ungläubige nackentherapiert gehören, dass wir Menschen zweiter Klasse sind, dass wir als Schweine und Tiere und Affen betitelt werden und beleidigt werden, dass mein Gott in diesem Buch die Reihe weg komplett beleidigt wird und auf ein Niveau eines Propheten herabgesenkt wird und das eigentlich eine der größten Beleidigungen ist gegenüber meinem Gott, ja, und dass die Menschen, die diesem Glauben angehören, in die Irre gehen, obwohl die nicht einmal wissen, was in diesem Buch steht, ja, dann fühle ich mich dazu berufen, die Menschen aufzuklären, was auch okay ist, weil ich hier mittlerweile sehr, sehr viele Menschen erreicht habe, die mir auch privat Nachrichten schreiben und sagen, ja, das habe ich alles nicht gewusst. Ich bin froh, dass du diese Aufklärungsarbeit machst. Ich bin froh, dass mir die Augen geöffnet wurden. Ich danke dir dafür. Ja, und deswegen mache ich diesen Stream. Mhm. Ja. Okay. Das ist ja in Ordnung. Das ist ja, wie gesagt, deine Meinung, wenn du da irgendwie dich fühlst dazu gezwungen, also dass du das machst, ist ja kein Problem. Jeder Mensch kann machen, was er möchte. Genau. Und das kann man auch anders sehen, zum Beispiel wie ich. Und zwar, so, es ist nirgendwo, du findest nirgendwo im Koran irgendwas zu geschrieben, das einfach so geschrieben wurde. Für jede Sache, was da drin steht, ja. Es ist irgendwas passiert, genau. Dann würde das geschrieben für bestimmte Sachen. Man darf das nicht, auch genauso wie in Bibel oder in Tora und, oder irgendwo, wo du das, zum Beispiel bei Buddhisten auch das Gleiche. Du darfst das nicht so breit sehen. Das ist geschrieben nicht für alle Sachen. Es ist irgendwas passiert, dann würde das so und so geschrieben. Nur für die Sachen, die passieren sind. Ja. Also, wenn du sagst, da steht, dass man alle Christen da irgendwie löschen muss. Ja. Oder Juden sind so und so, Christen sind so und so. Das ist ja nicht für uns jetzt hier gedacht. Das ist für bestimmte Zeitpunkt und bestimmte Gruppen von Menschen ja. so gedacht. Und wenn wir heute das Gleiche sagen würden, so, alle Muslime müssen weg, oder alle Christen sollen sterben, das ist doch nicht mehr normal. Wenn du ja. heute über das sprichst, wofür Menschen 2000 Jahre von früher zum Beispiel ne, gedacht wurde, das darfst du nicht machen. Da machst du Menschen nur gegen und zum Beispiel, als du ja, aber Moment, Jesus ja, aber ne? warte mal bitte. Nicht so ja. viele Punkte auf einmal. Ich muss ja auf deine Punkte eingehen, weißt du, ich kann mir ja nicht... Nee, ich habe dich ja ausreden lassen, deshalb dachte ich, du... Ja, aber ich muss ja auf deine Punkte eingehen. Wenn du so viele Punkte nennst, kann ich mir das genau. nicht alles merken, weißt du? Nee, alles gut. Okay, also ich gehe mal auf deine paar Punkte ein. Also als allererstes ist das leider nicht so der Wahrheit entsprechend, dass dieses Buch nur für die damaligen Geschehnisse. Es ist wohl richtig, es ist etwas passiert und dann kam eine Sure herab. Es ist etwas passiert. Ich habe nur über deine Punkte gesagt. Ich sag nicht, dass du, dass man in dem Buch zum Beispiel nicht für auch unsere Zeit was findet. Ja, ich habe nur die Punkte gesagt, worüber du geredet hast. Ja, genau die Punkte meine ich auch. Deswegen sage ich dir doch. Diese Punkte, die ich angebracht habe, sind explizit für unsere Zeit gültig. Woher weiß ich das? Weil dein Koran ist genauso auch erklärt, erstens. Und zweitens sehen wir doch auch, wie es in der Welt zugeht, dass diese Menschen diesen Koran auch eins zu eins für diese Zeit so umsetzen. Ich nehme nur ein Beispiel heraus, weil es sonst den Rahmen sprengen würde. Ja. Nehmen wir doch einmal die Ehe zwischen den Propheten und der Aisha, ja. So, sie war laut Überlieferung nun mal 6
und 9, als sie mit ihm Geschlechtsverkehr hatte. Und dieses wird heute sogar immer... Warte, jetzt unterbreche ich dich bitte. Wo steht das in dem Buch, dass die Geschlechtsverkehr gehabt haben? Sag mir das mal. Bist du Moslem? Alhamdulillah, ja. Bist du Sunnite? Ja. Glaubst du an Sahih al-Bukhari, Sahih Muslim und die ganzen anderen? Natürlich. Okay. Und keiner von denen hat irgendwo gesagt oder geschrieben, dass die zusammengeschlafen haben, sag ich mal, so leicht, ne? Bist du sicher? Auf jeden Fall. Okay, guck mal. Genauso sicher, wie ich sage, dass Jesus Prophet war. Ja, ja, okay. Im Übrigen weißt du ja, dass das für mich eine Beleidigung ist, aber das nur mal so. Nee, das soll für dich nicht Beleidigung sein, ja, weil ja, es steht auch nicht im Bibel, dass Jesus jemals gesagt hat, dass er Gott ist. Doch, kann ich dir hier 50 Verse. Du kannst so gut den Koran lesen. Lies mal Bibel. Da steht doch kann alles. Kann ich dir 50 Verse zeigen? Kann ich dir aber erstmal Schritt für Schritt. Also. Du kannst dir auch gerne aufschreiben. Ich weiß ja, du sitzt gerade im Auto, du hast da bestimmt einen Kugelschreiber zur Hand, ja. Schreib es dir auf. Sahih al-Bukhari, 51-58. Das ist die Quelle. 51-58. Und hier steht geschrieben, der Prophet schrieb den Ehevertrag mit Aisha, als sie 6 Jahre alt war. Und vollzog die Ehe, du weißt, was das bedeutet, Ehe vollziehen, ja. Er vollzog die Ehe mit ihr, als sie 9 Jahre alt war. Und also sie war, nicht 6, oder? Was habe ich dir denn vorhin erzählt? 6 Jahre dir, hast du gesagt. Ich habe dir vorhin die gesagt, dass... Verkehr, ne? Also. Ich habe hier auf Aufnahme. Ich kann dir das vorspielen. Ich habe dir gesagt, dass er sie mit 6 Jahren geheiratet hat. Und Geschlechtsverkehr gehabt hat, hast du gesagt? Nein, mit 9. Mit 9 Jahren Geschlechtsverkehr hatte. So, guck mal, hier hast du die nächste Quelle. Jetzt ist er auf einmal Hetze. Hier hast du die nächste Quelle. Sahih Muslim. 1422. Aisha berichtete, dass der Prophet sie heiratete, als sie 7 Jahre alt war, und sie wurde ihm als Braut gebracht, als sie 9 war, und sie nahm ihre Puppen mit sich. Ja? Sie nahm ihre Puppen mit sich. Möchtest du noch mehr hören? Hier, wieder Sahih al-Bukhari, 3896. Hadja starb 3 Jahre, bevor der Prophet nach Medina ging. Er blieb dort für 2 Jahre oder so. Und dann heiratete er Aisha, als sie ein Mädchen im Alter von 6 Jahren war. Und er vollzog diese Ehe, als sie 9 Jahre alt war. Ist das alles gelogen? Habe ich das alles selber geschrieben? Du kannst dich entstummen und mir darauf antworten. Mach dein Mikrofon an. Du bist stumm. Ich glaube, der will nicht mehr. Ja, ich glaube, der hat anderes im Kopf. Er hat gemerkt, dass wir Tacheles reden und nicht lügen. Und dann, die gucken kurz, dann kommt von denen eigentlich nur, dann werden die so leid, wollen die aggressiv werden. Aber wenn die dann merken, dass wir Energie und Gehirn haben, dann sind sie auch ganz schön wieder weg. Nur man, ey, Digga, guck mal, eigentlich, und das ist ja auch, das finde ich ja auch so, wie er angefangen hat, ne? Wir wollen doch gar keinen Ärger, wir wollen in Frieden leben, wir wollen, ne? Jeder hat doch das gleiche Recht, solange er sich an bestimmte gesellschaftliche Regeln hält. Ja, richtig. So, und, ne? Und mehr brauchen wir doch gar nicht reden. Leute, ich weiß nicht, ob der gemeldet hat. Bitte einmal kräftig durchliken, weil der hat zum Schluss nichts mehr gesagt. Ich weiß nicht, ob der gemeldet hat. Bitte einmal kräftig durchliken. Stolze, guten Morgen. Bitte. Einen wunderschönen guten Tag. Ja, die Relativierung, 9 Jahre, voll reif. Es ist immer das Gleiche, Chris. Ne? Es ist immer das Gleiche. Es wird immer schön geredet. Ob es einen Unterschied macht, ob sie alleine, dass man auf das 6-Jährige steht und die heiraten will und von ihr träumt, oder ob man mit 9 dann...
das vollzieht, ja, wo man vorher noch dick gefüttert worden ist von ihrer Mutter mit Datteln und Honig, Milch, um das, damit sie es aushält. Ich finde, warum hat sie nie Kinder bekommen? Warum? Weil sie zerfetzt worden ist? Ja, ja. Ja? Eine Sekunde, ich muss mal hier kurz Peace and Love. Guck mal, hör auf bitte hier Lügen zu verbreiten. Rebecca war nicht drei, sie war zwei. Das kann man sogar im 6. Mose Vers 88 lesen. Ja, also schreib dir die Quelle auf. 6. Mose Vers 88, ja, Kapitel 93. Da steht genau drinne, Rebecca hat mit 2 Jahren Isaak geheiratet, weil sie Anabolika in der Muttermilch hatte und dementsprechend eine Schambehaarung bekommen hat und dementsprechend auch stark genug war, um Kamele zu tränken und um vom Kamel runterzuspringen und einen dreifachen Salto zu schlagen in der Luft. Und deswegen durfte die auch mit 2 Jahren Rebekka heiraten. Also, 6. Buch Mose. Merkt ihr die Quelle? Maschallah. Ja, ich sage immer so, ja, wird dann schwierig, ne? Einmal, ey. Und das Problem ist, ich bin 40. Ich habe so einige von denen schon kennengelernt und ich habe auch schon von denen das live Sachen gehört. Was aber erst Jahre später bei mir im Kopf angekommen ist. Dass, ey, von denen, die haben das wirklich, also wenn die unter sich sind, ne? Das wollt ihr gar nicht hören, wie die dann reden. Und naja. Was da dann abgeht. Und jetzt nochmal ein Beispiel. Der Vater von meinem besten Freund, also sein Schwiegervater, der hat in so einem Viertel hier gewohnt. Hat ja jeder Ort hier so ein Viertel, wo dann hier die ganze, so sozial, wie nennt man das? Brennpunkt. Und dann hat er immer, weil er war alleine, ne, ältere, wenn du nichts zu tun hast, und da hat er immer Gespräche gehört, weil die sich da immer auf der Treppe, ey, die haben darüber diskutiert, wen die als nächstes vergewaltigen wollen. Und das war aber schon vor 10 Jahren, ne? Und das waren junge Leute. Naja, jetzt bei dem Anschlag auf Michael in Mannheim war ja auch ein Migrant, ein Ex-Moslem, der zu Michael wollte und der kam gerade auf den Platz, als das der Anschlag gerade war und er ist dann zurückgegangen und stand dann in so einer Gruppe von ja, Friedenstauben und dann hat er ja auch die Sprache verstanden und die haben gesagt, die gehören alle nackentherapiert. Das F im Islam steht für Frieden. Ja, ja, natürlich. Ja. Genau wie Frauenrechte. Aber genauso wie der Kollege Chris hier. Und ich habe mich auch damit Jahre schon beschäftigt. Und da stehen noch ganz andere kranke Sachen drin. Ja. Wo du eigentlich, wenn du jetzt mal von Gewalt, jetzt das mal einfach als Kapitel sein lässt, ey, da stehen, also, ne, ich will ja auch, weiß ich nicht, will ja nicht, dass einer sich hier als nicht gewollt angesehen wird. Aber wenn ich so kranke Sachen lese, dann weiß ich doch, der das da reingeschrieben hat. Der war also krank. Der hat da, ja. Schizophren. So, und nur, weil das in den Ländern, ne, da sind ja die Machtverteilungen, ne, wie das Land geführt wird oder keine Ahnung, da ist das ja noch alles, das ist ja genau umgekehrt. Bei uns sind das so hier, was sagt man, Großkapital, bla 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 bla, bei denen sind das die, hier, die Religionshäuser, ne, die. Das ist aber in der Türkei teilweise auch schon so. Die haben ja, das ist wie eine Sekte. Ne? Wir haben über Nachrichten darüber gesprochen. Das ist einfach eine Gehirnwaschung. Ne? Das ist wie diese Sekte, die dann halt irgendwelchen Dingen hinterherlaufen und auch nichts hinterfragen dürfen. Und das dürfen sie auch laut Koran nicht. Sie dürfen nichts hinterfragen. Und deswegen, diesen Satz, da hat es bei mir Klick gemacht. Nee, die müssen gar nicht wie beim Christentum, musst dich ja eigentlich selber entscheiden. Normalerweise solltest du ja auch, also die einen taufen ja zum Beispiel schon die Kleinkinder. Ich fände es aber besser, wenn die das nicht machen und der Mensch, zum Beispiel in der Pubertät oder wenn er dann erwachsen wird und dann aus freier Überzeugung, ne? Ja, aber Homie, diese Taufe, ja, bei die Taufe gibt's und die Kommunion kommt hier und danach kommt die Firmung. Und bei der Firmung entscheidest du dich, ob du im Glauben bleibst oder nicht. Du hast aber die Wahl. Und du hast nicht wie bei den Friedenstauben, hast du keine Wahl. Ja, weil da wirst du nämlich ausgestoßen und im schlimmsten Fall auch noch nackentherapiert.
Ja, weil die dann ja, die sagen es auch so, nee, deswegen, das ich ist finde, diese ganze Ideologie baut nur auf Angst vor Angst und Terror auf im Endeffekt. Ja. Wenn du austrittst, Terror, ja. Wenn du das nicht machst und dann kommst du in die Hölle hier, da und tralala, ja. Und dann sagen sie immer, es gibt keinen Zwang im Islam. Natürlich gibt es den. Ja. Deswegen haben wir alle Ex-Muslime auch Personenschutz, die öffentlich gehen. So, ich muss mal kurz die Wärmetrommel rühren. Oh mein Gott, die Wärmetrommel rühren. Nee, das ist teilweise, weiß ich nicht, das ist so eine Mischung. Ich werde, also ich. Horny, warte mal. Ich auch Trauer manchmal über so, ne? Aber kommt auch Wut, ne? Das mixt sich. Hört man mich eigentlich? Kann man mich hören? Ja. Wenn man mich hört, dann hör doch mal bitte auch, wenn ich sage, warte mal bitte. So, an die Leute da unten. Kommt mal bitte hoch. Insbesondere ist meine Praxis heute nur für Moslems und für Stockholm-Syndrom-Geschädigte geöffnet. Zwei davon hatten wir ja heute hier. Und einer war schlimmer als der andere, muss ich ehrlicherweise zugeben. Aber naja, wir machen das ja. Wer ist denn Agnes? Agnes will die ganze Zeit hoch und dann geht die wieder. Was ist denn mit der Agnes? Ist das so? Agnes, Mahlzeit, bitteschön. Hi, ganz kurz, also ich finde es nicht in Ordnung, wenn man dann sagt, man darf sich nicht im Islam, keine Meinungsfreiheit etc., Terrorismus. Wie viele Millionen Muslime haben wir hier? Ist hier jetzt Land unter oder was soll denn der Quatsch? Wieso hetzt ihr? Wolltest du darauf eine Antwort haben? Möchtest du darauf eine Antwort haben? Soll ich dir das beantworten? Ja, bitte. Okay. Bitte, weil, also, so wie ihr das beschreibt, dann geht's ja hier. Ja, warte mal, du hast eine Frage gestellt, dann lass mich doch auch bitte darauf antworten. Ich weiß ja, dass du da einen Adonis hast, den du da jetzt mit Händen und Füßen verteidigst, aber wenn du dir doch schon den Mut zusammennimmst, hier hochzukommen und eine Frage zu stellen, dann lass mich doch auch bitte eine Antwort darauf geben. Ja, Agnes. Übrigens ein sehr, sehr schöner deutscher Name, muss ich nebenbei erwähnen, ja. Also, wir haben ungefähr 5,6 Millionen Muslime hier in diesem Lande. Ja? Bist du soweit mit? Ich höre dir zu. Okay. Von diesen 5,6 Millionen Menschen befürworten ca. 3 Millionen Menschen die Scharia. Kommt die Statistik? Weißt du, was die Scharia ist? Ich weiß, was die Scharia ist, aber woher kommt dein Wissen? Weißt du das? Woher nimmst du deine Informationen? Ja, ich hab mir die zusammengebastelt. Ich habe mir die ausgedacht. Also, wir haben hier Muslime und die leben hier in Deutschland und folgen unseren Pflichten, unseren Rechten. Ja. Und genauso wie der Typ in Mannheim, genauso wie das der ist Typ ein in Hagen, Typ. Genau. Genauso wie der Typ in Köln, genauso wie die 2000 Leute in Hamburg, in Bremen, in Gladbach, in Essen, in Gelsenkirchen, genauso wie die, folgen die alle der demokratischen Grundordnung, willst du mir gerade erzählen? Also es ist ja Kriminalität. Wir reden hier von Kriminalität oder reden wir von Islam? Wir reden hier von islamischen Kriminellen, ja. Richtig. Und zwar von islamischen Kriminellen, die eins zu eins dem folgen, was in ihren Büchern steht. Ich gebe dir ja recht, wenn du sagst, es sind ja nicht alle so. Das stimmt, da bin ich ja auch froh drum. Ja, weil wenn die nämlich alle so wären und ihren Schriften alle folgen würden, dann hätten wir ja richtig Probleme. Und es geht ja hierbei nicht um Hetze, sondern um Aufklärung. Wir wollen ja aufzeigen, hört mal zu, die Leute, die so einen Mist veranstalten, veranstalten den Mist nicht, weil sie krank sind oder kriminell sind, sondern weil sie sich mit ihren Büchern gut auskennen. Der türkische... Ein Moment, weil das ist ja alles so allgemein. Und ich bin hier reingekommen und gerade, ich habe dich auch aussprechen lassen, habe mich auch nicht dann dazu geäußert, aber jetzt. Ich bin reingekommen, die erste Aussage von dir war, ich muss meinen Adonis verteidigen. Das ist so ein Bullshit. Warum muss ich meinen Mann verteidigen? Wie kommst du darauf? Weiß ich nicht. Und mein Name ist Dolph. Warum du hier eine Lanze für eine Religion brichst, die dich eigentlich versklaven möchte? Nein, das ist nicht nur Islam.
was du hier anprangerst. Weißt du, wenn du mir sagst, ich muss meinen Mann verteidigen und mein Name ist deutsch, weißt du, man muss ja zwischen den Zeilen lesen. Und ja, und zwischen den Zeilen erzählt hier viel mehr, als das Thema eigentlich zu. Also es ist schade, ja, weil ich kenne, also ich weiß nicht, kennst du Muslime in deiner Umgebung, sind die alle so schlecht oder was ist los bei dir? Ja, genau. Genau so, Agnes. Du hast es auf den Punkt gebracht. Du hast es sehr gut auf den Punkt gebracht, ja? Du hast es sehr, sehr gut auf den Punkt gebracht. Ich bin 50 Jahre alt. Agnes, geh mal nochmal runter und komm nochmal bitte hoch. Das funktioniert bei deinem Mikro nicht. Ich bin jetzt 50 Jahre alt und habe schon mit 6 Jahren mit Moslems Berührung gehabt, wo mir in der Grundschule, in der ersten Klasse, ach guck mal, das hat ihr nicht gefallen, ja, ja. Jetzt geht die runter. Ja? Mir wurde Leute, ich weiß nicht, die für die Neuen, die da die Geschichte nicht kennen, ja, die Geschichte schon kennen, entschuldigt mich, dass ich da noch mal erwähne. Mit 6 Jahren wurde mir meine Kreuzkette vom Hals gerissen von einem muslimischen Jungen. Und der war genauso alt wie ich. Und da muss man sich fragen, woher wusste der Junge das? Er hat gehört, wie ich Türkisch rede und hat gesehen, dass ich eine Kreuzkette trage. Und er hat sie mir vom Hals gerissen. Ja, mit 6 Jahren. Woher wusste der Junge das? Woher wusste er das? Richtig. Ja? Na Chris, diese Agnes ist bekannt. Die, wir sagen ja auch nicht, guck mal, das wird uns ja immer... Stolze, du, halt dich mal ein bisschen zurück, ja, weil die Agnes ist bekannt, hör doch auf mit dem Kindergarten. Du hast mir gar nichts zu sagen. Gottes Segen an alle erstmal. Agnes, kennst du den Chris, der das hier streamt im Host? Kennst du ihn? Warum muss ich den jetzt kennen? Okay, was geht's denn? Wenn du Leute beurteilst, und Leute an was habe ich denn beurteilt? Jetzt stopp mal. Wenn du mal reden, hast du kein Elternhaus gemacht. Was hast du gesagt? Wie reden, bitte. Ich wollte dir nur erklären, wer der Chris ist. Einfach nur zuhören. Vielleicht verstehst du dann, warum er so arg unterwegs ist gegen die Moslems und gegen diesen Islam. Dieser Mensch hat seine Heimat verloren wegen dem Islam. Seine Familie, seine Landsleute wurden zu 1,5 Millionen geschlachtet. Okay, im Namen des Islam. Okay, wenn du da diese Geschichte kennst, dann weißt du, warum der Chris hier oben unterwegs ist und will dich wachrütteln und dein Verständnis zu dieser sogenannten Religion, weil diese Religion hat keine Frauenrechte, haben keine Kinderrechte. Diese Religion hat keine Gleichberechtigung als Mann und Frau. Verstehst du, was ich dir sage? Wenn du hierher kommst und du zitierst irgendjemanden oder du willst irgendwas wissen, dann musst du zuhören. Ich hab doch niemals zitiert. Doch, es gibt 27 Tötungsbefehle direkt von Allah im Koran. Kennst du sie? Fang mal schon mal bei der Sure 9, Vers 5 an. Und das endet bei der Sure 9, 111. Und wenn du die durchgelesen hast, dann gehst du bitte auf die Sure 4, Vers 34 und dann weißt du, warum ich aggressiv bin gegen Frauen, die so denken wie du. Also, weißt du, meine Frau kämpft für ihre Rechte und sie hat. Aber es ist ja dein Problem, ne? Du hast ein Problem. Du bist aggressiv gegen Frauen. Ich bin nicht aggressiv gegen Frauen. Ich bin aggressiv, wenn Frauenrechte mit den Füßen getrampelt werden. Wenn Frauen ihre Rechte nicht in die Hand nehmen dürfen und sagen: Nein, ich will mit dir nicht schlafen. Ich habe keinen Bock heute. Und er sie vergewaltigt. Damit habe ich ein Problem. Welche Frauen kennst du? Also, woher nimmt ihr das? Ich bin ja wirklich, ich bin knapp 20 Jahren in einer muslimischen Familie und bei uns gibt es den Müll nicht, den ihr da verbreitet. Ja, weil diese Leute, bei denen du lebst, die sind ja auch besser als ihr Allah und die sind ja auch besser als ihr Prophet. Das ist ja ein Riesenglück für dich. Sei froh, dass die ihre Schriften nicht kennen, sonst würdest du hier nämlich oben nicht stehen und sagen, ja, das ist eine liebe, nette, tolle Familie. Und deswegen sage ich auch, das ist so der einzige Punkt, wo du und ich uns einig sind, dass es eben halt nämlich Moslems gibt, die ihre Schriften glücklicherweise nicht kennen, weil sonst wäre hier richtig Stimmung in der Bude. Nur mal nicht verleugnen. Du hast aber gerade gesagt, meine Familie kennt die Schriften nicht, ohne meine Familie zu kennen. Und das ist einfach eine Unterstellung. Nein, ja? ist es nicht. Guck mal, ich erkläre dir auch Agnes. Hast du so gesagt? Ja, habe ich auch so gesagt. Und zwar, das sage ich dir sogar mit. Hast du meine Familie? Deswegen sage ich dir das sogar mit breiter Brust nochmal, wenn du es gerne möchtest. Ich sag dir auch, woher ich das mir entnehme. Guck mal, ich gebe dir ein ganz kleines Beispiel. Im islamischen Gesetz, ja, hat die Frau so gut wie gar keine Rechte. Zum Beispiel, wenn es zu einem Zivilprozess kommt, ja,
einem Zivilprozess. Und es wird eine muslimische Frau geladen als Zeugin und ein muslimischer Mann als Zeugin geladen. Dann ist die Aussage der Frau in einem Zivilprozess nur halb so viel wert wie die Aussage des muslimischen Mannes. Erst einmal dazu. Und noch schlimmer wird es in einem islamischen Strafprozess. Da ist die Aussage der muslimischen Frau nämlich überhaupt nichts wert. Ja, da kannst du 10 Frauen hinstellen und nur ein Mann braucht nur seine Aussage machen, ein muslimischer Mann, ja, übertüncht die 10 Aussagen der muslimischen Frau, weil die im Strafprozess überhaupt nichts wert ist. Laut Sure 434 darf dein Ehemann, wenn er Lust hat, dich als Punching Ball benutzen, und zwar ganz offiziell nach islamischem Gesetz und nach Allahs Befehlen, ja. Und das sind Sachen, die du dir mal vielleicht durch den Kopf gehen lassen solltest. Dann erklär mir doch bitte, warum es so viele Muslime, also auch in Deutschland, guck mal, jetzt in Deutschland, ja, gibt es ja viele mit Kopftuch und weiß, erklär mir das. Ist das auch Zwang? Kann ich dir gerne erklären. Also, es gibt Menschen, die gehen mit dem Trend mit, ja, die haben irgendwie keine Bindung zu irgendetwas und die denken, ich frage jetzt, du fragst mich, dann lass mich auch ausreden, Agnes. Wenn du darauf keine Antwort haben willst, dann sag mir, das ist eine rhetorische Frage, dann brauche ich darauf nicht antworten. Ja, ja. Mach, ich höre dir zu, komm. Ja. Ist sehr interessant. Ja, wenn es interessant, ich hoffe doch, dass es für dich interessant ist, ja. Es ist nicht richtig, aber es ist interessant. Ja, wenn es nicht richtig ist, Agnes, dann fühl dich frei, den Stream zu verlassen, weil dann macht er da keinen Sinn, ne? Tschüss. Ja, die wurde ja von Ullmann auch angezeigt. Da brauche ich mir ja den Mund nicht fusselig reden hier. So, der nächste Patient, bitte. Ist so eine Frage der Zeit, ne? Aber you sweet, da bin ich mal gespannt. Die hat man auch wieder gesehen. Hallo? Sofort aggressiv, nicht mehr zuhören wollen und die Sachen verdrehen. Ja, und so, ne? In your street. Ja, moin. Morgen. Geht's euch allen gut, ja? Im Moment noch, kommt drauf an. Mal ja, gucken, also ich sag mal, ihr seid richtig, wie der vorhin, ich weiß den Namen, weil ich gerade beim Fahren bin, wir habt ihr genug auf dem, genau auf den Punkt getroffen. Wie mit dem, Frauen haben keine Rechte, Kinder haben keine Rechte, du hast nichts machen kannst, nichts entscheiden. Alles nur der Mann, der Rechthaber ist. Das finde ich überhaupt nicht in Ordnung, weißt du? Und dann, die kommen nach Deutschland, anstatt hier sich zu integrieren, hier was zu machen, da tun sich alles dagegen. Ja. Egal welcher Bundesstaat das ist, Übertreiben. Irgendwann ist alles gut. Ich habe auch kein. Ich mache mir Gedanken um meine Kinder. Wir haben 3 Kinder und wir machen Sorgen. So wie es hier momentan ist, ist überhaupt nicht lustig. Ja. Du hast auch keinen deutschen Hintergrund, wenn ich das am Dialekt höre, oder? Ja. Nee, bin ich auch nicht, aber trotzdem. Nein, ist es richtig, weil genau, weißt du, das Problem ist genau diese Menschen, ja, die das hier ausleben und verbreiten. Ja, dass ich unterbreche. Ich bin Ausländer, ich komme nicht. Ja, das ist auch vollkommen okay, Ich meine ja, im Endeffekt müssen wir zusammenhalten, weil diese Leute ziehen euch auch in den Dreck rein. Ja, ich habe eine Perse gearbeitet vor kurzem und sagt er zu mir, seine Tochter wurde von Islamisten, weil die war Schülerin und in der Schule wurde sie sowas von Gehirn gewaschen, also Gehirnwäsche, wie sagt man, und dann hat sie angefangen auf einmal Tuch zu tragen und er sagte mein Chef zu mir, ich habe zu ihrer Tochter gesagt, sag mal, was ist das für Quatsch, mach den Kopftuch ab, was ist das, was hast du da? Und dann 3 Monate hat sie es getragen, sagte zu mir, und dann irgendwann hat sie es selber das gerafft und hat sie nicht mehr, hat sie es ausgezogen, den Kopftuch, weißt du? Ich finde es lächerlich, anderen zu zwingen und das vor allem mit dem all dieses Schleier rum zu, oh mein Gott, ich habe Angst, wenn die sowas sehen, mit voll bedeckt, man sieht nur die Augen, das sollte zu Hause bleiben, auch in Schwimmbäder, weißt du, überhaupt nichts zu suchen, solche Menschen. Richtig, richtig. Ja, ganz kurz bitte. Wirklich, mit dieser Kleidung ins Wasser,
Ja, ihr Sweet, warte mal bitte ganz kurz. An die Leute unten bitte einmal kräftig durchleiten, weil wir kriegen hier langsam mehr Laufkundschaft und ich weiß nicht. Also ich stehe zu euch, eure Meinung, auch wenn ich hier kein Deutscher bin, gewöhnliche Deutsche bin, aber trotzdem, ich stehe zu meinem Deutschland. Ehrlich, ich stehe zu meinem Volk, ich stehe zu meinen Ländern, ich habe nicht gegen Islam oder Muslim. Aber zu diesen Menschen, die das hier nur Scheiße machen, ehrlich. Richtig, stimme ich dir zu, weil damals brauchte man auch kein Sicherheitspersonal in Schwimmbädern und Personenkontrollen, brauchte man früher nicht. Früher hat ein Bademeister gereicht. Aber heutzutage ist alles geändert. Und das geht ja auch weiter, es geht ja auch, was die Kinder in den Schulen durchleben müssen, deutsche und jüdische Kinder in den Schulen, das ist unglaublich. Aber sie sind immer die Opfer, sie sind immer die Opfer. Jeden Tag, es gibt jeden Tag Statistik, jeden Tag zwei Gruppen Vergewurzelungen, ja. Es gibt jeden Tag Messertherapien. Ja, und das kommt immer aus der gleichen Ecke. Es sind keine Chinesen, die das hier machen. Es sind immer die gleichen Leute und die zerstören das Zusammenleben. Bei uns vor kurzem wurde eingebrochen in meine Wohnung. Ja, wir waren in unserer Heimat. Und die Polizei, obwohl die Kameras da waren, keiner weiß es, keiner wusste das, woher sie gekommen sind, von wo sie gingen, wohin sie sind. Jeder wurde bis heute nicht erfasst. Die haben alles mir mit weggenommen. Meine Gold, Geld, alles, was Wertvolles in der Wohnung gefunden haben, haben sie alles weggenommen. Also, Kriminalität. Ja, sehr. So, wartet mal, Leute. Ich würde gerne wieder einen Moslem hochholen und dem direkt das Wort geben. Ja. So. Mustafa, Mahlzeit, bitteschön. Aha, er meldet. Und tschüss. So, bitte einmal kräftig durchleiten, Leute. Bitte einmal ganz, ganz kräftig durchleiten. Und nur mal hier so nebenbei eine kurze Geschichte erzählt. Und zwar, weil wir... Schmeiß mal bitte den Mammut Remo raus. Blockier den mal. Schreibt nämlich hier alle melden. So, weil ja hier wir gerade Kollege Schweißfuß oben hatten. Der meinte ja, das stimmt alles nicht. Also, aber eine Sache hat er ja schon richtig erwähnt. Und zwar... Es war immer so gewesen, es ist etwas passiert und dann kam eine Sure runter. Es ist etwas passiert und dann kam eine Sure runter, beziehungsweise eine Überlieferung wurde geschrieben. Und so haben wir in der Überlieferung, ihr könnt euch auch gerne die Quelle aufschreiben, das ist auch Sahih al-Bukhari 146. Und zwar, ich erzähle die Geschichte mal in meinen eigenen Worten, ja, warum die Frauen sich im Islam verschleiern müssen. Und zwar geht es hier in der Geschichte um die dritte Frau des Propheten mit dem Namen Sauda. Und ihr müsst euch vorstellen, damals gab es natürlich keine Wohnungen und dementsprechend auch keine Toiletten in den Wohnungen. Das heißt, die Leute mussten aus dem Zelt raus und ihre Notdurft dann irgendwo in den Büschen verrichten. Und Sauda, die dritte Frau des Propheten, ist dann nachts, weil sie Druck auf dem Kompressor hatte, rausgegangen und hat sich hinter den Büschen hingehockt, um eben mal gepflegt einen abzuseilen, ja, und wurde dabei von Kumpel von Mohammed erwischt, ja, und in der Geschichte steht sogar noch eindeutig geschrieben, Sauda, wir erkennen dich, ja, und daraufhin kam dann diese Überlieferungskette, dass die Frauen sich eben halt zu verschleiern haben, damit sie beim AA-Machen nicht erkannt werden. So traurig es sich dann auch anhören mag, ist es aber genauso lustig und genauso wahrheitsgemäß. Nur damit ihr mal so einen Einblick darüber habt, was für ein Quatsch in diesen Büchern alles drinsteht. Der vor allen Dingen im Endeffekt, die reden ja immer davon, dass wir Götzendiener werden, sie lecken einen Stein ab. Und beten ja auch Richtung Mekka. Also, ja, wer und dann weiß ich doch. Warte mal, es gibt doch auch, ich weiß nicht, welches Buch das ist von denen, da reden die, was im Paradies dann ist, ne? Da stehen auch, ey, da stehen Sachen drin, ne? Mit, ich sag doch, normaler Menschenverstand ist, ey, ich kann da, ich verstehe das einfach nicht mehr. Erstens verstehe ich nicht, wer sich sowas ausgedacht hat. Und ich verstehe keinen Mensch, der das Tipp, liest. Ein Tipp für den Sommer, wenn dir eine Fliege reinfliegt in ein Glas, trug sie komplett runter, weil dem einen Flügel ist Gift, dem anderen die Heilung. Ja? Muslimische Weisheiten. Chris? Ah, ja. Guck mal, Bruder, unsere Völker wohnen oder leben mit dem Islam schon über 550 Jahre. Okay? Und wir bekämpfen diese,
diese Ideologie schon seit locker über 500 Jahren. Und die Grenzen sichern wir so mit Push-up oder Pushbacks ab. Wir werden aber vom Westen immer wieder geprangert und Unmenschlichkeit und hier und da. Wenn wir so sein sollten wie hier der Westen, wäre Deutschland schon seit Hunderten von Jahren islamisiert worden. Und wir haben hier gerade den Islam 60 Jahre und es gibt immer noch hier zu wenige Leute, die überhaupt da Ahnung haben, was in diesen Büchern drin steht. Was eigentlich ganz schlimm ist. Ja, und es ist ja nachgewiesen, die Moscheen. Ja, aber ihr wollt. Kommt ja alles über TTIP, ne? Das ist da, nein, da ist die kommen alle. Von TTIP. Die kommen von solchen Leuten, von Deutschen, die keine von Ahnung haben, ihre Unterschriften draufsetzen, auf den Bauantrag mit einem Okay und einem Stempel und dann dürfen die bauen. Nicht die TTIP macht die Moscheen, nein, der deutsche Staat macht die Moscheen. Die deutsche Bürger, die deutsche Bevölkerung macht ja, die Moscheen. Hab ich doch auch einen Vortrag. Die baut keine Moscheen. Aber ich weiß nicht, vielleicht ist ja Spekulation, ne? Aber die haben mal, dass viel über Kanal Türkei kommt, ne? Ja, aber noch einmal, wer erlaubt denn, welche Behörde erlaubt denn zum Bauen? Wer? Die türkische Behörde in Istanbul? Oder ist es nein, die nur wo die Gelder, also die bringen, das sind ja wie Investitionen. Das ist ja für die einfach nur Investition. Noch einmal, wer erlaubt denen, dass die hier bauen dürfen? Die Machthaber, die hier. Und wer hat die da oben hingesetzt? Also das ist jetzt nur meine Meinung, sage ich jetzt auch so. Ich glaube nicht, dass es die Chinesen oder die Japaner waren. Wo ich aber hinaus will, ist, hier sind einige Leute unterwegs, Trittbrettfahrer, und setzen dann trotzdem ihr Kreuz wieder bei der gleichen Partei, die eigentlich das erlaubt, dass der Chris 7 Moschees auf 2 Kilometern hat. Okay? Ja, aber da kann man ja... Ist Erdogan dran schuld oder irgendein Mustafa? Nein, es ist ein Fritz Franz, der irgendwo im Behörde sitzt und der dann halt das freischaltet. Und sagt, warte, hier habt ihr einen Spatenstich, hier dürft ihr die Moschee bauen. So, wir haben einen neuen Gast, Mustafa, bitteschön. Hi. Mit den Themen, wo die alle Ausländer oder alle muslimische Leute in einen Topf reinstecken, ist auch nicht so korrekt von euch. Nein, das möchten wir auch gar nicht. Wir sagen auch immer, ihr müsst doch wirklich. Warte mal, eine Sekunde. Mustafa, warte mal bitte. Du kannst doch lesen, richtig? Genau. Ja, du kannst lesen. Was steht denn da in der Fahne drin? Kannst du mir das einmal vorlesen? Deutschland braucht keinen Islam. Richtig, also da steht nicht drin, Deutschland braucht keinen Moslem, richtig? Ja, Islam ist also Religion. Islam ist was anderes gemeint und der Moslem ist was anderes gemeint. Wenn da jetzt drinstehen würde, Deutschland braucht keinen Moslem, dann gebe ich dir recht, dann würden wir hier gegen den Menschen persönlich hetzen. Aber da steht nicht Moslem drin, da steht Islam. Ja, da hast du ja recht. Als Muslime, wo soll ich dann, wenn hier kein Moschee gibt, wo soll ich dann beten gehen können? Zu Hause. Ja, du kannst aber auch überall beten, wo du in Iran ist es das gleiche. Es ist ein islamisches Land, aber da gibt es auch schon eine Kirche, wo die Leute beten gehen können. Ja, wie können die denn da beten? Können die sich frei auf der Straße bewegen? Können die mit einer Bibel unterm Arm in die Kirche gehen? Nein, weil... In Bibel steht auch nicht, dass die Frauen freizügig rausgehen sollen. Ja, wo steht das? Kannst du mir die Stelle nennen? Kannst du mir die Stelle zeigen? Ja, wenn ich es raussuche, kann ich einem per WhatsApp oder im Ding dir schicken. Nicht schicken. Du hast es ja jetzt rausgehauen, da musst du auch hier vor 150 Leuten. Das habe ich von meinen Arbeitskollegen bekommen. Guck mal, wenn ich danach gehe, was mein Arbeitskollege mir erzählt, dann ist Batman unser aller Retter und Spider-Man kommt. Ja, das nicht. Ja, aber das ist ja auch so. Du musst ja ein bisschen selber recherchieren, weißt du, ich meine? Du kannst ja nicht irgendetwas behaupten, was du vom Hören sagen hast. Du musst ja mal selber lesen. Aber ihr bessere Themen wäre ja zum Beispiel besser, wenn die Kriminelle oder die Vergewaltigte oder sonstiges was abgeschoben werden oder, keine Ahnung, in Knast landen, wo die ganze Leben da verbringen und da verrecken von mir aus. Aber
solche Themen wie Islam brauchen wir hier nicht und das, Islam schadet ja niemanden. Doch, natürlich schadet er jemanden. Nee, ich als Person, ich schade dir nicht und du schadest mir nicht. Wenn du einer bist, der seine Schriften kennt, du bist Schiite, richtig? Ich bin Schiiten, ja. Ja, deswegen guck mal, ich habe das vergessen von Anfang an zu fragen, Schiiten diskutiere ich nicht, weil ich irgendwie so ein, keine Ahnung, ihr habt einen Stein im Brett bei mir. Deswegen wünsche ich dir noch einen schönen Tag und nimm dich wieder runter. Am besten gehst du auch unten raus aus dem Chat, weil ich habe kein Problem mit Schiiten. Dieser Stream ist bei mir explizit nur für die Sunniten und die Koraniten und die Ahmadiyyas. Mit denen habe ich ein Hühnchen zu rupfen. Nicht mit den Schiiten, okay, Mustafa? Ja, alles klar. Dankeschön für den paar Wörter. Chris, ich wollte jetzt noch mal einen Satz zu Agnus sein Thema gerade sagen. Chris, ja. Guten Tag. Warum du machen Hetze? Du Luga. Weil mir langweilig ist. Ja, aber warum du machen Hetze? Homie, warum du reden so? Chris, das ist ein Internet-Taliban. Ja, ich weiß. Der legt dich jetzt gleich in die Luft. Pass mal auf, gleich geht dein Bildschirm auf. Ja. Leila, Leila, ich kann dich nicht hochholen, weil der Platz ist reserviert für Muslim. Sei mir bitte böse. Ich bin hier Muslim. Was ist los? Haben die Problem? Haben die nicht. Haben die Problem? Warte mal, ich hole euch sofort hoch. Ich stelle eben das Gitter um, dann holen wir beide hoch. Eine Sekunde. Und ihr könnt weiter quatschen, bitte. Okay, Dino, erzähl, was ist dein Problem in Deutschland? Du hast ein Problem. Ich habe kein Problem. Du hast ein Problem oder habe nichts Problem? Ist nichts Problem. Warum? Ist nichts Problem. Gut. Deutschland gut. Deutschland gut? Deutschland gut. Arbeit oder nichts Arbeit? Machen wir mal bei deutschen Frau Scheiße. Nein. Prophet sagen, meine Frauen gut. Ich will jetzt noch mal kurz reingrätschen. Ja. Hier, Agnes, was du vorhin meintest. Da wollte ich noch was zu sagen. Also, warum du reden? Ich rede mit Agnes und Chris. Warum du reden? Digga, hör zu, vielleicht lernst du noch was. Wir haben was auch in der Birne, ne? Was? Nein, ich. Was Biene? Fliege oder Biene? Banane. Ich möchte nur bitte ganz kurz was sagen. Geh auch gleich wieder runter. Ja. Weil, wisst ihr. Wisst ihr, was ich ganz, ganz, ganz unverschämt finde? Da war doch eben gerade, glaube ich, Mustafa hier oben, ne? Und hat da über Moslems gesprochen. Ich finde es unverschämt, so ein Kurde, der hier hochkommt und über Moslem überhaupt darüber redet. Alter, wo die 2014 losgegangen sind in Irak und die ganzen Menschen umgebracht haben, wird ihr Kurden nicht wach? Die haben euch auch umgebracht, eure Mütter, eure Geschwister, nicht nur die Jesiden. Leila, ich auch Kurde. Warum du reden über Kurde? Ja, sei du mal ruhig da hinten. Ich weiß, wer du bist. Du brauchst es mir nicht erklären, Carlos. So, ja, das finde ich ja Unverschämtheit, dass die hier hochkommen und das immer wieder sagen. Also ich schäme mich dafür, muss ich ehrlich sagen, dass ein Kurde hier hochkommt und sowas immer wieder sagt und diese, wo soll ich zur Moschee gehen? Ist doch scheißegal, wir machen deine scheiße Wohnung. Chris, ja. Entschuldige Chris, bitte, wenn ich Chris, Leila macht Fitna. Nein, ich mach kein Fitna, das Bruder, ist so, wie es ist. Bruder Chris, ich geh runter, bei mir Prophet Allah sagen, nicht mit der Frau reden. Tschüss. Dino, geh raus. Moro, Mahlzeit, bitteschön, Moro. Was hat er gesagt? Warum Islam gehört nicht Deutschland? Warum sind die Leute fucking krank? Menschen gehören nach Deutschland, aber nicht dieser Ideologie, die ihr habt. Ganz einfach. Richtig. Zuhören und verstehen. Nichts gegen Menschen, egal was für ein Glauben, aber Religionsfreiheit hat seine Grenzen. Wenn ihr hier auf die Straße geht und für ein Kalifat seid, wenn hier unsere Mädchen jeden Tag 2 Stück Gruppen vergewurzelt werden, von eurem Kulturkreis gemessert werden und so weiter und so fort. Diese Menschen, die das leben wollen, nämlich was die Scharia und eure Märchenbücher sagen, die gehören nicht nach Deutschland. Das ist Scharia an diese Bullshit, das redet kein Wurm. Was sagst du Menschen?
Deine was? Dings, Moro, dein Mikrofon. Aber das geht noch viel weiter. Qualität. Ja, was dann? Tschüss, dieser krank, dieser radikal, an dieses, bist du immer da, diese alte Mentalität. Moro, darf ich mal fragen, wo du gebürtig herkommst? Weißt du was, ich habe keine Lust mehr von diesem. Ich möchte gerne mal fragen, weil ich möchte einfach mal fragen, weil ich möchte ja beitreten. Aber wenn du keine Lust hast, Moro, dann hoch. Freundlich, ganz nett. Ja. Ja, Bruder, ja, Bruder, alle reden hier Islam nicht gut, Islam nicht gut. Warum die wieder machen so? Ich habe keine Angst vor dem Fakten nehmen, wenn die ganze NATO hier, ich habe keine Angst. Wir haben dich gefragt, wo du herkommst. Das war ein Problem. Wow. Wir haben noch einen neuen Gast, Jigar, bitteschön. Jigar, bitteschön. Guten Tag. Guten Tag. Frieden für alle und Jesus für den Orient, damit endlich mal Schluss ist mit dem Blödsinn. Ja, Amen. 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 Und ich kann den Friedenstauben das nicht vorwerfen, weil die kennen es ja nicht anders. Chris, was dieser Mann sagen? Ist da dieser Mann ist noch nicht fertig. So, aber ich kann Deutsche nicht verstehen, wenn sie das alles verteidigen. Und wenn ich was zu sagen hätte, jeder Deutsche, der das entscheidet, den würde ich festnehmen, der würde in einen Raum kommen mit einem Computer, der würde dieses Buch 1:1 übersetzen und pro, der ist blöd und der ist, soll getötet, ne? Für jeden dieser Sätze würde er ein Jahr Knast kriegen. Ja, müssen auch Videos sehen von der IS, damit sie mal sehen können, was real Islam bedeutet. Ja. Und ja, auch die Jesiden gemacht haben, die jesidischen Frauen gemacht haben. Immer noch, vergiss das bitte. Ja, immer noch, genau, ja, richtig. Und was glaubt ihr, was in Afrika alles so in hunderten Jahren? Und da redet ja auch keiner. Ich habe mal mit Afrikanern angesprochen, die auch Moslems waren. Da hat der zu mir gesagt, der hat das sogar gesagt, ja, das stimmt. Das haben die alles da gemacht mit den Schwarzen. Und dann habe ich ihn gefragt, ja, und jetzt hast du die Religion. Chica, hast du mir auch erzählt, was Mohammed gesagt hat, wie er dunkelhäutige Menschen betitelt als Rosinenköpfe? Ja, und es gibt auch einen Vers, ich weiß nicht, ob es jetzt im Koran ist oder in den Hadithen, auf jeden Fall sagt Mohammed, dass die Menschen von den Schultern von Adam kommen und die Weißen kommen von der rechten Schulter, sie gehen in den Himmel und die Schwarzen, egal wie gute Muslime sie sind auf der linken Schulter, sie gehen in die Hölle und es ist ihm egal. Und da denke ich mir so, wie schlimm sowas ist und wie kann man dann als Afrikaner an sowas glauben? Richtig, ja. Aber ich würde das Wort mal gerne aufgreifen und etwas noch Schlimmeres, Aktuelleres hier in die Runde werfen. Und zwar, wir haben natürlich aus den afrikanischen Ländern, die eben halt muslimisch sind, ja diese, naja, unschönen Geschichten aller Beschneidungen. Ja. Ja, so. Und das ist ja wirklich ein Schreckensszenario, wenn man da überhaupt dran denkt. Und jetzt haltet euch fest, Leute, seit ein paar Tagen kursiert hier ein Kurzvideo von dem Obermufti Abu Dhabi durch TikTok, ja, wo der ein Statement zu dieser Beschneidung der Frauen abgeht. Und jetzt hört gut zu, Leute, damit ihr mal versteht, wie geistesminderwertig diese Leute sind. Ja. Er sagt, ja, wenn die Klitoris TikTok-sportlich einer Frau eine Überlänge hat, dann ist sie natürlich dementsprechend lusttechnisch auch übersteuert. Ja. Und er befürwortet das dann, dass man das bei der Frau dann auch beschneiden sollte, damit eben halt der Lustpegel wieder einen normalen Dings erreicht, also einen normalen Stand erreicht. Also bitte Leute, wie verbrannt kann man denn da oben im Kopf noch sein, dass man so etwas hier in Deutschland im Jahre 2024 als einer, der ein grammatikalisch sauberes Deutsch redet, ja, das befürwortet. Da müssen doch ein paar Sicherungen durchgeknallt sein oben. Anders kann man das nicht mehr erklären. Und hier schreibt jetzt El Rancho, schreibt, deutsche Männer lassen sich doch auch beschneiden. Ja, weißt du, warum die sich beschneiden lassen? Weil sie eine Vorhautverengung haben. Aus medizinischen Gründen und nicht wegen anderen Dingen. Und das nicht mit einer Rasierklinge irgendwo im Zelt. Richtig. Und
ihr wisst ja, was Abdullah heißt, ne? Das heißt ja Sklave von Allah. Und die Schwarzen werden von den Arabern auch Abd genannt. Also Sklave. Ja, ja, und die haben auch den, den Sklaven haben die angetrieben. Und machen sie auch heute noch Handel. Und das läuft heute noch so. Ne? Ja, ja. Ja. In Gaza werden immer noch jesidische Mädchen gefangen gehalten, die von der IS versklavt worden sind mit 11 Jahren. Da gibt es ein Video drüber. Ach, hört auf, ich habe da so mir so viel. Ja. Dino ist auch ein Aff. Gegeben, ne? Dino, bist du auch ein Aff? Kommt mal hoch. Erzählt mal, guck mal, ich habe euch sogar eine Einladung geschickt extra. Ich kann gerne runtergehen, wenn kein Platz ist. Doch, im Moment ist noch genug Platz. Zwei Plätze sind ja frei. Hier, an die Moslems, kommt hoch. Heute ist Tag der offenen Tür in meiner Praxis. Ihr könnt alle meine Dienste heute kostenlos in Anspruch nehmen. Kommt rein. Mohammed, vor allen Dingen du. Dein Name und dein Bild, die sehen so witzig aus. Komm mal rein. Ich weiß gar nicht, wie du es schaffst, mit 50 Followern überhaupt als Gast irgendwo reingehen zu dürfen. Aber einen Satz möchte ich noch mal sagen, generell zum Thema. Was mich richtig traurig macht, bei diesen ganzen Strukturen, nennen wir es mal so, wenn wir jetzt nur Vergleich Mann zu Frau, ne? Hallo, am Ende, was sind wir denn als erstes? Wir sind Menschen. Das ist doch die erste Definition. Das Geschlecht. Das ist doch dann nur die Spezifikation. So. Aber wenn du das mal analysierst, ne, von außen, wie die das ist ja auf, das, man sieht ja, das ist eine Struktur. Und man sieht auch die Handschrift. Es ist ja klar, dass der das gemacht hat, dass das aus männliche Hand kommt. Ne? Ja, natürlich. Ich finde so, und dann, ihr versteht schon, was ich sage. Ja, natürlich. Das ist nicht für Männer gemacht. Was erwartet denn Frauen im Paradies? Gar nichts. Ihren Mann, ja? Den darfst du zugucken, wie er 72 Jungfrauen nudelt. Das darf sie machen. Ja, aber jetzt mal von der Logik her, habe ich auch schon mal, ja. Aber nehmen wir das mal jetzt an. Ja, eine Frau kann doch nur einmal Jungfrau sein. Was soll dir das denn jetzt? Guck mal, das ist so abstrus, ja? Also ich sage sogar, die das teilweise da reingeschrieben, das waren absolut, ja, besessene von ganz, ganz komische, hier, Teich. Ich war vorhin auf einem Post, da ist ja dieser komische Zottelbart, der ist ja jetzt vor Gericht, weil er ja seine Frau gezwungen hat. Und wie viele muslimische Frauen da drunter schreiben, ist doch nicht schlimm, wenn sie nicht hört. Und da fasse ich mir am Kopf. Ja, bei Schicker, gestern hatten wir eine hier dran gehabt, ja, wir hatten das Thema mit Aisha, ja, und 6 Jahre und 9 Jahre und so weiter. Und die hat dann wirklich geschrieben im Chat, ja, ich hätte damit kein Problem, wenn er gut zu meiner Tochter wäre. Ja, schrecklich. Aber ja, die ziehen ja sowieso erst nach Periode. Also wenn sie 6 ist, dann hat sie ja Periode und dann ist sie ja eigentlich schon 12 oder sowas. Ja, die ist schon 38, ja. Na, aber ist das nicht traurig? Sei ehrlich, also ich habe selber eine Tochter. Ist das nicht traurig? Sehr traurig. Weil sagen die sogar, Marokkaner, ne? Wenn du die fragst, die haben sogar eine Antwort. Die sagen einfach, ja, aber die Mädels bei uns, die sind ja viel reifer in dem Alter. Ja, genau, ja. Das ist dann, und dann sagen die nichts mehr. Das ist dann anatomische Kinder, immer Kinder. Und ein Kinderkörper ist Kinderkörper, egal wie viele Jahre. Du kannst im Endeffekt ein Skelett ausgraben. Ich will das gar nicht hören. Ja, sogar das ist die Realität. Und sogar hier wieder mal dieser Krischi schreibt, Rebecca wurde ja auch jung Zeig mir mal eine Quelle. Ja? Also wir haben ja schon gesagt, Rebecca muss definitiv Superwoman gewesen sein. Und Chris sagt ja, sie war 2. Und sie hat Kamele gewässert. Ein Kamel trinkt 200 Liter Wasser am Tag. Das heißt, man hat Tonkrügel getragen. Also Wahnsinn. Also wir haben echt, das ist echt ein Wunder. Maschallah. Das Schlimmste ist so, sogar ein Bauer, wenn ein Schweinchen geschlechtsreif wird, ja, die kriegen ja auch Periode, und dann lässt er das trotzdem noch ein bisschen, weil er weiß, der Körper ist noch nicht reif. Also ein Schweinebaby hat mehr Rechte als, ich will es gar nicht sagen. Ja, man da, also wenn man da reingeht, ne? Also ich weiß nicht. Ich habe viel Gefühl, wie man sagt, ne? Ich denke mir nur, ja, aber
Sind wir jetzt, also werden wir weniger? Oder kommt es dann irgendwann zum Showdown? Das ist nun mal noch meine Frage. Wie ekelhaft ist diese Aussage? Rebecca war geil, wie meine Tochter. Also stehst du auf kleine Mädchen, ja? Der Krischi. Naja. So, 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 genau. Zeit hier. So, dann wollen wir mal die Werbetrommel ein bisschen rühren. Ihr habt mich wieder soweit, Moslems. Ihr könnt mich runternehmen gerne. Gibt's ein 20, ein 20 extra. Und zwar ein Grillteller 20 mit einer Dosen Cola dabei. Kommt hoch. In Cash kriegt ihr den. Was machen Sachen? Du verkaufst Cola? Nein, ich verkaufe einen Dienst. Grillteller. Achso, okay. Ich gebe 20 Euro für jeden Moslem, der hier hochkommt und mir sagt, ja, du hast recht, Deutschland braucht keinen Islam. Und ich bin kein Muslim. Ich sag, Chris, ich sag noch kurz was. Also was ich ganz, ganz, ganz schlimm finde, sind die deutschen Frauen, die einen Moslem dann geheiratet haben und die dann, denke ich mal, nach 5, 6 Jahren zweite, dritte, vier, fünfte Frau holt. Und dann ist das Geschrei groß und sagen, oh, weia, was ist passiert? Aber das ist dann zu spät, ne? Das wisst ihr. Richtig. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Und tut mir einen Glauben, keiner soll seinen Glauben irgendwie auf eine Art und Weise annehmen, wo man mit dem Glauben gar nicht sich vereinbaren kann, das Gewissen nicht vereinbaren kann, was die da machen. Und gerade, also ich bin sprachlos, wenn irgendein Kurde hier hochkommt, darum möchte ich immer hier hochkommen und den mal erklären, wie viele Leute von denen gestorben sind oder die Eltern und sie hier Koran oder Allah anbeten und sagen, die möchten in Moschee. Das ist das, was mich so ärgert, ja. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Ich bin unten. So, dankeschön, wünsche dir auch, Leila. Ja, ciao. Ja, am Ende ist es mit mir. Leila! Wieder gemacht wird. So, wir haben einen neuen Gast, den hole ich mal hoch. Chris, kannst du mal dein Bild ein bisschen ändern? Man kann überhaupt nichts mehr unten erkennen. Echt? Bei mir kann man das aber. Ist alles schon hell. Echt? Mhm. Oh, keine Ahnung, wie das geht hier, ey, scheiße. Warte, gleich. Javier! Hallo! Hallo! Gottes Segen! Schönen Tag, Gottes Segen an alle! Bist du Moslem? Nein! Gott bewahre! Mashallah, Gott sei Dank! Ach, nein, da wurde ich vorgerettet. Also, ich bin gebürtige Südamerikanerin, liebe Leute, lebe hier schon sehr lange und wollte euch mal meine Sicht ganz kurz zeigen. Ich bin immer dankbar über Leute, die die Aufklärungsarbeit machen, nicht den Menschen anprangern, sondern die Kultur oder das schlechte Gedankengut dahinter. Ich finde das super. Ich wurde auch kürzlich schon von Türken als Nazi betitelt. Also ich weiß, dass es inzwischen bei Moslems wirklich sehr leicht ist, als Nazi betitelt zu werden, nur weil man den Kopftuch kritisiert oder weil man den Koran hinterfragt oder den Islam. Ich wähle nicht die AfD, aber ich bin trotzdem von den Leuten, die dafür stehen, dass wir offen endlich darüber reden müssen, über die ganzen Missstände, dass das genug, lange genug jetzt hier alles weggedrückt wurde, immer mit der Nazi-Keule und wir sind ja Deutsche hier, wir müssen es besser machen und so. Ich kenne das Problem, obwohl ich ja selber Ausländerin in Anführungsstrichen bin. Ich bin aber Gott sei Dank Tochter von Eltern, die sich hier immer respektvoll verhalten haben und versucht haben, die deutsche Kultur zu verstehen und nicht religiös erzogen, was sehr vorteilhaft ist im Moment, weil ich bin zwar selber Christin, aber aus eigener Entscheidung. Trotzdem kann man mir nicht sagen, ich bin irgendwie indoktriniert oder sowas, sondern ich bin da wirklich sehr offen an alles dran gegangen. Und ich kann auch nur sagen, Islam, nein, danke, da haben wir jetzt genug von in Deutschland. Deswegen, ja. Bravo für eure Arbeit, macht weiter so. Dankeschön. Aber ich würde noch mal drauf ganz kurz eingehen. Oder beziehungsweise als Statement abgeben. Also,
für die Moslems, die hier unten sind, damit ihr mich hier richtig versteht. Mir ist egal, ob eure Frauen Kopftuch tragen. Mir ist auch egal, ob ihr fünfmal am Tag euren Teppich ausrollt und da, keine Ahnung, erotische Knutschorgien da startet. Es ist mir alles egal. Aber was mir nicht egal ist, ist, dass ihr eben halt mit euren Mitmenschen nicht schön umgeht. Und da fängt mein Problem mit dieser Ideologie und mit den Menschen, die dieser Ideologie folgen, an. Ja, damit man sich nicht missversteht. Ihr könnt hier so viele... Also, zu dem Kopftuch möchte ich noch was sagen. Mir ist es nicht egal, weil ich bin eine Frau und ich sehe, wie das hier auch Einfluss hat auf unsere Kultur. Ich werde niemals einer Frau ihr Kopftuch runterreißen. Das werde ich nicht tun und ich verurteile dieses Handeln auch. Und ich werde auch niemals einer Frau sagen, wie sie sich anzuziehen hat. Aber mir darf man das auch nicht sagen. Und das Problem ist, die Kultur dahinter, es spaltet halt in die Frauen, die sozusagen gottesfürchtig, also die Ehre haben und die das eben nicht sind. Und das geht ganz schnell bei so einer Kultur. Also Frauen, die sich nicht verhüllen, sind halt ganz schnell H... Und das ist das, was ich verurteile. Und was ich weiterhin darauf bestehe, ist, dass ich in einem Land lebe, wo ich meine Meinung äußern darf, dass ich Kopftücher nicht mag, ohne deswegen ein Nazi benannt zu werden. Naja, und diese Kopftüchergeschichte, die spiegelt sich ja auch in den Schulen wieder, ne? Das heißt, Mädchen. Ja, ich finde sie scheiße und ich werde es dir auch weiterhin scheiße finden. Kann man mir sonst was erzählen? Ja. Das war's. Also, liebe Leute, ich muss weiter. Danke, ja, dass ich hochkommen durfte. Danke, dass du da warst. Ich folge euch mal. Ciao, ciao. Ach so. Gottes Segen. Diejenige, die auch, ihr vergessen, dass eure Nonnen auch guckt. Oh Gott, ja, ne, ja, aber jetzt kommen die mit dem Nonnenargument. Leute, Nonne, das ist was ganz anderes. Vermehrt sich bitte. Aber nicht. Die Nonne ist mit Jesus verheiratet und die vermehrt sich. Richtig. Und ist zurückgezogen unter dem Dach des Herrn, ne? Wo sieht unter man den institutionellen. Ja, und die gehen auch keinen auf den Sack. Die gehen keinen auf den Sack und werten keinen Menschen ab. Die haben sich dafür entschieden, ein Leben zu leben, in Keuschheit, in ihren Klostern und fertig. Ja, aber die gehen keinem auf den Sack und geben keine Vorschrift für andere Menschen und werten einen auch nicht ab und sagen nicht, oh, die muss nackentherapiert werden, weil die jetzt ein Kalkkopftuch trägt. Genau. Deswegen kann man den Islam vergleichen. Wir haben einen neuen Gast. Wir haben einen neuen Gast. Isa, bitteschön. Ja, wegen dem Kopftuch jetzt. Also Maria, die Mutter von Jesus, hatte ja auch Kopftuch. Ich danke, verstehe das gar nicht. Dass du einmal ein herzliches Hallo in die Runde gesagt hast. Kriegst du das vielleicht hin? Meinst du, du könntest die Etikette ein bisschen wahren? Ist das möglich? Mach mal Mikro an. Dass ich Hallo sage? Ja, zum Beispiel, ja. Ja, hallo. Ja, hi. Bitteschön, junger Mann. So. Habt ihr mich gehört oder habt ihr die Frage nicht verstanden? Nee, wir haben die Frage nicht ganz verstanden, aber ehrlich gesagt... Also ich meine, ihr seid gegen Kopftuch. Genau. Nee, nicht im Christentum, sondern Kopftuch. Wow. Ihr seid gegen Kopftuch. Und Maria, die Mutter. Ich rede doch gerade, oder? Lass ihn mal bitte aussprechen, ey. Mein Gott, ey. So, bitteschön. So, die Mutter Maria von Jesus hatte Kopftuch an. So, ja. Ja. Seid ihr auch dagegen, dass so, Isa, die Mutter Maria Kopftuch trägt? Gebe ich dir sofort eine Antwort drauf. Und zwar, uns wird ja immer Pauschalisierung vorgeworfen. Ich gehe mal davon aus, dass du ja, da du ja eine Anfrage gestellt hast, gehe ich dann mal davon aus, dass du ja länger als 3 bis 5 Minuten hier unten im Chat mitgehört hast und du ja bestimmt mein persönliches Statement dazu auch mitbekommen hast. Da stellt sich mir doch die Frage, woher du dir das Recht nimmst, so eine pauschale Aussage zu tätigen mit den Worten, ihr habt ja was gegen Kopftücher. Also da verstehe ich jetzt den Hintergrund nicht. Ich habe doch vorhin... Hab ich gesagt ihr? Hast du gesagt ihr? Deswegen. Nein, ich hab gefragt, habt ihr was gegen den Kopftuch, was Maria getragen hat, die Mutter von Jesus? Das ist die Frage. Ich wiederhole mich, ich habe, egal ob es Maria ist oder die Fatma ist oder die Aisha ist, ich persönlich habe kein Problem damit, wenn sie ein Kopftuch trägt. Mir ist es egal, denn sie tut mir damit persönlich nicht weh. Ich bekomme keinen Augenkrebs dadurch, wenn ich eine Frau mit Kopftuch auf der Straße sehe. Verstehst du? Darf ich kurz darauf antworten?
Bitte. Also der Unterschied ist, dass Maria das Kopftuch nicht getragen hat, weil man dann durch irgendwelche dann ihre Aura nach außen getragen hat. Und das war einfach das Leben in der Zeit, wo Frauen ein Tuch über den Kopf getragen haben. Das kannst du aber nicht vergleichen, weil heute das, was ihr macht, das eure Bild, hat damit zu tun, dass sie ja im Endeffekt auch als Kind schon, siehst du ja jetzt mittlerweile, selbst kleine Mädchen in der Grundschule kommen mit Kopftüchern. Früher war es hier so, da hat man meine Muslimin gesehen mit einem normalen Kopftuch, ganz normal. Und jetzt wird das alles extremer, immer extremer. Und es ist ein politisches Statement, damit wertet sie europäische Frauen ab, ja, weil wir sind ja im Endeffekt ja, wie die Huris sozusagen, ja, so werden wir ja auch betitelt, auch von Muslimen. Weil wir keine Kopftücher tragen. Also kannst du es nicht vergleichen. Es gibt kein politisches Statement dahinten dran, weil Männer ihre Triebe nicht im Sinn haben, ja? Das ist das Problem, was wir nämlich haben. Okay, also das heißt jetzt. Das kannst du nicht vergleichen. Maria hat kein Kopftuch getragen, weil irgendjemand ihre Aura nicht sehen durfte, sondern es war Wetter, war einfach das Land und die Zeit. Okay, also das heißt, hat sie den Kopftuch jetzt getragen, weil sie es wollte, oder hat sie den Kopftuch getragen, weil sie es musste? Es war zu einer ganz andere Zeit, das kannst du nicht vergleichen. Ach so, das war eine andere Zeit und deswegen gilt für sie, dass sie in der Zeit gilte das und in der Zeit durfte man das, deswegen durfte sie das. Sie musste sich auch nicht verhüllen, weil sie ein Sexobjekt für irgendwelche triebgesteuerten Kerle ist. Warum muss sie eure Mädchen verhüllen? Warum? Warum? Erzähl mir das mal. Warte mal bitte. Ja, es gibt's. Eine Sekunde bitte, guck mal, Isa. Die Frage ist noch, ich bin noch nicht fertig mit der Dame. Du lässt mich jetzt bitte ausreden. Ich habe hier ich bin noch nicht fertig. Du kannst doch kein jetzt Argument geben. Darf ich hier kurz reden? Hallo, bitteschön. Hallo. Isa, zeig dich mal. Zeig dein wahres Gesicht. Zeig mal Bilder vom Christen und so weiter, was du immer machst. Tu hier nicht auf Nette. Auf Nette? Bitte. Also nette ja, bin ich nicht. Bin ich nett. Ich weiß, ich kenne dich ja. Also sei kein Heuchler und Doppelmoral. Sag einfach, was du sagen willst und zeig mal, was die Bilder immer du dir sagst in anderen Livestreams. Mach das. Okay. Ich soll das zeigen? Ja, zeig mal. Zeig mal, damit die wissen, mit wem die reden. Damit die wissen, mit wem die reden. Keine Ahnung, wie du immer mit den Christen redest. Du bist doch ein ungläubiger, ob du hier gut erzogener Muslim bist. Ich tue das nicht, ich bin das. Deswegen, du bist erstens. Ja, sehe ich, ja. Ich kenne dich ja sehr gut. Ich kenne dich sehr gut. Isa. Ja, du kennst mich sehr gut. Du kennst, dass ich auch erzogen bin und dass ich nein, mit Respekt rede. Aber das stört mich gerade, dass ich gerade mit Respekt rede. Du willst gerne, du hast ein muslimisches Bild in deinem Kopf von den Menschen. Du denkst, wir sind hier, keine Ahnung, Gaman oder weiß was ich, was wir sind, ne? Du willst einfach, dass ich hier reinkomme und beleidige, aber so, das machen wir gar nicht. Noch Gamanen, okay. Ja. Zeig aber, zeig mal dein Gesicht. Ach so, Germanen, okay. Echte Gesicht. Was war jetzt? Nein, sag mal, wenigstens. Okay. Ja, du hast ja über Germanen geredet. Ja, was ist jetzt sag damit? Mal, wenigstens. Ist jetzt damit? Ja, tu nicht auf Doppelmoral. Ganz ich einfach. Ich frag dich doch gerade, was ist denn damit? Warum änderst du Thema? Ich ändere nicht das Thema. Ich rede gerade mit Christen. Ja? Du bist ein Ungläubiger. Du glaubst gar nicht. Also was redest du gerade mit mir? Ja, was reden wir jetzt gerade hier? Du bist ein Salafit. So, jetzt beruhigen wir uns jetzt erstmal alle wieder. Ja? Und dann hätte ich nehme mir das Hausrecht raus, Isa. Ja? Und ich hätte da jetzt mal eine Frage an dich. Ja? Guck mal. Aber ich bin doch noch nicht fertig. Warum wollt ihr mich fragen? Ich habe doch das Thema mit Kopftuch noch nicht beendet. Egal, ob du fertig bist. Du schweißt vom Thema ab. Wir wollen ja bei dem Thema bleiben, was hier als Überschrift in diesem Stream veranschlagt ist. Und du weißt vom Thema ab. Und das gefällt mir nicht, verstehst du? Aber damit wir einen sauberen und vernünftigen und respektvollen Dialog führen, möchte ich gerne bei diesem Thema bleiben und dir auch eine ganz normale Frage stellen. Keine provokative, keine abwertende, sondern eine ganz, ganz normale Frage. Ja? So, jetzt guck mal. Wie ich ja schon gerade gesagt habe, mir ist es egal, ob die Leute... Guck mal, ganz kurz bitte. Du kannst fragen, was du jetzt willst. Ne? Gehe ich auch drauf ein. Aber wenn jetzt die Frage, wenn ich auch keinen Bock habe zu antworten, ne? Ja, dann werde ich auch einfach rausgehen, weil ihr wollt mir auch nicht antworten. Also fühl dich frei. Ja, deswegen. Ich sag ja nur. Also absolut, gar kein Problem. Du kannst dich frei fühlen.
Aber ich bin überzeugt davon, dass du mir die Frage beantworten wirst, weil, wie gesagt, es ist keine provokante Frage. Und ja, auch aber die Frage war jetzt einfach nur wegen Kopftuch und Christen und wenn Maria und dies und die Frage war in der Zeit, durften, das war diese Zeit und... Einfach mal erzählen, hör doch auf damit. Guck mal, das, was du machst, ist doch jetzt nicht okay. Lass mich doch einfach meine Frage stellen. Guck mal, ich habe doch eingangs erwähnt, mir ist es egal, ob die Frauen Kopftuch tragen oder nicht. Alles super toll, können die alle machen, was die wollen, solange die mir ja nicht Schaden zufügen. So. Aber jetzt kommen wir eben halt zu dem Aber. Wenn jetzt, sage ich mal, Menschen ihre kleinen Töchter auch in ein Kopftuch reinzwängen und wir wissen ja, wofür dieses Kopftuch symbolisch steht, und zwar, dass eine Frau ja ihre Reize verdecken soll mit diesem Kopftuch. Ist das nicht ein bisschen anstößig von den Leuten, dass sie dann die komplette Männerwelt um sich herum unter Generalverdacht stellen, ja, indem sie ihren kleinen Töchtern das Kopftuch drüber setzen und damit signalisieren, wir möchten nicht, dass unsere Tochter mit ihren Reizen irgendwelche sexuellen Gelüste bei den Männern erweckt, ja? Und das finde ich doch ein bisschen anstößig. Oder findest du das in Ordnung? Müsste ich mich dann nicht beleidigt fühlen, dass ich unter Generalverdacht gestellt werde, dass ich ja sexuelle Gelüste gegenüber einer 5, 6, 7, 8 oder 9-Jährigen haben könnte? Bitteschön. Wenn du darauf antworten möchtest, kannst du das machen. Wenn nicht, dann ist auch okay. Isa, dein Mikro ist gestummt. Du musst dein Mikro haben. Also. Wenn ich ausreden kann, erstmal jetzt, und zwar die, wir Muslime zwingen unsere Mädchen nicht zum Kopftuch, okay? Ja. Zweitens, so wie die Dame vorhin gesagt hat, das war in eine gewisse Zeit und eine gewisse Epoche und alles drum und dran. Und diese Epoche, in dieser gewissen Zeit, wie Maria sich benommen hat, so benehmen wir, unsere Frauen benehmen sich genau so wie in der Zeit von Maria, verstehst du? Wir haben sie als Vorbild, nicht wie die Christen heute, die sagen, ach, was für Kopftuch, dies, das, obwohl, und die sagen immer Maria, Maria und weiß was ich. Das ist schon mal das Erste. Zweitens, wenn wir unsere Frauen schützen, ne, ob du jetzt unter, wer stellt dich unter Generalverdacht? Wer hat das getan? Keiner hat's getan. Aber wie wir wissen, es gibt schon sehr gute, oder es gibt schon viele Pädophile, ne, in diesem Land. Oder checkst du das gar nicht, ne? So. Also Isa, dann gebe ich dir mal einen guten Tipp. Guck dir mal bitte eine Dokumentation an, die heißt Die Augen des Teufels bei YouTube. Da geht ein polnischer Reporter, der da recherchiert in diesen Kreisen, was Menschenhandel und Kinderhandel angeht. Und er spricht mit Menschenhändlern. Weißt du, welche Gruppe von Leuten das ist, die hier in Deutschland Kinder verkaufen? Rate mal. Und weißt du, lass mich raten. Warte. Die haben kein Problem. Die Muslime, Problem, oder? Weil ihr Profil ein Kind geheiratet hat. Genau deswegen. Ja, das ist krass, ne? Dass wir unsere Kinder zwingen, sich zu verdecken wegen den Reizen und gleichzeitig, ne, verkaufen wir unsere Kinder an irgendwelchen Männern. Ihr verkauft andere Kinder. Ihr verkauft andere Kinder. Und was sind das dann für Kinder, die wir verkaufen? Jesidische zum Beispiel. Jesidische Kinder verkaufen wir. Beispiel, ja. Ja. Okay, hier in Deutschland verkaufen wir jesidische Kinder oder wie meint ihr das jetzt? Sind denn die in den anderen Ländern leben, keine Glaubensgebrüder? Ach so, okay. Warst du schon mal in den anderen Ländern? Weil ich war nicht da, also ich kann nicht darüber reden. Warst du schon mal in den anderen Ländern? Ist das gerade dein Ernst? Ehrlich jetzt? Meinst du das ernst? Ich frag dich doch gerade, ganz normal. Warst du in den anderen Ländern? Das ist doch gerade Haarspalterei, was du machst jetzt. Mal ehrlich, das ist doch Kinder. Nein, ihr redet einfach viel zu viel Unsinn, ihr hört und redet nur das, was ihr hört. Ihr redet nicht das, was ihr seht. Verstehst du? Das ist der Unterschied. Nein, warte mal. Du hast jetzt Sendepause. Also, kurz erklärt. Ich brauche nicht in diese andere Länder reisen. Ich sag dir auch, warum ich das nicht brauche. Du siehst ja, guck mal, wie viele Leute hier sind. 190 Leute. Und ich bin hier tagtäglich am Stream. Wir haben eine riesen Community aufgebaut hier. Wir haben ein riesen Netzwerk. Und zwar von Leuten aus aller Herren Ländern. Ja? Und wir haben hier tagtäglich Augenzeugenberichte aus dem Real Life. Nicht aus ARD, ZDF oder irgendwelchen Schmuddelzeitungen. Nein, das sind tagtägliche Augenzeugenberichte, die uns alle unabhängig voneinander von Ort und Zeit immer wieder dieselben Geschichten erzählen. Gehen wir mal davon aus, dass davon 50% gelogen ist. Was machen wir denn mit den anderen 50%? Sind die auch alle gelogen? Mach dich in Stumm und antworte. Super. So.
erstens, diese ganzen Recherche oder diese Augenzeugen, von denen du redest, erstmal muss man gucken, ob die auch klar im Kopf sind, ob die auch entweder gegen Islam sind. Gegen und tschüss. Darf ich noch sagen? Hallo, hallo. Das ist Guten Morgen. Und die lasse ich hier in dem Stream nicht zu. Darf ich kurz reden? Dass die ganzen Leute, die gelebt haben, geblendet sind und nicht mehr richtig im Kopf sind, das lasse ich hier nicht zu. Das lasse ich hier nicht zu. Ja, darf ich kurz reden? Hallo, bitte. Chris? Eine Sekunde, bitte. Mal. Eine Sekunde, Isa. Warte kurz. Ja, Nukus. Eine Sekunde, bitte. Nukus, Chef. Ich wollte eigentlich nur kurz hochkommen, um was zu sagen. Ich bin auch direkt wieder weg, Leute. Nein, eine Sekunde bitte. Guck mal, jetzt haben wir gerade 185 Leute hier unten. Fallt nicht auf solche Heuchlereien wie diesen Isa in Ordnung. Ich habe langsam die Schnauze voll, dass solche Lügner überall rumlaufen und überall die Tatsachen verdrehen. Das ist nicht irgendeine jüdische Seite, das ist Save the Children, okay? Hier steht tödliche Praxis, täglich sterben 60 Mädchen an den Folgen von Frühverheiratung, okay? Das hier sieht nicht aus wie Helga oder Elfriede, das ist Aisha oder Fatma, in Ordnung. Hier steht, dass es 2000 im Jahr sind, das ist nur die öffentliche Zahl, okay, Dunkelziffer 1000-mal höher. Frühverheiratung ist einer der schlimmsten und tödlichsten Formen sexueller und geschlechtsspezifischer Gewalt gegen Mädchen. Jedes Jahr werden Millionen Mädchen in Ehen gezwungen, oftmals mit viel älteren Männern. Sie dürfen nicht länger Kinder sein, müssen die Schule verlassen und sogar ihr Leben ist in Gefahr, denn Komplikationen bei einer Geburt sind die häufigste Todesursache bei Mädchen im Teenageralter, einfach weil ihr Becken noch nicht ausgereift ist, um ein Kind auf die Welt zu bringen. In Ordnung. Hört auf, hier so dreckig rumzuheuchen, okay? Wenn ihr in Deutschland lebt und ein anderes Land supportet, dann geht in das Land, wo ihr supportet, okay? Entweder du supportest das Land, in dem du lebst, oder du gehst in das Land, wo du supportest. Amen. Ende. Gut, dann bin ich jetzt mal dran kurz. Ich habe nämlich nicht lange Zeit. Hallo Freunde erstmal. Ich wollte was sagen zu dem Thema Kopftuch. Und es ist immer wieder erstaunlich, wie Muslime, wenn es um das Kopftuch geht, auf dumm schalten und uns weiß machen wollen, sie wüssten nicht, zu was dieses Kopftuch dient. Es ist einfach mal so, grundsätzlich ist der Islam nicht gekommen, um mit anderen Religionsformen zusammenzuleben, sondern der Islam kommt, um zu herrschen. Und das Kopftuch ist eine Form, diese Herrschaft mit zu erringen. Es ist nämlich praktisch sozusagen die Fahne des Islams. Muslime erkennen anhand des Kopftuches der Frau oder der Frauen in einer Gesellschaft den Grad der Islamisierung dieser Gesellschaft. Wenn man also jetzt praktisch durch Frankfurt geht und sieht in Frankfurt nur noch Kopftücher rumlaufen, dann weiß man, man ist in einer muslimischen Stadt. Und je höher dieser Anteil dieser kopftuchtragenden Frauen ist, desto mehr agitieren Muslime in dieser Stadt für ihre islamischen Rechte. Das ist der Grund, warum die ein Kopftuch tragen. Und natürlich auch, um zu zeigen, oh, ich bin eine gute Muslime und alle anderen Frauen sind weniger wert als ich, um sich zu bedecken. Ganz genau. Ne, das ist praktisch ein Spaltkeil, den sie reintreiben in die Gesellschaft. Und die Gesellschaft aufteilen, insbesondere Frauen aufteilen, in wertig und in minderwertig. Das ist richtig. Der wahre Grund, warum die Kopftuch tragen. Und das ist auch der Grund, warum die auf dumm schalten und immer wieder Maria ins Gespräch bringen. Ja. TikTok. Ja, wie war das bei Mohammed? Was hat er mit den Sklavinnen gemacht? Wir haben neue Gäste. Sparta, bitteschön, Bruder. Gut, ich bin dann auch wieder weg, Leute. Ich muss noch einkaufen gehen. Schönen Tag noch. Und drücke euch Daumen, dass der Stream nicht gesperrt wird. Gottes Segen. Gottes Segen zusammen. Danke, dass ich was sagen kann, Chris. Ja, Gottes Willen. Immer wieder. Sparta. Danke. Liebe Leute, wir haben hier natürlich eine Aussage gehört, die wo er getätigt hat. Das Kopftuch benutzt wir, um unsere Mädchen zu schützen in diesem Sinne. Aber das wird natürlich schnell wieder verworfen, indem wir uns mit Sure 65 Vers 4 befassen. Dort ist es nämlich erlaubt, diese kleinen Mädchen zu heiraten und auch mit ihnen laut Sure 33 Vers 49 Geschlechtsverkehr zu haben. Ja, das müssen wir immer im Hinterkopf behalten. Also ist dieser Schutz, den sie da haben, nichts wert.
Und das Kopftuch schützt nicht davon, dass diese kleinen Mädchen in verschiedenen Ländern zwangsverheiratet werden. Und auch, so wie der Bruder Sheikh gezeigt hat, daran sterben an diesen Folgen. Richtig. Darf ich was sagen? Warte bitte, Jigar, wir haben neue Gäste, bitte. Okay. Ja, bitteschön. Gottes Segen allerseits. Anni, warte bitte eine Sekunde, der Xea, Gottes Segen dir auch, der Xea war zuerst dran, lass ihn mal bitte kurz eben sprechen. Ja, ja, gerne. Xea, bitteschön. Na, Shalom erstmal an alle, ne? Und ja, ich bin Gott sei Dank kein Modi, kein Modem. Und Amis Reichai auf jeden Fall, ich krieg keine Ansagen oder Todesdrohungen von Deutschen oder von Christen oder ne, von Andersgläubigen, nur von Modems. Richtig, am Israel-Hai. Am Israel-Hai. Und das ist einfach mal Fakt, dass die Modems, soweit man sie, Dings, wie heißt das, diese Wort, soweit man sie kritisiert, werden sie gleich anders. Ja, aber man triggert sie ja mit allem. Du brauchst ja nur eine Israel-Flagge oder wie ich ein Israel-Bild im Hintergrund habe, der Flagge. Das ist ja schon Grund für die, dass sie ausflippen. Man triggert sie ja mit allem. Wenn du ihnen die Fakten nennst, ist es getriggert und Hetze. Wenn du eine Israel-Flagge, dann bist du gleich ein Kindermörder, wo die Hamas die Kindermörder sind. Es ist immer die Opfer, immer die Opfer. Aber das wissen wir ja, Sina. Hanni, bitteschön. Jetzt wird's interessant, Leute. Gottes Segen habe ich mal gesagt an allen meinen christlichen Brüdern und Schwestern und sagen wir mal Salam an die muslimischen Brüdern und Schwestern. Ich habe mal da eine Frage an euch allen Muslimen da unten in den Kommentaren. Und zwar geht das um, ihr sagt, es ist erstens zum Kinderschutz. Zweitens sagt ihr, wir verhüllen und zwar wir die Heilige Maria respektieren. Erstens respektiert ihr die Heilige Maria nicht. Ihr sagt, dass sie eine keine gute war und rum F hat, TikTok-sportlich. Ja, eins. Genau. Zwei, na, eure Kinder, also ich habe Kinder, die in der Grundschule gegangen sind, vierte Klasse fertig, in die fünfte Klasse kamen, die auf einmal waren die Freunde meiner Tochter mit Kopftuch. Und wo ich das gesehen habe, war ich so fassungslos. Ich habe sie angeguckt und dachte mir, um Gottes Willen, sie sah unglücklich aus, das Kind. Sie sah so traurig aus, dass es mir echt das Herz gebrochen hat. Es war nicht ihre Entscheidung. Es ist die Eltern, die den Kindern immer anzwingen, nein, wir sind hier, das ist nicht unser Land, sondern wir müssen uns nicht hier integrieren, wir bleiben, wer wir sind Muslime, du musst Kopftuch tragen. Na, mit allem Respekt, zwingt ihr eure Töchter das zu machen, normal werden die dann deren eigenen Weg aussuchen und wie ihr sagt, nicht gute. Eins, ich habe gestern meine Mutter gefragt, Mama, meine Mutter ist Muslimin. Sie ist strikte Muslimin, aber ich bin keine Muslimin. So, ne? Ich sag mal, ich bin Christin und ich liebe Jesus Christus und ich habe die Orthodoxie angenommen. So, aber meine Frage war hier, meine Mutter sagt, damals, wo ihr sagt, in den alten Urzeiten und so, ich habe ihr gesagt, Mama, kannst du bitte Surat al-Nisa und Surat al-Talaq lesen? Sie meinte, habe ich. Ich meinte, Mama, du liest jeden Tag den Koran. Ich verstehe nicht, wieso du eigentlich die Wörter da nicht verstehst. Sie meinte, was war es denn? Ich sage, wie meinte das? So, Gott, ihr sagt, Allah subhanahu wa ta'ala. So, wenn Allah subhanahu wa ta'ala für Kinderrechte steht, ne, und gegen Misshandlungen von Kindern, wieso hat dann der Prophet eine Sechsjährige geheiratet? So, das war meine Frage an meine Mama. Mama hat mich angeguckt und meinte, das war ein altes Zeitraum, wo die dummen Menschen waren und Fehler gemacht haben. Meine Frage war daraufhin, aber er war ein Prophet. Wie kann er denn so einen Fehler machen? Er war 52 Jahre alt. Er ging in das Haus von Aisha, hat sie im Garten spielen gesehen und hat Auge auf sie gemacht und meinte, ich will sie. Hallo? Checkt da jemand was? 52. Sie war 6. Das ist eine Sache, ne? Und die zweite Sache ist, so, wenn ihr sagt, dass es ein alter Zeitraum seid, wieso folgt ihr das noch immer? Wieso bleibt ihr in Steinzeit hängen und entwickelt euch nicht vorwärts? Sahih al-Bukhari, eure heiligen Bücher, steht drinne, sehr, sehr, like wenn ihr jetzt guckt, und Sahih al-Bukhari, Seite 344, 8,
da steht das genau direkt, dass Jesus Christus kommen wird. Aber ihr Muslime wollt es nicht anerkennen, wollt es nicht akzeptieren. Bitte. Lass mal den Lisa drauf eingehen. Lisa, bitteschön. Aber ey, guck mal, ich sag dir schon von vornherein, wenn du hier wieder Opfer durch die Blume beleidigst, kicke ich dich sofort wieder runter. Das lasse ich. Ich hab doch vorhin keinen beleidigt. Hast du gemacht. Aber was hab ich denn gesagt? Was war denn die Beleidigung? Du hast gesagt, dass diese Leute, diese angeblichen Augenzeugen, ja, ein bisschen da oben, naja, TikTok-sportlich, du weißt, was ich meine. Nee, ich habe gesagt, diese Leute, hast du recherchiert, ob die vielleicht nicht islamfeindlich sind oder weiß was ich? Ja. Das habe ich gesagt, ich habe keinen beleidigt. Ja, okay. Ist okay. Islamfeindlich eine Beleidigung? Ja, ist okay. Ich weiß, dass du was anderes gesagt hast, aber mir ist das gerade ein bisschen zu Dings, darüber zu diskutieren. Ja. Hanin, und zwar, Isa steht im Bukhari, dass Isa kommt. Das wissen wir und das verleugnen wir auch nicht. Zweiter Punkt. Bist du Christin oder glaubst du an gar nichts? Bleib beim Thema. Ich habe das schon gesagt am Anfang, das musstest du eigentlich mitgekriegt haben. Habe ich nicht mitgekriegt. Bist du Christin? Nein, ich komme aus einer muslimischen Familie und habe das Christentum angenommen und den Islam. Okay, du hast das Christen. Okay, super. Gut. Erstens. Das ist mein Fall als Mensch. Ja, okay. Wundert mich, dass du vom islamischen Haus rausgegangen bist und heute noch nicht tot bist. Verstehe ich nicht. Wieso tot? Ja, siehst du, das ist genau, was ich meine. Wieso tot? Ja. Wieso tot? Genau, weil das sind die Vorurteile, die sie ihr uns gibt. Da kommt dein wahres Gesicht raus. Hanni, alles gut. Hanni, ich meine, ist eine Schande für euch Muslime. Ein Mädchen schon von klein auf, wo euer Prophet Mohammed hat sie misshandelt. Ein Mädchen war immer eine Schande für euch Muslime. Entweder habt ihr sie begraben, entweder habt ihr sie ermordet, entweder habt ihr sie gezwungen. Das sind eure Regeln. Das ist der Grund, wieso ich Islam verlassen habe. Ja. Okay. Kann ihr jemand von euch das wieder erklären, was ich gerade gesagt habe? Ich erkläre das ganz kurz. Alles gut. Darf ich nur kurz, Chris? Ja, bitte, Spatz. Wir haben natürlich, der Isa hat diesen Spruch getätigt, weil er natürlich in Deutschland lebt. Und das kann ich hier nicht ausführen. Aber rein nach islamischem Gesetz, in einer Scharia, würde dieses Gesetz natürlich einspringen, wenn man abtrünnig wird, dass man dann getötet wird. Richtig. Okay. Aber Gott sei Dank das bin ich im Islam. Islamischen. Ganz klar. Also du denkst, wenn du jetzt in ein islamisches Land wärst, hätten deine Eltern oder deine Familie dich umgebracht? Nein, meine Familie hätte das Recht. Nein, nicht du. Nicht du. Ich frage gerade Hanni. Nein, du musst nicht Hanni fragen. Reden mit mir, alles gut. Ich rede mit Hanni. Ich wollte nur mit Hanni reden. Sie hat gerade geredet. Nino. Kein Problem. Isa. Jetzt kommt der Ungläubige wieder. Ja, bitte. Isa, guck dir mein Profilbild an. Wer ist denn das? Wer ist das? Keine Ahnung. Du kommst aus Ägypten und du kennst ihn nicht? Nein, ich kenne ihn nicht. Wer ist das? Sherif Jaber. Nur weil er Ex-Muslim ist, er wurde verfolgt. Jetzt, er muss da runtertauchen, er muss in ein anderes Land gehen, weil die ganze Land hinter ihm her ist. Okay, und okay. Schreib mal einfach Sherif Jaber und das ist aus deinem Land. Okay, schreib mal einfach Sherif Jaber. Ganz kurz bitte. Und der ist eigentlich Ex-Muslim. Ganz kurz bitte. Er ist Ex-Muslim und er ist untergetaucht in Ägypten und versucht gerade rauszukommen aus Ägypten, weil er Ex-Muslim ist. Richtig? Weil er um sein Leben fürchtet. Richtig? Ja. Okay, lebt er noch? Also ist er noch in Ägypten? Weiß ich nicht. Nur kurz, ich gehe darauf ein. Hast du doch gerade gesagt. Schon. Er will probieren. Ja, der lebt noch. Also der ist untergetaucht. Weiß keiner, wo der ist. Wo ist er denn untergetaucht? Also, Leute, ihr könnt es selber lesen. Also ist er nicht in ein islamisches Land, deswegen ist er untergetaucht. Wäre er nicht in ein islamisches Land, wäre er jetzt nicht mehr untergetaucht, Isa, warte mal bitte ganz kurz. Du lügst dir die ganze Zeit wieder die Leute an. Eine Sekunde. Hier haben wir... Erste muslimische kanonische Quelle Sunan an-Nasai 4062, da steht drin, der Gesandte Allahs, okay, sagte, wer auch immer seine Religion ändert, tötet ihn. Das steht nicht nur dort drin, das steht in Sunan an-Nasai 4059, 4060, 4061, 4063, 4064, 4065, in Mishkat al-Masabi
3976353. Du brauchst nicht so viel, du brauchst jetzt nicht alles zu lesen. 69, du Heuchler. Ja, ganz kurz, du Heuchler, geh runter. Ganz kurz. Da steht in Mishkat al-Masabi 3976353. Sahih al-Bukhari, das wichtigste Buch nach dem Koran für die Sunniten. 6922. Jamia Tirmidhi 1458. Sunan Abu Dawud 4351. Sunan an-Nasai 5405. Ich habe keinen Bock mehr gehabt, weiter aufzuzählen. Es geht weiter. Ihr findet diese Quelle in den islamischen kanonischen Quellen. Isa, sei leise, wenn ich rede. Ihr findet diese Aussage, wenn ihr in den islamischen... Ich rede damit mit Respekt, oder nicht? Zieh dich runter, nicht einreden, Kindo. Wenn jemand etwas sagt, das wäre mal Respekt. Warum kickst du? Weil du ganze dazwischen quatschst und deine eigenen Quellen nicht respektierst. Du Heuchler. Also, diese Aussage, dass wenn man seine Religion verlässt, dass man getötet werden muss, findet man in islamischen Quellen über 100 Mal mindestens. 27 direkte Tötungsbefehle im Koran, 109 Verse, die das Töten rechtfertigen, relativieren. Ihr findet Verse im Koran, die sagen, nicht ihr habt sie getötet, sondern Allah hat sie durch eure Hand getötet. Da wird sogar dem tötenden Muslim das schlechte Gewissen genommen. Jetzt sollen hier nicht die Leute hochkommen und rumlügen, nur weil sie ihre eigene Ideologie und ihre eigene Religion nicht kennen, weil das ist das, was ich am allermeisten hasse an Muslimen mittlerweile. Ich bin Muslim gewesen 36 Jahre lang. Ich bin in einer Moschee aufgewachsen. Ich habe in einer Moschee geschlafen, bin aufgewacht. Erzählt mir nichts vom Islam, wenn ihr nicht den Islam 1% kennt. Und wenn ihr dann hier hochkommt und rumlügt, dann geht in eine Moschee, am besten in eine Sonntagsschule und lernt das, was ich gelernt habe mit 3 Jahren noch einmal. In Ordnung? Aber hört auf, hier deutsche Gesellschaft in den Rücken zu fallen, indem ihr die ganze Zeit Lügen verbreitet, okay? Ihr lügt die Leute von morgens bis abends an. Ihr sagt nicht einmal die Wahrheit. Ihr lügt, sobald es um den Islam geht. Wenn ihr den Islam lernen wollt, lernt ihn nicht von Muslime, weil sobald es um Religion geht, lügen sie wie die Dämonen. Okay, Isa, bist du jetzt fertig? Kann ich jetzt antworten? Oder soll ich nicht drauf antworten? Wenn du wieder anfängst zu lügen, kick ich dich runter. Meinst du, wenn ich anfange zu lügen, oder meinst du, wenn ich dir eine Antwort gebe, lügen, die dir nicht passt? Runter. Wie kannst du entscheiden, ob ich lüge oder nicht? Lass mich doch ausreden und die Leute entscheiden, ob gleich ich lüge oder nicht. Gleich runter, ciao. Guck mal, Bruder, Chris, mit solchen Leuten gar keine Nachsicht haben. Ich habe gerade seine Quellen präsentiert. Über 20 Stück, die besagen, dass man getötet werden muss, wenn man seine Religion verlässt. Und der Typ kommt hoch und sagt, lass mich ausreden. Und dann können ja die Leute entscheiden. Junge, dein Glaube entscheidet für dich. Nicht du. Allah ist kein Flaschengeist, an der du reibst. Und dann kommt er raus und erfüllt deine Wünsche. Wenn du ein Christ sein willst, nimmst du dir die Bibel, liest sie durch. Und wenn du ein frommer Christ sein willst, hältst du dich an die Gesetze der Bibel. Wenn du ein Jude sein willst, nimmst du die Tora, liest sie durch, hältst dich an die Tora. Somit bist du ein frommer Jude. Wenn du ein Muslim sein willst, nimmst du den Koran und hältst dich an die Gesetze des Koran, wenn du ein frommer Muslim sein willst. Okay? Allah hat sich nicht nach dir zu richten. Du hast dich nach Allah zu richten, du Heuchler. Sehr stark. Kann ich darum bitten, Chris, dass du Sheikh noch einmal groß machst? Sheikh, kannst du bitte noch einmal die Quellen zeigen? Ich würde gerne einen Screenshot machen. Ich habe nicht alle. Genau. Bitte. Genau, und die Leute hier unten, ja, macht euch auch einen Screenshot und dann prüft das nach. Das könnt ihr ganz leicht nachgoogeln, ja. Für die, die keine können, ihr könnt dann den Text kopieren in der Quelle und dann bei Google Übersetzer eingeben und euch das übersetzen lassen. Und jetzt noch mal kurz erwähnt, wie der Junge sich hier in den eigenen Fuß schießt. Der Doktor zeigt hier, keine Ahnung, zig Quellen auf und er will es immer noch erklären, damit die Leute selber entscheiden können. Wie kann man sich denn so in den eigenen Fuß schießen, Leute? Wie kann man sich so in den eigenen Fuß schießen, ehrlich? Hanni, bitte. Chris? Jo. Chris? Hallo, jo. Ich will vor die Schwester antworten. Isa, du hast sie gefragt, du bist ja konvertiert und hast du deine Religion getauscht? Und warum lebst du noch? Sie lebt noch, weil sie hier in Deutschland lebt. Okay? Das ist meine Antwort zu dir.
Also ich finde das eigentlich unverschämt, dass er sowas sagt. Ich verstehe nicht, dass du tot bist. Also das ist echt unverschämt von ihm zu sagen. Ja, das war sarkastisch gemeint. Das war von ihm sarkastisch. Ich weiß, weil die das so machen in Islam, das weiß ich. Aber also wenn man mit einem vernünftigen Muslime redet, sage ich mal. Wenn man mit einer, sage ich mal, meine Mama, sie ist vernünftig, sie ist Muslime, ich bin keine Muslime mehr. Sie respektiert das, es ist meine Entscheidung, aber sie sagt immer wieder zu mir, Allah wird dir das nicht verzeihen. Wenn Allah mir das nicht verzeiht, dann das ist deren Sache, das ist meine Sache. Ich glaube an meinen Herr und ich weiß, dass er mich liebt und mir verzeihen wird. Das ist eins. Zwei, lieber Isa, da du da bist, du hast verleugnet, dass in Islam Mädchen verhandelt werden, Kinderhandel ist, ne? Meistens bei den Mädchen. Bei den Schia ist es jetzt sogar in Irak, dass die eine Fatwa, ich weiß nicht, was die Leute wissen, was Fatwa heißt. Fatwa ist in islamischen Gesetz ein Gesetz, das rausgekommen ist. Eine neue Fatwa rausgekommen ist, dass kleine Jungs sogar misshandelt werden können. TikTok sportlich. Ne? Das ist jetzt in Irak, könnt ihr gerne nachgucken und checken. Das machen jetzt die Schia, so wie die Mut'a gebracht haben. Verleugnest du, dass Kinderhandel in Islam ist? Ja. Sorry, ich weiß nicht, was ich dir da sagen soll. Also was kannst ich du nichts, kann ich noch, weil du hast, ich habe dich was gefragt und du hast es komplett, dein Kopf hat, dein Gehirn hat das komplett falsch interpretiert. Ich habe gefragt, wenn du vom Islam rausgegangen Doktor. Das warst du das oder war das Scheich? Das war Doktor. Dem Doktor Scheich ist Dr. das. Dr. Scheich, hey Dr. Scheich. Also apropos Kinderhandel und so. In Irak, die armen Jesiden, sage ich mal so. Ich habe Freunde, Jesiden. Meine Nachbarn sind Jesiden von meinem Land, Iraker. Aber halt, ich bin Christ, die sind Jesiden. Und ich respektiere die sehr. Und so. Mit jesidischen Kindern, das sind viele Bücher. Das sind viele Fakten, wo man das... Bitte? Das sind viele Fakten, die man das rauskriegen kann und finden kann. Kleine Mädchen, kommt drauf an, wenn das Mädchen, sage ich mal, hellhäutig ist, helle Augen, Scheichs, islamische große Scheichs, like Opa-Alter, sitzen da und handeln. Der eine sagt, ich will eine mit grünen Augen, der andere sagt, ich will eine mit, und wenn es eine ist, die hässlich ist oder alt ist oder nicht zum, sage ich, sexuellen Vergnügen nutzt, TikTok-sportlich, ne? Dann machen die sie als Sklaven oder Köchin oder Putzfrau. Das macht ihr mit Jesiden in Irak. Schämt euch, ihr Muslime, ehrlich. Es ist nicht halal, was ihr macht, wenn ihr sagt halal haram. Sowas gibt's nicht. Das ist Menschenmisshandlung. Aber sie reden davon, sie verschleiern ihre Kinder, weil sie ihre Kinder schützen wollen. Weißt du? Das ist diese Heuchlerei ohne Ende. Wirklich. Nee, das ist echt traurig, was die deine Kamera ist an. Ich weiß nicht, ich würde gerne einen Clip zeigen. Ach so, okay. Nordwesten Afghanistans werden kleine Mädchen an Männer verkauft und zwangsverheiratet. Für ihre Familien ist das der einzige Weg. Sparta, mach dein Video aus. Nicht, dass du gesperrt wirst. Wenn wir nichts zu essen haben. Ja, bitte mach. Das wird dich sperren lassen. Ja, ich habe noch 4 Accounts, alles gut. Verkauft, die beschädigt werden können. Abdul Ghani wurde das Geschäft gekündigt, weil seine Tochter sich das Bein gebrochen hat. Sie war schon verkauft und dann hat sie sich verletzt. Jetzt gibt er mir nichts mehr und ich habe 100.000 Afghani Schulden zu zahlen. Nur so nebenbei, dass das Kopftuch die kleinen Mädchen schützt. Afghanistan, in Afghanistan ist die Shahira zu 80% Gesetz. Ja? Nur so zur Info. Und dass hier kleine Mädchen nicht verkauft werden in islamischen Ländern, das ist absoluter Schwachsinn, was hier rausgehauen wird. Und das ist sehr, sehr einer der größten Lügen, die hier verbreitet werden. Ja. So, wir haben einen neuen Gast. Warte mal, wer war denn jetzt zuerst da? Ich glaube, die Melli war zuerst da. Melli, hi. Hi, ich hätte eigentlich eine Frage an Dr. Scheik, aber der ist runter. Ja. Ich habe jetzt mal eine Frage, es interessiert mich. Die Suren, kamen die vor den Ereignissen oder nachdem irgendwas passiert ist? Nachdem. Ja, werden die da nicht wach, dass es eigentlich von ihm ausgekommen ist, dass Allah gar nichts gesagt hat, dass er sich das ausgedacht hat dann? Die Aisha hat ihn doch entlarvt. Die Aisha war die Einzige, die ihn entlarvt hat. Das ist sogar überliefert. Dr. Scheik schreibt vor.
Aber ich hätte jetzt gedacht, dass immer ein Ereignis passieren muss, so dass ein Vers herabgesandt wurde. Das habe ich. Vielleicht kann es besser erklären. Aber ich habe das immer so angesehen. Ich auch, deswegen frage ich. Mhm. Ja. Aber der Chris hat recht, Aisha hat ihn entlarvt, denn sie hat gesagt, immer wenn du ein Bedürfnis hast, schickt Allah gleich einen Vers runter für dich. Genau. So, ich will eigentlich unten bleiben, ich will gar nicht eigentlich hier oben reden, weil ich will Platz machen, dass ein Muslime hochkommt und redet ohne zu lügen. Isa, guck mal, du brauchst da unten. Soll ich runtergehen? Ich gehe gleich sowieso wieder runter. Isa, wenn du ein Mann geworden bist, ihr redet ja immer vom Männlichen und sei ein Mann und was weiß ich was. Wenn du endlich mal ein Mann geworden bist, der reden kann, ohne zu lügen, dann geh hoch und rede, damit habe ich kein Problem. Aber ich habe ein Problem mit Leuten, die wo sich Männer bezeichnen und lügen, als ob sich kleine Kinder belügen würden. Also, was war jetzt die Frage, ob eine Sura vor oder danach kommt. Ja, wenn irgendwas passiert ist mit bei Mohammed, was eigentlich im nicht so Fall, im Mohammed legitim Fall ist eigentlich ist, gekommen, ne? Es ist alles gekommen, um es zu rechtfertigen. Alles gekommen, um es zu rechtfertigen. Entweder kam es davor, damit er sich etwas nehmen kann, oder es kam danach, damit er sich etwas nehmen kann. Es gab verschiedene natürlich. In den meisten Fällen war es aber davor. Wenn man jetzt zum Beispiel seinen Sohn nimmt, es gibt ja keine im Islam gibt es keine Adoption mehr wegen Mohammed, weil er hat ja einen Jungen adoptiert und dann hat er gesagt, das ist ab jetzt mein Sohn. Den kennt jeder vielleicht, dieses Said. Den hat er mit seiner eigenen Cousine verheiraten lassen, mit Zainab. Die Zainab lief die ganze Tag im Niqab rum, also man konnte nichts von ihr sehen, außer die Augen. Und eines Tages ist Mohammed zu ihm nach Hause gegangen, hat seinen Sohn Said gesucht. Said war nicht da. Und die haben keine Tür gehabt, da war nur ein Tuch vor der Tür. Dann kam ein Windstoß und es ist auf die Seite geweht. Und er hat einen Blick auf sie werfen können und hat erst dort zum ersten Mal ihren Körper sehen können. Und dann hat er gesehen, was für einen schönen Körper sie doch hatte. Und er hat extra gesagt, in der Lautstärke, dass sie es hören kann, hat er extra gesagt, ich kenne es leider nur auf Englisch, weil die versuchen das zu verheimlichen, ins jede Sprache zu übersetzen, vieles ins Englische leider, deswegen lese ich meist im Englischen, steht dann, oh, Allah has made my heart flipping for you. So quasi auf Deutsch, krass. Gesegnet sei Allah, der mein Herz hat für dich ausflippen lassen. In einer Lautstärke, dass sie das auch hören konnte. Danach ist Said nach Hause gekommen, Mohammed war wieder weg und Zainab hat das dann Said erzählt. Daraufhin war Said unzufrieden. Er wollte sich daraufhin trennen, weil es gibt die Sure im Koran, wenn der Prophet eine Frau haben möchte, ihr müsst euch sofort von eurer Frau trennen. Der Prophet darf sie nehmen. Und deswegen ist er dann gegangen, hat gesagt, ich möchte meine Frau nicht mehr haben. Mohammed fragt, warum möchtest du deine Frau nicht mehr haben? Er sagt, ich bin unzufrieden mit ihr. Mohammed sagt, geh, behalte deine Frau und fürchte Allah. Und was passiert danach? Es kommt klack, wie wieder, wenn du eine Wunderlampe reibst. Eine Sure von Allah. Dann steht da drinnen, wieso hast du das in dein Herz versteckt, wenn Allah doch derjenige ist, den du fürchten solltest und Allah doch derjenige ist, der alles, was im Verborgenen ist, an die Öffentlichkeit bringt. Deswegen sollst du sie zur Frau nehmen und für die Gläubigen sollte darin kein Anstoß, ich zitiere gerade alles, auswendig aus dem Kopf. Deswegen sollte für die Gläubigen kein Anstoß daran sein, wenn sie die Kinder ihrer angenommenen Söhne zur Frau nehmen. Ihrer angenommenen Söhne, das heißt Adoption. Ab diesem Zeitpunkt gab es keine Adoption mehr im Islam. Davor war es eine ehrenvolle Tat, ein Kind zu adoptieren. Und ich glaube, viele hier drinnen würden auch sagen, ein Kind zu adoptieren und das großzuziehen und wenn es nicht dein eigenes ist, ist schon etwas schwieriger, als wenn es dein eigenes wäre. Deswegen war es so eine respektvolle Tat, ein Kind großzuziehen, was nicht sein eigenes war. Und das war auch der Grund, warum Mohammed Said ursprünglich adoptiert hatte. Er ist auf den Marktplatz gegangen, ganz stolz gesagt, das ist Said ibn Mohammed, ab heute der Sohn von Mohammed. Ganz stolz hat er verkündet am Markt, bis er gesehen hat, wie geil seine Cousine, es war auch noch seine Cousine.
bis er gesehen hat, wie geil seine Cousine natürlich ist. Dann kam die Sure. Und was haben die Leute der Quraysh-Stadt gemacht? Die haben gesagt, guck mal Mohammed an. Die Leute haben sich das Maul zerrissen über Mohammed. Die haben gelästert. Deswegen heißt auch die Sure so, wie sie heißt. Da steht, damit kein Anstoß für die Gläubigen ist, wie ich es gerade zitiert habe. Die haben sich das Maul über Mohammed zerrissen. Ich guck mal den an. Der heiratet die Frau von seinem eigenen angenommenen Sohn und so. Die haben alle gelästert. Deswegen steht auch im Koran die Sure so, wie ich sie gerade zitiert habe. Damit kein Anstoß für die Gläubigen ist. Deswegen steht es dort so drin. Was das für eine ekelerregende Sache. Ja, was für eine ekelhafte Sache. Das ist Wahnsinn. Das ist Wahnsinn. Ekelerregend. Einfach nur ekelerregend. Deswegen gibt es keine Adoption im Islam. Etwas, was so eine ehrenvolle Tat ist, gibt es nicht mehr im Islam. Er hat seinen eigenen Sohn, die Frau, weggenommen. Und daraufhin hat er Said sogar in einen Krieg geschickt, wo er genau wusste, den würden sie verlieren. Und so hat er sich Said entledigt, damit er ihm nicht mehr ins Gesicht gucken muss. Er hat genau gewusst, in den Krieg wird er sterben, hat ihn dorthin geschickt, Said ist dort gestorben. Damit er ihm nicht mehr in sein Gesicht gucken muss, damit er sich nicht mehr vor seinem eigenen Sohn schämen muss. Chris, deine Freundin ist wieder da, die Medina. Ja. Ich wollte schon Vermisstenanzeige aufgeben. Schöne Geschichte. Und ist das wie Ding? Romeo und Julia? Julia? Das ist purer Wein. Ne? Romeo und Julia, oder? Das ist purer Wahnsinn, ist das. Purer Wahnsinn. Und dann gibt es islamische Sheikhs, die im Fernsehen da sitzen und ohne Witz, das passiert wirklich, ich meine es ernst. Die vergleichen die Heirat zwischen Mohammed und Aisha. Zwischen Mohammed, einem 54-jährigen Mann und einem 6-jähriges Mädchen. Übrigens nur nach muslimischer Zeitrechnung, weil die haben muslimische Zeitrechnung. Wir haben einen gregorianischen Kalender. Nach unserem Kalender war Aisha sogar 5. Und beim Sex war Aisha sogar 8. Nach unserem Kalender, nach gregorianischem Kalender, war sie sogar ein Jahr jünger. Sie sitzen dann unverschämt im Fernsehen und behaupten dann, das zwischen Mohammed und Aisha war so wie Romeo und Julia. Fragt euch mal, welche Popularität Romeo und Julia gehabt hätte, wenn Romeo 54 gewesen wäre und Julia 6. Ja, dann, ja. Stellt euch mal vor, wie populär dieser Film heute wäre. Richtig, der wäre auf dem Index. Ja. Der wäre auf dem Index. Also, gestern hat auch jemand geschrieben, ich weiß gar nicht, wer das hier war im Stream, hat auch jemand gestern geschrieben, dass Aisha und Mohammed, die hätten sich geliebt. Es wäre eine Liebeshochzeit gewesen. Hm? Na klar. Chris? Ja, mein lieber Chris, da ist einer, der heißt Emir28, der lässt dich sexuell TikTok-sportlich. Habe ich gesperrt, Hanni, Ich habe den direkt gesperrt. Nein. Danke dir, mein Schatz. Ich habe den direkt gesperrt. So, die Melina, bitteschön, Melina. Hey, Gottes Segen euch allen zusammen. Hallo. Also ich wollte nur sagen, jetzt sind ja wieder viele runtergegangen. Dieser Isa oder diese, sagen wir mal, Muslime, die hier in Deutschland im sicheren Westen leben, die sind absolut nicht repräsentativ für den Islam. Absolut nicht. Die reden sich alle schön, also gar nicht drauf hören. Sie leugnen alles, sie verschönern alles, sie verschleiern und Sonstiges. Wenn man sieht, wie viel Ex-Muslime vorhin oben waren, Dr. Sheikh, dann auch unsere Schwester Hani Al ist oben, dann Dino ist Ex-Muslim. Es sind so viele Ex-Muslime hier oben gewesen, ja, und dann kommen die immer noch und versuchen das zu verteidigen und ihr hättet ja den Islam nicht verstanden. Ich sag mal, gerade Ex-Muslime, die den Islam verstanden haben und die mental gesund im Kopf sind, die werden keine Muslime mehr bleiben. Das geht nicht. Schon allein, wer sich die Sure 65,4 durchliest, das sage ich immer wieder und betone es und werde auch dabei bleiben, der kann kein Muslim mehr bleiben, wenn man Kinderheirat legitimiert. Das geht nicht. Versteht ihr? Das geht nicht. Wobei diese Sure, Leute, nochmal an die 180, die neu dazugekommen ist. Also ich wiederhole es immer wieder. Diese Sure 65,4, ja, die ist so eindeutig, die lässt überhaupt keinen Spielraum für Interpretationen.
Und da braucht man noch nicht einmal eine Überlieferung dazu, um sie zu verstehen. So eindeutig ist die Sure, so eindeutig. Ich habe mir erlaubt, diese Sure einigen neutralen Menschen mal vorzutragen, ja, einigen Ungläubigen. Und die, wie aus der Pistole geschossen, wussten die sofort, worum es ging, als es dann an den Punkt kam, die noch keine Menstruation haben. Die wussten sofort Bescheid, um welche Gruppe es hier bei sich handelt, ja. Und deswegen finde ich das immer wieder amüsant, wenn die dann anfangen, wie eine Schlange sich rauszufinden und einen Hinterausgang zu suchen. Das ist ja Wahnsinn, ist das. Chris, ich war mal in einer, das war schon länger her, auch in einem Live, da war auch ein Muslim und ich bin gar nicht auf die Sure eingegangen, überhaupt nicht. Ich habe nur so drumherum und habe gesagt, du, wie würdest du denn jemanden nennen, der noch keine Menstruation hat? Da hat er sofort wie aus der Pistole der Muslim gesagt, er sagte Kinder. Dann habe ich ihm gesagt, dann lese mal Sure 65,4. Der hat angefangen, drumherum zu reden. Der hat verschleiert und das sind nicht das gemeint und das gemeint. Verstehst du, wie deren Taktik ist? Also ja. Wenn man sie nicht damit konfrontiert und nur normal fragt, dann wissen die, dass es Kinder sind. Aber sobald man Sure 65,4 erwähnt, wird es niemand, da sind die hanebüchesten Ausreden gekommen. Ja, da geht's um Mädchen, die 15, 16 sind, die haben es noch nicht. Und sonstiges. Es ist wirklich lächerlich, absolut lächerlich. Ja, was ich ja immer sage, Melina, ein Körper von einem Kind, ja, also wenn man Ausgrabungen macht und findet Kinderkörper, kann man genau das Alter bestimmen. Und die Kinderkörper von damals sind genauso anatomisch wie heute. Eine Sechsjährige, Neunjährige, Neunjährige. Und immer diese Schönreden. Und wenn man drauf eingeht und sagt, ja, aber in euren Ländern wird ja das doch praktiziert, ja. Und es gibt ja auch, was kann ich mir nicht angehören, dass man ja auch diesen Schenkelverkehr mit Babys machen darf, ja. Und wie man Kinder sozusagen vorbereitet. Ich finde, wie abartig ist das, ja. Das ist das Buch der Pädophilen, tut mir leid. Die kriegen sogar, ja richtig, der Dr. Schech bringt es auf den Punkt. Die kriegen sogar früher die Periode als damals, das stimmt. Allein schon wegen den Hormonbehandlungen etc. bla bla. Richtig, das ist wahr. Ja. Vor allen Dingen, ihr wisst doch auch, also es heißt ja, wie Mohammed ja seine erste Offenbarung in der Höhle Hirscher bekommen hat. Na, da hieß es ja, dass der Engel Jibril ihn ja gewürgt hat. Ja. Dreimal, er wollte danach schon Selbstmord begehen, richtig. Jetzt habe ich eine Frage, wisst ihr, was eine Schlafparalyse ist? Das ist, wenn man sich nicht bewegen kann und man hat das Gefühl, man wird gewürgt oder eine dämonische Präsenz ist im Raum. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gehört habt. Schizophren. Bitte? Nein, das ist Schlafparalyse, das ist anders als Schizophren. Genau, das ist Schlafparalyse. Und wisst ihr eigentlich, dass Mohammed dass diese Offenbarung in einem Traum bekommen hat. Er hat das geträumt. Das kann man nachlesen in Sahih Bukhari 4955. Mohammed hat geträumt von der Offenbarung. Also wird vermutet, dass er eine Schlafparalyse hat. Und eine Schlafparalyse laut Christentum, also sprich laut Bibel, es sind Dämonen, dämonische Präsenzen sind vorhanden. Und das kann man auch lesen, in der Rasulah, also in der Biografie Mohammeds von Ibn Ishaq auf der Seite 106, da wird eindeutig beschrieben, dass Mohammed geschlafen hat. While I was asleep. Er hat geschlafen. Sprich, er hat die Offenbarung erhalten, während er geschlafen hat. Sprich, während einer Schlafparalyse. Und seine Frau Khadija und Waraka haben ihn dann zu einem Propheten ernannt. Khadija wollte ja, sie war ja schon mal verheiratet, ihren Ex-Mann schon zu einem Propheten ernennen. Hat aber nicht geklappt. Das hat aber bei Mohammed geklappt. Also nur mal so nebenbei. Man sollte sich wirklich in die Tiefen des Islams mal reingraben. Und nicht einfach nur Alhamdulillah, ich bin Moslem, aber null Ahnung haben, was überhaupt und wie was entstanden ist. Ja, krank. Hallo, du, Herr Schuster. Du hörst dich sehr gut aus. Ich esse kein Fleisch. Ich sage Alhamdulillah und dann bin ich schon Moslem. Mary hat 87 Follower. Schade, sonst hätte ich dich hochgeholt. Hier noch einmal eine gesonderte Message an die Medina. Komm mal hoch. Du bist jeden Tag hier bei mir im Stream. Komm hoch.
Ja, du hörst sie. Sie liebt uns, Chris. Sie liebt uns. Und kommst nicht hoch. Ich gebe dir Geld, Amenakoim, ja? Ich gebe dir Geld. Geld, Bargeld. 50 Euro, weil ich heute einen guten Tag habe. Nee, die kommen nicht. Aber weißt du, Chris? Ja. Hat man mich? Ja, man hört dich. Okay. Gestern, ich habe mit meiner Mama diskutiert und sie war da, sie lebt in die Ecke und war da in Beten und so. Und ich meinte, Mama, hast du die überhaupt eigentlich? Ich habe sie so verwirrt. Sie meinte, sie hat ruhig gehalten. Sie war, nee, wo steht das? Wo steht das? So, ich meinte, Mama, das steht da und das steht da. Hast du überhaupt Tafsir richtig gelesen? Und sie sagt, ja, aber ich meine, Mama, du musst dich hinsetzen, meinte ich zu ihr. Und du musst das nicht nur einfach so da sitzen und durchlesen, Ashadullah, Ilah und all das. Ich meinte, aber versuchen es auch zu verstehen, was das eigentlich bedeutet. Ich habe sie so verwirrt gestern, dass sie selber mich so, sie wusste nicht, was sie sagen kann. Ich meinte, Mama, das geht doch gar nicht, was da alles geschrieben ist und dann widerspricht sich das selber und diese Extremismus und dieses Gewalt und dieses Misshandeln. Und dann hat sie versucht, das Recht zu fertigen, aber konnte sie mir nicht, weil sie mir keine Fakten legen konnte. Und ich dachte, ich habe angefangen zu lachen, meinte, Mama, sei mir nicht böse. Ich kritisiere dich hier nicht, meinte ich zu ihr. Das ist dein Glaube und du hast das Recht zu tun, was du möchtest. Aber ich studiere das mal ein bisschen mehr. Mir aus Liebe, meinte ich zu ihr. Sitz dich hin und lies mal Tafsir. Sie meinte, ich mach das. Gucken wir, ob sie das macht. Wird sie nicht. Wird sie nicht. Sie wird sie unter den Teppich fallen lassen. Aber Hanni, ist auch nicht schlimm. Weißt du, warum nicht? Weil Menschen wie deine Mutter oder dein Vater, die werden ab ihrem Alter sowieso nie eine Gefahr für ihre Mitmenschen sein, ja? Aber diese 20-jährigen Bengels, ja, die noch mit Testosteron vollgestopft sind und dann so einer Ideologie nachgehen, die werden eine Gefahr für die Mitmenschen. Das sind sie ja heute schon. Wir sehen es ja tagtäglich. Das sind sie. Also wir haben da Kinder in also jetzt im Gymnasium, jetzt älter geworden und die armen Mädchen, also von muslimischen Eltern, die gezwungen wurden, Kopftuch zu tragen. Wir haben ja eine Klassenreise, die jetzt abkommt und natürlich freuen sich ja alle Kinder. Und besonders das Mädchen, sie wächst auf, sie kommt in Pubertät, sie kriegt Gefühle, sie lernt sich selber kennen als Mensch. Denkt man so, als Sozialpädagoge, man muss ihr diesen Raum, man muss lernen, loszulassen, ein Kind. Man kann ein Kind nicht kontrollieren und anzwingen, was zu machen. Und da haben wir diese muslimischen Eltern, die nicht einverstanden sind mit der Klassenreise, weil es ein Mädchen ist und die Angst haben, dass ein Junge sie anmacht oder hallo, um Gottes Willen, das ist ein Schulprojekt. Erstens. Und zweitens komme ich dann als Araberin, die übersetzen muss für die muslimischen Eltern, da bin ich gut genug. Aber wenn es um Religion kommt und was weiß ich, bin ich eine Schlechte, eine Dreckige. Und ja, das ist immer so. Das ist immer ja, so. Ab, und dann muss ich, und dann versuchen die Lehrer zu mir zu sagen, Frau, können Sie mich versuchen, der Dame zu überreden, dass sie, und irgendwie manchmal kriegen, also mit einem habe ich das schon hingekriegt, obwohl ihre Eltern schon, ich kam dem mit, dass es eine Pflicht ist, so um Gottes Willen, tut mir leid, aber das Mädchen hat geheult und sie meinte, bitte, Tante, kannst du nicht mit meiner Mama reden? So, also als Mutter muss ich sagen, das ist echt extrem, mit so diese Gehirnwäsche bei den Kindern zu machen, die nicht erlauben, Kinder zu sein und deren Leben frei zu üben, deren Wille frei zu üben. Ja. Naja, das war ja damals in den 70ern ja schon, ne? Dass bei der türkischen Mitschülerin damals schon nicht mit schwimmen gehen durfte, aber ihre Brüder durften alles. Das war ja damals, fing ja damals schon an, die durfte nicht schwimmen. War ihr nicht erlaubt. Damals gab es Schwimmunterricht. Durfte ich auch nicht. Ich musste dann am Ende eine Leggings anziehen unterm Schwimmbad, weil das war ja Pflichtschwimmunterricht in der Schule. Und mein Papa hat das erst erlaubt, wo ich mich ja so wie eine Burkini nennt man das heute. Und das war schon extrem für mich als kleines Mädchen, ausgelacht zu werden oder Kinder zeigen auf einen und gehänselt zu werden, gemobbt zu werden. Das gleiche. Ja, so ist es ja heute umgedreht, ne? Sorry, Chris, ich wollte nicht ins Wort fallen. So ist das ja heute umgedreht, dass halt die Mädchen, die halt nicht sich muslimisch kleiden,
halt gemobbt und ja, beschimpft werden. Ne? Auch Jungs, die nicht muslimisch sind, werden gemobbt. Und die Problematik haben wir in den Schulen, ja, und zwar ganz extrem. Habt ihr gehört, in Jemen, das war 3 Wochen her oder 4 Wochen her, das ist eigentlich auf meiner Seite, es ist ein Artikel davon von der Zeitung und es ist auch in den Nachrichten gewesen. Eine 8-Jährige hat ihr Vater sie gegeben an einen 58-Jährigen, war das? Sie ist an der Nacht gestorben von internen Blutungen. Ja. Das ist auch wieder so eine Sache, Leute, auch hier nochmal zur Sensibilisierung, die da unten zuhören, ja, alles, was hier erzählt wird, ja, das sind Berichte, von denen wir Kenntnis haben. Und jetzt denkt mal bitte darüber nach, von welchen Fällen wir überhaupt keine Kenntnis haben, ja, von den Sachen, die wir überhaupt nicht mitkriegen, überhaupt nichts wissen, ja, das ist eine reine Katastrophe, Leute, eine reine Katastrophe ist das, ja. Das kennst du, die Seite Politversagen, kennst du die Seite, die sammeln alles, was passiert ist, seit Jahren, da kannst du alles nachlesen, Sachen, die auch jetzt nicht groß in den Medien kamen. Ja, ja, hab ich schon mal was von gehört, ja. Also hier an die Moslems, kommt, es sind schon wieder 15 Minuten um, Dr. Scheich hat den letzten Moslem irgendwie keine Ahnung. Also. Ja, einfach hat hier ein Katzenbaby, genau, hat gerade geschrieben, oh, miau, genau, das ist das Katzenbaby. Traut euch hoch. Sorry, an den Leuten, die in den Kommentaren, die es nicht fragen, wo, das war in Jemen. Ihr könnt das gerne nachgucken. Oh, nee, ey, der Paketbote ist wieder da. Oh, nee, obwohl ich kein Paket bestellt habe. Der andere hat bei mir, ey, ich glaub's ja nicht. Ja! Normale Hauskatzen. Stolze Sichlerin, diese Medina war gestern auch hier bei uns, ne? Ja, die ist jeden Tag hier, die liebt uns. Also die liebt uns wirklich, ich glaube, die will zum Christentum. Aber ja, ne? Weil sie sagt, habt ihr kein Leben, aber sie ist ja eigentlich die ganze Zeit bei uns. Sie war heute Nacht auch bei uns, ja. Das ist ja das. Das ist ja das. Sie ist jeden Tag hier, jeden Tag, aber kommt nicht hoch. Falls sie so Geräusche hört, dann ist mein Hund, der gerade am Trinken ist. Sie will nicht konfrontiert werden. Mit der Wahrheit, ja. Ja, weil man, das ist ja das Ding, wenn man mit der Wahrheit konfrontiert wird, man fühlt sich in die Ecke gedrungen. Und da kann ein Ausweg, dann kommt die Aggression raus. Okay, ich guck mal, da wenn das ja so ist. Ich weiß nicht, ob sie Rexokratisch, möglich hat sie ein gutes Herz. Ich meine, nur an Muslime allgemein rede ich. Vergangenheit kenne ich, Leute, Familie, aber um Gottes Willen, ich weiß ja, ich kenne diese Medina nicht so. Wenn sie gerne mag diskutieren, kann sie gerne hochkommen. Ja, ich gehe sogar mal, jetzt. Mal, ich habe sie reingesetzt, guck mal. Ja. Ich geh sogar noch einen Schritt weiter. Also ist nicht so, aber Gedanken sind frei. Medina, hier kommt ein absolut guter Deal für dich. Du kannst gerne hochkommen. Wir sagen überhaupt nichts. Du erzählst einfach nur, aus welchen Gründen du konvertiert bist. Und dann kannst du wieder runtergehen. Und wir sagen auch, nachdem du uns erzählt hast, wieso, weshalb, warum, werden wir auch nichts sagen. Wir wollen nur einmal deine Geschichte hören und uns ein Bild darüber machen. Ist das ein Deal für dich? Komm hoch. Oder schreib mir wenigstens rein, ob ja oder nein. Aber ich sehe das ja, wenn du eine Anfrage stellst. Aber weißt du, Chris, manche Muslime, ich habe das auch gemerkt, die haben Angst, hochzukommen und zu diskutieren, weil die dann attackiert werden oder was weiß ich, was ich ja oft kriege auch. Oder sie lieben es, uns, dir und den Menschen hier zuzuhören, weil die dadurch vieles lernen auch. Ja. Nee, ich glaube, weißt du, was ich glaube, Hanni, ich glaube, die 90% der Muslime haben überhaupt keine Ahnung, an was sie glauben. Sie werden nur indoktriniert, sie gehen in die Moschee. Viele Muslime wissen ja gar nicht, dass Mohammed ein 6-jähriges Kind geheiratet hat. Das wissen viele nicht. Sie sind so überzeugt davon, von ihrem Islam, weil sie keine Ahnung haben.
Wie gesagt, hätten Sie Ahnung, jeder mental gesunde Mensch würde den Islam verlassen. Ich meine, was hat das mit einem Gott zu tun, mit einem Propheten, der im Koran, in der Sure 33, 51, hat Allah Mohammed erlaubt, jede Frau zu nehmen, jede, die sich ihm anbietet. Da steht ja, du darfst zurückstellen von ihnen, wie du willst, und du darfst bei dir aufnehmen, wen du willst. Das heißt, Allah hat Mohammed erlaubt, jede Frau, die ihn wollte, zu nehmen. Wenn er eine hässlich gefunden hat, hat er sie halt eben nicht genommen. Und da gibt's einen Hadith drüber, wo Aisha selber sagt, in Sahih Muslim 1446, sagt sie, es scheint mir, das sagt Aisha zu Mohammed, dass dein Herr sich beeilt, deine Wünsche zu erfüllen. Ja, genau. Also das ist ein Wunschbuch. Das ist die Entlarvung. Genau. Das kann man alles lesen. Chris, wer war das, der das erzählt hat? Der hat das erste Mal überhaupt davon erfahren, dass Aisha 6 Jahre alt war, als er in Deutschland war. Weil ja im Moscheen gesagt worden ist, es ist die Mutter des Islams. Ja. Und ja, der wusste gar nicht, wie alt sie ist, bis er nach Deutschland kam. Ja, das war der Hudhud. Und Leute, der Hudhud, viele von euch kennen den, aber für die, die ihn nicht kennen, Hudhud ist einer, der sehr, 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 sehr belesen ist, was diese Religion angeht. Und so einer, der so belesen ist, haut so einen Spruch aus, Leute. Also da könnt ihr euch mal vorstellen, mit welchen psychologischen Tricks in diesen Ländern, in den Moscheen mit den Leuten gearbeitet wird. Ja? Und der ist Wahnsinn. Ist das. Aber ist ja auch normal, der sagt ja auch, die haben uns immer nur gesagt, ja, wenn über Aisha geredet wird, mit dem Beititel Aisha, die Mutter aller Gläubigen, dann hinterfragst du ja nicht mehr, wie alt die Frau war, ja? Wenn man die denn dann in dem Sinne noch Frau nennen kann, war ja ein Kind gewesen. Ne? Ist Cem, ja ist, Cem macht jetzt hier unten sehr belesen, wusste nicht mal, wie alt Aisha war, ja, weil er das im Koranunterricht so gelernt hat und das wird nur über die Mutter des Islams gesprochen. Aber da sieht man mal, wie ihr täuscht, ihr täuscht, ihr täuscht, ihr täuscht, dass ein Mensch hier nach Deutschland kommt und erst hier erfährt, wie alt sie wirklich war. Ja, Lebensweisheiten, du kannst sowieso nicht diskutieren mit deinen 5 Followern. Du brauchst 2,50 Euro, weiß ich nicht. Geh mal ein paar Pfandflaschen abgeben und dann kauf dir mal ein paar Follower für 2,50 Euro, dann kannst du auch hochkommen und diskutieren, ansonsten geht das ja nicht. Oder du kommst mal mit deinem Hauptaccount. Naja, er soll vor allen Dingen, ich gehe mal davon aus, dass er Sunnite ist. Er soll doch mal Sahih al-Bukhari 61:30 lesen. Da steht drin, dass Aisha 6 Jahre alt war und 9, als er die Ehe vollzogen hat. Und sie war nicht in der Pubertät. Nicht. Das ist alles, das sind islamische Quellen. Das kann man nachlesen. Aber sie wollen die Wahrheit nicht. Die Wahrheit tut ja weh. Versteht ihr? Sie gehören ja dann nicht zur Umma. Da schon 2-mal Anfrage gestellt, gell? Diese Mermaide, ich weiß nicht. Ja, das ist die Sherry, aber die passt hier gerade nicht rein, Dr. Schick. Ich wollte nur aufmerksam machen. Ja, ja, die Mike gab, mit welchen Dinge Mindtricks die spielen und einem nicht die Wahrheit sagen. Das steht in Sure 5, 101 drin, steht drin, ihr Gläubigen, fragt nicht nach Dingen, die euch missfallen würden, wenn sie euch offenbart werden würden. Wenn ihr danach fragt, während der Koran offenbart wird, werden sie euch offenbart. Wahrlich, es gab Leute vor euch, die dann über diese Sachen Bescheid gehört oder wie ging die zweite Sure dann nochmal weiter? Leute vor euch gab es bereits, die ja, weißt du was, ich mach's jetzt ich mach's kurz auf, dann mache ich das genau, zeige ich euch ganz genau. Ja, genau. Ich könnte es euch im Ungefähren, könnte ich es euch sagen, also fragt nicht nach Dingen, die wollen, wenn euch offenbart wird, dann werdet ihr euch unbehagen fühlen, weil es gab Leute vor euch, die haben Fragen gestellt und die haben deswegen die Religion verlassen. Warte ganz kurz, ich mach. Milena, sag mal bitte kurz dem Blero, schreibt, finden Sie mir Koran, dass Eiche 9 Jahre alt war? Du hast ja die Verse so alle im Kopf. Ja, ja, gut, im Koran steht das ja nicht. Ne? Sie leugnen ja jetzt die Sunna. Sie fangen ja an, die Sunna zu leugnen. Im Koran steht das nicht. Das steht in den Sahih-Hadithen. Habe ich die Sura aufgemacht? Guck, hier steht drin. Ihr Gläubigen, stellt keine Fragen zu Dingen, die euch, wenn sie euch klar würden, verwirren könnten. Wenn ihr aber nachfragt, was im Koran offenbart wird, wird es euch klar werden. Allah hat vergeben, was in der Vergangenheit getan wurde und Allah ist allvergehend und nachsichtig. Einige Leute vor ihnen haben solche Fragen gestellt und dann ihre Antworten verneint. Allah hat die sogenannten Bahira, Saiba, Wasila und Kamala niemals angeordnet. Doch die Ungläubigen lügen über Allah und die meisten fehlt das Verständnis. Wenn man, guck mal,
Das ist hier falsch übersetzt jetzt. Tu mal, wie die jetzt hier in der Übersetzung lügen. Guck mal, jetzt gehe ich in eine andere Übersetzung rein. Die lügen schon wieder in der Übersetzung. Das kann doch nicht der Wahnsinn, wieder der Wahnsinn. Sie schreiben alles schön, ne? Die Übersetzung ist falsch. Ich erkenne es sofort, wenn die Übersetzung gelogen ist. Da. Ihr Gläubigen, fragt nicht nach Dingen, die euch Kummer bereiten, wenn sie euch offenbart werden. Doch wenn ihr danach fragt, während der Koran offenbart wird, werden sie euch offenbart. Allah hat es vergeben und Allah ist allverzeihend und nachsichtig. Ihr Gläubigen, stellt keine Fragen. Da. Solche Fragen hat schon ein Volk vor dir gestellt. Seht ihr? Dann wurden sie dadurch zu Ungläubigen. Richtig. Seht ihr, wie die neuen Übersetzungen lügen? Ja. Dr. Scheich, da du... Lügen in den Übersetzungen, sogar in den Übersetzungen lügen sie. Könntest du bitte Surat al-Talaq auch mal zeigen, wo es steht, da drei verschiedene Frauen. Und viele Muslime verstehen nicht drei verschiedene Frauen. Eine, die keine Tage kriegt, eine, die ihre Tage kriegt und eine, die schwanger ist. Ja, ich geben weiß wir mal auch, was daran nicht zu verstehen gibt, ganz ehrlich. So, und dann meinte ich gestern, ich habe gefragt, ich meinte, was meinte er, der so allmächtige Gott, der eine, die ihre Tage nicht kriegt? Eine, die ihre Tage nicht kriegt, ist ein Kind. Damit meinte meine Mutter, nein, es gibt auch Frauen, die ihre Gebärmutter rausgehören. Ich meinte, Mama, aber in der Zeit gab es sowas nicht. Jetzt, heutzutage, gibt es Gebärmutter raus. Okay, aber in dieser Zeit gab es sowas nicht. In dieser Zeit gab es nicht mal Ärzte oder Krankenhäuser oder sowas. Eine Frau, die keine Tage kriegt, ist noch ein Kind keine. Gemeint. Richtig. Ja, genau, Surat al-Talaq geht es um die Scheidung. So ein Kind, das keine Tage kriegt, muss genauso 3 Monate warten wie eine Frau, die ihre Tage kriegt oder eine schwangere Frau. Ich weiß genau, ich habe das gelebt, Leben lang. Warte, ich mache hier gerade eine PowerPoint aus. Wo ich mich scheiden lassen habe, musste ich auch angeblich diese 3 Monate Edda-Zeit warten. Habe ich aber nicht. Okay. Gott sei Dank, ich habe alles verlassen, habe meinen Weg ausgesucht. Ich glaube, das war diese PDF. Jetzt schreibt der Lebensweisheit, wie kommst du auf ein Kind? Ja, weil Frauen, die noch keine Tage haben, sind Kinder. Ja, die sind Kinder. In der Pubertät kommt man zur Regel und nicht als Kind. Ja. Genau. Und es wird ganz klar definiert. Das ist viele Leute, die verstehen das nicht. Wie kommst du auf ein Kind? Eine Frau ist normal. Man ist ein Baby, dann ist man ein Kleinkind, dann ist man ein kleines Mädchen, die noch nicht ihre Tage hat. Und wie Stolze Sichlerin gesagt hat, wenn man in die Pubertät kommt, kriegt man seine Tage. Also ist dann die ist Rede man in der Pubertät. Dann ist genau. Man in der Pubertät. Genau, damit geht die Pubertät. Also ich möchte noch was zu diesen Lebensweisheiten sagen. Er sagt ja, da geht es um Scheidung. Richtig, aber eine Scheidung setzt eine Heirat voraus. Das ist das, was Sie nicht verstehen. Erstmal das. Na? Und zweitens, da wartet eine Frau schwanger. Es geht um 3 Kategorien von Frauen. Schwangere Frauen wartet man 3 Monate. Dann geht es um ältere Frauen, also sprich, die in ihrer Menopause sind, die keine Monatsblutung mehr haben. Das ist die 2. Kategorie. Und dann geht es um die 3. Kategorie, die noch keine Monatsblutung haben. Die Betonung liegt auf noch keine. Also wenn ich sage, ich habe noch kein Geld, ist leicht verständlich, aber hier bei noch keine Menstruation, da stellen sie sich alle quer. Da wird herumgeschwurbelt und da wird eine Wortgymnastik betrieben, da wird es dir schlecht. Also, Lieder, guck mal, jetzt schreibt er hier gerade, ich weiß nicht, woher ihr euer Wissen habt, aber es ist alles falsch. Aus dem Koran, aus der Sunna. Er steht und im Koran. Koran, Sure 65, 4. Habibi, Surat al-Talaq im Koran steht das genauso. Und hier Belero schreibt, einfach bitte, einfach ihr alle bitte findet mir im Koran, dass Kinder heiraten dürfen. Es gibt Kinder in muslimischen Ländern. Was laberst du denn? Ey, solche Dummschwätze wirklich. Ja, Leute, aber das ist ja das, wo ich sagte, sie kennen. Ich kann euch hier so viel ekelerregendes Mistzeug zeigen. Ja.
Ja, nee, dann wirst du gesperrt. Mach's nicht, Sheikh. Mach's nicht, weil das sind, also du wirst gesperrt, wenn du diese, sag ich einmal, diese ganzen Perversionen aufzeigst. Es ist so, du wirst gesperrt. Das zeigt dir eigentlich, wie krank das alles ist. Ich meine, welcher Gott erlaubt Kinderheirat? Welcher? Das ist satanisch, Leute. Ja, Milena, nicht nur das, sondern auch, was er im Paradies verspricht. Ich finde 72 Jungfrauen und ein P so groß wie eine Palme. Wie krank ist das? Ja? Ja, und da schreibt er jetzt, ich bin hier praktizierend. Ich muss kurz den Laptop neu starten. Also dieser Lebensweisheiten, da schreibt, ich bin praktizierender und lernender Moslem. Ja, warte, ich praktiziere dir gleich was, warte. So wie gestern. Dr. Sheikh hat gestern so geil hier gefeiert. Wir haben Sheikh gestern so gefeiert. Es war so genial, du hast echt gefehlt. Ich glaube, du warst nicht da gestern Nachmittag, ne? Nee. Oder gestern Abend. Nee, war ich nicht. Aber ich kenne Sheikh schon länger. Er hat auch ein wahnsinniges Wissen. Es ist unglaublich, was er alles weiß. Er hat gestern eine Metapher erzählt von seinem Opa, der über 100 Jahre alt war und ein Jahr sich auch wohin gesetzt hat mit seinem Stock und geschlafen hat sozusagen. Und alle dachten, der schläft und der war aber tot. Und das war eine Metapher. Und dann hat der Moslem, der hier oben war, sich total aufgeregt. Oh, was bist du für ein Enkel, dass du ein Jahr nicht mitbekommst, dass er tot ist. Und dann hat Dr. Sheikh... Der hat auch noch sein Ding beleidigt. Der hat seine eigene Religion beleidigt, ohne es zu wissen. Genau. Wir haben es gefeiert. Du musst ja nur Tafern aus dem Koran nehmen und die umschreiben, dass sie nicht wissen, dass sie aus den islamischen Quellen sind. Und dann wirst du, bist du verrückt? Er sagt, ihr glaubt an Einhörner. Geh mal bitte endlich, Cem, geh endlich eine Wortstudie machen. Ja, das ist. Also ist nicht Mohammed mit dem Esel geflogen? Ist Mohammed nicht mit dem Esel geflogen? Ja, doch, mit einem Esel. Halb Esel, halb Bülent Ersoy. Mashallah. Und die Erde ist ja eine Scheibe und auf dem Rücken eines Monsterfisches. Hm. Ja. Dann glaube ich lieber ans Einhorn. Also er schreibt ja hier, dass mit den 72 Jungfrauen ist bei der Taliban. Also die Taliban lesen nicht den Koran. Der steht im Koran einfach so aus Spaß drin. Nein, aber die Frage, weißt du, dann kommen sie mit Taliban und ISIS und was weiß ich alles. Ja, lesen die denn keinen Koran? Ich meine, ja, das sind ja keine Moslems. Die sagen ja immer, das sind keine Moslems, Melina. Das sind keine Moslems. Das sind ja, ich weiß. Keine Moslems. Ja, ja. Ich kenne deren Taktiken. Ich kenne das von A bis Z. Ich nenne, das ist dieses Bullshit-Bingo. Du kannst sagen, was du willst. Das sind keine Muslime. Ja, was liest denn die Taliban? Die lesen den Koran genauso wie die ISIS. Die lesen alle den Koran. Und was ist der Unterschied zwischen Islamismus und Islam? Was ist was ist ein Islamist oder ein Moslem? Was ist der Unterschied? Es gibt keinen. Es gibt nur einen Koran und darauf beziehen sie sich. Basta. Das hat ja sogar Erdogan gesagt. Erdogan hat ja gesagt, es gibt nur einen Koran. Und es gibt, ne, es gibt nicht den politischen Islam und den Islam. Es gibt nur einen Islam, hat selbst Erdogan gesagt. Und damit hat er recht. Und die IS und so weiter, die leben das Leben von Mohammed, ganz einfach. Für mich sind das alles Mohammedaner. Punkt. Natürlich. Alles Mohammedaner. Nix Islam, nix Koran, alles Mohammedaner. Aber hat man jetzt auch gesehen, Chris, jetzt nach dieser Geschichte in Mannheim zum Beispiel auch, ne, jetzt, weil das der bekannteste Fallmoment ist, sie haben nicht irgendwie Mitleid mit den Opfern. Nein, sie versuchen nur, ihre Scheiße reinzuwaschen. Wie immer. Die versuchen gerade die Sache umzudrehen. Die versuchen, das eine Sache auch von links gegen armen Opfer gegen Täter zu machen. Die haben jetzt Stürzenberger, tun sie zu einem Nazi sterilisieren gerade. Ja, ja. Und dann den Muslim, der angegriffen hat, also zu einem, der wo provoziert worden ist. Ja, ja, genau, richtig. Aber er war ja kein Moslem, er war ja auch angeblich mal Jude, habe ich irgendwo mal gehört. Ja, ja, klar. Dann war klar, er Christ, ja. Hm? Wir haben einen neuen Gast, bitteschön, Mahlzeit. Moin. Moin. Ja, ich wollte nur erstmal ein bisschen zuhören. Ja, dann musst du das leider von unten tun, weil ich die Plätze brauche. Sei alright. Ey, meine Güte. Ich muss den Laptop wechseln. Ne? Dieser Laptop ist ein Chromebook und diese blöde Chromebooks sind so ekelhaft. Ich nehme den anderen Laptop kurz hin. Chris, weißt du noch diese Fatme, die bei uns gekommen ist, ein paar Tage her? Ja.
Die hat doch selber erstmal unser Islam schön und wir sind so und wir sind so. Aber im Endeffekt hat sie gemerkt, sie ist eigentlich so, aber nicht der Islam, wo Sicario ihr rausgelesen hat aus dem Koran. Genau. Die selber war, ich weiß nicht. Die selber ist verwirrt geworden, weil aber die. Das ist ja das Ziel. Das ist ja das Ziel. Deswegen machen wir das ja. Wir wollen die Leute ja nicht negativ, sondern positiv verwirren oder irritieren von mir aus. Deswegen machen wir das ja. Die Leute sollen das überdenken. Ja, das ist ja genau der Punkt. Das war genau Ziel erreicht mit dieser Frau. Ne? Mit diesem, ich weiß nicht. Ja, ich weiß noch. Und so. Sie war selber okay. Ne? Ich lies mal das nochmal richtig. Und sie war selber auch, ich lies mal die Bibel und guck mal. Das war schön, was sie gesagt hat eigentlich. Guck mal, du siehst doch hier dieser Isa, der kommt hier hoch, der schwurbelt rum, der zeigt ihm hier die ganzen Quellen und der streitet es trotzdem ab. Ne? Ja. Da ist er oftmals verloren. Cem, du kommst hier gerade von einer Jungfrau gekreuzigt, am dritten Tag danach auferstanden. Dann frage ich mich, warum wurde denn Mohammed 3 Tage liegen gelassen? Ja, weil er gehofft hat, dass er aufersteht. Also, aber der ist nicht auferstanden. Ja, die haben seine Leiche 3 Tage lang liegen lassen, weil die es mit Jesus Christus verglichen haben. Die Erde hat seine Leiche gar nicht angenommen. Wo ich das meinen Eltern gesagt haben, waren die, nein, das stimmt nicht. Wo ist das? Ich meinte doch, das stimmt. Ich war so, guck mal, Cem hat keine Ahnung. Ich dachte, er lehrt hier gerade Islam. Ja, das ist so. 3 Tage haben sie ihn liegen lassen, bis er gemuffelt hat, weil sie gehofft haben, dass er wie Jesus auersteht. Aber wenn man sie haben ihn vergraben. Am nächsten Tag war er wieder raus aus der Erde. Dann haben sie noch tiefer gegraben. Dann war er wieder draußen. Dann haben sie noch einmal gegraben und dann war er wieder draußen. Ernsthaft? Und dann haben sie ihn einfach draußen irgendwo hingeschmissen und haben ihn einfach draußen gelassen. Ernsthaft jetzt, Dr. Sheikh? Ja, ich zeig dir den Hadith gleich. Warte. Ich hol grad Champions. Abtragprämie. Ich muss eine zweite PC holen, weil der andere. Die Chromebooks sind so bescheuert. Ich komme mit diesem Chromebook da nicht zurecht, weißt du? Ja, wären schiitische Quellen, Dr. Sheikh. Vielleicht nimmt der hier den an, endlich. Also, mach langsam, Sheikh, mach langsam. Alles gut. Wir sind ja da. Bloß kein Stress. Was ich auch so schlimm finde, wenn Frauen den Islam verteidigen, wisst ihr, was Nikah Halala ist? Das ist in Sure 2, weil er sagt, das sind schiitische Quellen, ihr Unwissenden. Jeder soll sich mal Sure 2, Vers 230 durchlesen. Da geht es darum, wenn er sich, also ein Mann, ein unwiderrufliches Mal, das dritte Mal von ihr scheiden lässt, dann ist sie nicht mehr seine Gattin. Also das heißt, wenn ein Mann 3-mal die Scheidung ausspricht, ist es nicht mehr die Gattin. Aber der Mann darf sie nicht mehr zurücknehmen, wenn er sich's doch anders überlegt. Sie muss erst einen anderen heiraten, mit ihm Bunga Bunga machen und dann darf er wieder zurück. Und dadurch entsteht auch ein Geschäftsmodell in islamischen Staaten. Das heißt, du meinst diese Stundenehen? Nein, das ist nicht die Stundenehe. Das ist wirklich eine Scheidung. Ja, also wenn der Mann sich, wenn er verheiratet war mit ihr und er lässt sich scheiden von ihr 3-mal. Also und sie ist dann geschieden, dann darf sie laut islamischem Recht, gibt es auch ein Sahih-Hadith dazu, muss sie erst einen anderen heiraten, mit ihm Bunga Bunga machen und dann erst darf sie zurück. Und da haben viele in islamischen Ländern, viele Imame und Hodjas, ein Geschäftsmodell entwickelt. Gibt es auch, müsst ihr mal googeln, die heiraten diese geschiedene Frau, verlangen Geld, ja, machen aber kein Bunga Bunga, manche machen es, weil sie es wollen, und dann erst darf die Frau wieder zu ihrem Ex-Mann zurück. Das ist in der Sure 2, 230, und dazu gibt es den Sahih Muslim Hadith 1433f, wo selber Mohammed sagt, sie darf nicht zurück zu dir, bevor der nächste Mann ihre Süßigkeit, also ihre süße Versuchung nicht erlebt hat. Das ist so krank. So krank. Also Cem, weil du sagst, das sind Schiiten. Nein, das steht in eurem Koran. Ich sag's nochmal. Koran, Sure 2, Vers 230. Nur mal so nebenbei.
Milena, das ist Koran und Sunna. Sunna bedeutet für alle Muslime, Sunna, wenn du deine Frau scheidest und die Edda-Zeit vorbei ist, die 3 Monate Edda-Zeit, und du sie trotzdem zurückhaben möchtest, muss sie erst Bungi 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 mit einem anderen haben, bevor du die zurückhaben kannst. Richtig. Milena hat absolut recht. Ja, es ist so. Aber Hauptsache jungfräulich in die Ehe gehen. Wo ist denn da der Sinn da drin? Das soll eigentlich als Strafe angesehen werden für den Mann, dass er 3 Monate lang nicht sie zurückgenommen hat, sondern länger gedauert hat oder sie geschieden hat. So ein Schwachsinn. Leute, es war mir eine Ehre, wieder bei euch zu sein. Ich muss leider gehen. Ich wünsche euch Gottes Segen und Hanni, du hast willkommen in der Königsfamilie. Du hast den richtigen Weg gemacht, glaub mir. Du bist beim Herrn. Ich wünsche euch einen wunderschönen Nachmittag. Tschüss. Ihr auch. Gottes Segen, meine Liebe. So, wo sind denn die Moslems? Moslems, kommt hoch. Na kommt. 20 Euro. Julia schreibt, ist doch gut, dann haben die Frauen wenigstens ein bisschen Spaß. Stimme ich dir zu? Wenigstens darf sie auch mal was machen. Ja, die Männer dürfen 4 Frauen haben und sich mit 4 Frauen vergnügen. Also, und die Frau soll schön brav zu Hause sitzen, kochen, putzen und sich verdecken wie ein Kartoffelsack oder was? Ohne uns Frauen wart ihr nicht mal geboren. Hallo, ihr Muslimen. Eine Frau ist heilig. Eine Frau bringt Leben ins Leben. Böser, nee, wenn du konvertierst, bekommst du 72-Jährige. Moslems, wo seid ihr? Sitze ich hier mit 3 Laptops, weil, meine Güte. Ja, du hast wenigstens 3 Laptops, Dr. Scheich. Ich hab dir 2x S7. Samsung Galaxy. Das war's. 72 ist ihm zu jung. Oh Mann. So, nochmal an alle Moslems da unten. Heute gibt es 20 Euro Cash auf die Hand für einen Grillteller vom Türken mit Pommes und Reis. Habe ich vorher abgecheckt. Und eine Dose Cola gratis dazu. Falls ihr keine Cola-Trinker seid, könnt ihr auch einen Ulu da nehmen, von mir aus. Da ist er doch, der Erste, hoffentlich. Der Hego. Der Hego sieht mir nicht aus wie ein Muslim. Hol mal den mal hoch. Chris Tragoda schreibt, Chris liest Said Bukhari 3617. Ja. Soll ich ganz schnell Muslim spielen, dass ich die 20 Euro bekomme? Hego. Ich bin Ex-Muslim. Grüß euch. Also, heute ist doch Eid, gell? Heute ist Feiertag, deswegen sind sie nicht da, glaube ich. Nein, die sind jetzt alle bei Tipico, weil heute sind 2 EM-Spiele. Jetzt. Ah, das auch noch dazu, okay. Ja, ist aber haram, ne? Ja, komm. Das sieht der Allah doch nicht. Das sieht der Allah doch nicht. Das ist ja eine weiße Lüge. Es wird ja abgewogen. Was schlimm, wie viele gute Hasanat du hast und wie viele schlechte Hasanat du hast. Na, ich weiß nicht. Also wenn ich jetzt je nach deiner Hasanat. Also wenn ich jetzt Muslim wäre, hätte ich die perfekte Ausrede. Und zwar würde ich dann sagen, ja, wenn Allah mich fragen würde, warum ich zu Tipico gehe, dann würde ich sagen, Allah, ich gehe da extra hin, weil ich weiß, dass viele von unseren Glaubensgeschwistern da sind und ich will da Dawa machen. Deswegen gehe ich nach Tipico. Du kannst ja auch keine Hütte im Wald nehmen und da war draufschreiben, wie viel genau. Vogel das gemacht hat. Ja, du machst doch nur Zakat. Du spendest nur an Tipico. Und dann hörst du. Ich finde ja. Boah, noch ein Tor hat mir gefehlt. Boah, noch ein Tor hat mir gefehlt. Mann, ey, der hat in der letzten Minute das Tor geschossen. Mein Schein ist kaputt, Bruder, komm. Ist nicht schlimm, wir gehen Döner essen auf Mainacken, ey. Das ist der Grund, warum die alle Muslim werden, glaubt mir. Chris, ich habe ja gestern keinen Fußball geguckt, ich gucke ja keinen Fußball, aber hat dieser Rüdiger, der gestern ein Gegentor geschossen? Der hat ein Eigentor geschossen. Ja, der hat ein Eigentor, ne? Gestern war top.
Gestern war toll. Hat der Ala wohl recht geleitet. Deutschland hat rasiert, sage ich mal so, gestern. Ja, geht ja, schon. Aber der Rüdiger hat ja, der Islamist hat ja, ja, der hat ja ins eigene Tor geschossen. Gegen Schottland haben die gespielt. Marpa. Ja, gegen Schottland, richtig. Schottland haben geweint, die Armen. Da hätten die auch gegen die dritte Liga spielen können. Die haben mir leid getan, aber ich war für Deutschland. Ich lebe ja in Deutschland. Wer Booster schreibt, böser weißer Mann schreibt, das hat mit einer deutschen Mannschaft nichts mehr zu tun. Jetzt hör mal gut zu, böser weißer Mann. Solange Thomas Müller noch in der Nationalmannschaft steht, ist die Nationalmannschaft noch deutsch genug. Verdammt nochmal. Der Typ ist so deutsch und nicht nur deutsch, der ist so geil, wie der auch deutsch ist. Ey. Ich, mein Lieblingsspieler, mein Lieblingsspieler. Der Typ ist so geil, der ist so geil. Seine ganze Rhetorik nach dem Spiel, die Art, wie der überhaupt Fußball spielt, wie der überhaupt mit was für einer sportlichen Motivation in das Spiel reingeht. Der Typ ist einfach, wenn da 5 Müllers da auf dem Spielfeld stehen würden, dann würden die EM auf jeden Fall nach Hause holen, beziehungsweise gewinnen. Moslems, kommt hoch. Ich krieg wieder den Zapling hier. Langsam habe ich Entzugserscheinungen. Ich habe sogar extra ein provokantes Bild gemacht mit einem provokanten Titel. Ja, nicht als Fragezeichen, sondern mit Ausrufezeichen. Und jetzt lässt ihr mich hier alle im Stich. Das kann doch nicht sein, ey. 20 Euro, genau. Für jeden Moslem, der hier hochkommt. 20 Euro. Cash auf die Hand. Nagelneu vom Geldautomaten. Da tut sich was. Da tut sich mal, da kommt tatsächlich ein Muslim hoch. Ich glaub's ja nicht. Servus. Mahlzeit, Eray. Bist du Muslim? Ja. Ne, glaube ich dir nicht. Weißt du, warum nicht? Warum nicht? Weil du nicht gesagt hast, Alhamdulillah. Ja, Alhamdulillah, ich wollte jetzt mal nicht raushauen. Auf jeden Fall würde da stehen, Deutschland braucht keinen Islamismus, würde ich dir sehr zustimmen. Aber so ist halt ein bisschen falsch, ne? Super, Eray. Aber guck mal, Eray, ich habe da kein Dings. Hätte ich jetzt da hingeschrieben, Deutschland braucht keine Moslems, dann wäre ich mit dir. Dann würde ich sagen, ja, das ist nicht okay. Ja, ist halt ein bisschen schwierig, über einen Kamm zu scheren, weißt du? Ja, du bist Sunnite? Ja. Bist du Gläubiger oder so eher so hobbymäßig? Ich sage jetzt mal, ich bin jetzt kein Hodja, aber hobbymäßig würde ich auch nicht sagen. Ja, gehst du denn 5-mal beten und so? Ja, wer macht das schon? Also 5-mal Respekt an die Leute. Aha, okay. Ich geh mal davon aus, dass du Türke bist, nach deinem Namen her zu urteilen. Geboren hier, aber Wurzeln auf jeden Fall. Türkisch, ne? Ja, genau. Hast du dich denn ein bisschen beschäftigt mit deinem Buch? So ein bisschen? Ich konnte früher flüssig lesen. Ja, aber nicht verstehen wahrscheinlich, ne? Ja, aber wird übermittelt, das Wichtigste. Weiß schon sehr viel drüber auf jeden Fall. Ja, hast du denn, wie lange bist du jetzt hier unten im Chat? Hast du denn so einiges mitbekommen? Auf jeden Fall sehr frisch hier. Ich habe nur keinen Islam gesehen, da wollte ich sagen, eben, dass wir keinen Islamismus brauchen. Ja, okay. Weil ich meine, der friedliche Moslem, der zu Hause niemandem was tut, wenn er sowas sieht, denkt er sich halt, ja, was haben denn gegen mich? Ja, genau, aber genau das ist, also, du hast das, Keule, du hast das richtig geil auf den Punkt gebracht, Alter. Danke dir. Du hast das richtig auf den Punkt gebracht, denn genau das ist ja auch eines der Ziele, warum ich das so da reingeschrieben habe. Weil es ist nun mal leider so, natürlich hast du recht, wir haben diese friedlichen Leute, die zu Hause sitzen, insbesondere die ältere Generation, ja. Die tun ja keiner Fliege was zu leiden, das muss man ja eben halt auch so sagen, weißt du. Ja, und wir haben aber eben halt auch das Problem von jungen Leuten, jetzt nicht so jungen Leuten wie dir, ja, in dem Fall, aber sag ich mal, die jetzt aus arabischen Ländern herkommen, die ihre Schrift nicht nur lesen, sondern auch verstehen, weißt du, wie ich meine, und sich dann auch dann dementsprechend benehmen. Und das gilt es ja hier aufzuklären, weißt du, weil in diesen Schriften stehen da wirklich ein paar unschöne Sachen drin, die dann auch eins zu eins von diesen Leuten umgesetzt werden. Weißt du, das ist immer halt das Problem. Ne? Ich verstehe ja nicht, wie ein Mensch mit Gewalt und
Hass jemanden auf seine Seite ziehen will, weißt? Wenn du so etwas jemandem nahebringen willst, dann ist es halt auf jeden Fall nicht der Weg. Rea, darf ich mal was fragen, wie alt du bist? Darf ich mal raten? Ende 20. Ja, nur das war ungefähr, ich muss jetzt nicht genau das Alter wissen. Ende 20. Okay. Ende diesen Monats 22. Wow. Wie schon gesagt, jemand, der so eine Einstellung hat, ist überhaupt kein Problem. Und so kenne ich auch das von früher in den 80ern, ja, da war es egal, Halleluja, wer was ey, war, Jude oder was auch immer. Bitte? Nee, ist Halleluja, endlich habe ich es hier geschafft, ey. Ach du, so. Da war es kein Problem, weil es hat sich interessiert, wer was im Glauben hatte, welche Hautfarbe, es war irrelevant. Aber du musst ja zugeben, ja, dass sich das Leben hier in Deutschland extrem geändert hat. Wir brauchen plötzlich Sicherheitspersonal in Schwimmbädern. Wir brauchen für Weihnachtsmärkte und jüdische Feste brauchen wir Sicherheitspersonal und Böller. Das Leben hat sich ja verändert. Es gibt jeden Tag zwei Gruppenvergewurzelungen, Messerattacken und so weiter. Und das sind ja keine Chinesen, es sind keine Ahnung, Hindus oder was auch immer. Sie haben ja alle einen gleichen Glauben. Ja, also eine gleiche Ideologie. Und das muss man ja auch mal ganz klar benennen. Und ich denke mal, das ist auch gerechtfertigt, das einfach zu benennen, weil im Endeffekt, du sagst ja, ne, du bist halt ein Moslem, der halt, ja, ich bete, ja, aber ich mache das halt mal, was ich einmal oder zweimal am Tag, was für vollkommen legitim auch ist, ja, für mich. Genau. Aber es gibt Leute hier, und die werden immer stärker. Dann habt ihr nämlich irgendwann auch noch die Wahl, mitmachen, oder ihr seid genauso wie wir. Kaffees. Verstehst du? Dann seid ihr genauso Ungläubige für diese Menschen wie wir. Eine Frage. Und, ja, bitte. Ach so, warte, bin ich dir gerade ins Wort gefallen, nur um kurz mich zu orientieren. Was war vorhin die Frage? Wegen Kinderehe war vorhin die Frage, glaube ich. Gell? Ja, ja, genau. 65. Hatten wir auch, ja. Okay, gut. Ich bereite schon mal vor. Mach du weiter. Und wie schon gesagt, früher war das Leben ja hier anders, ja. Und diese Leute, die jetzt sich immer mehr radikalisieren und auch andere, die hier früher ein normales Leben geführt haben, also Leute, die hier auch in Deutschland zweite, dritte Generation leben, fangen an, sich zu radikalisieren. Plötzlich werden die Kinder verhüllt, die Frauen verhüllt, die Männer tragen lange Bärte, werden plötzlich extrem gläubig. Und das ist eine Gefahr für alle, die dieses Land lieben, die die Demokratie lieben. Und die mit dem ganzen Schwachsinn nichts zu tun haben wollen. Ich glaube dir auch, dass du ein Moslem bist, der die spirituellen Anteile für sich nimmt. Aber das Problem ist halt, dass eure Bücher halt nicht nur auf spirituellen Anteilen basieren. Und diese Leute halt den, ja, die Bücher halt sehr, sehr ernst nehmen und alles leben, was Mohammed gelebt hat. Das meine ich. Ich verurteile nicht Menschen, ich verurteile aber eine Religion. Ich sage mal so. Also um auf deine Frage vom Anfang zurückzukommen, ob ich zustimme, dass das Leben sich hier verändert hat. Ich tue nicht nur dem zustimmen, sondern diese Menschen, die bei uns hier zu Gast sind und hier diesen Wohlstand genießen dürfen, teils, und unser Leben hier so, wie soll ich sagen, verdorben haben in dem Sinne, gegen die bin ich auch strikt dagegen. Also nicht früher, also mein Vater sagt mir, wenn er jetzt mit mir durch die Stadt läuft, dass hier früher immer gemachte Männer oder gemachte Hallo. Durch die Stadt gelaufen sind, die gut gekleidet waren, aber jetzt mittlerweile will keiner mehr gescheit auf die Straße oder in die Stadt gehen oder in die Brennpunkte, weil es dort halt wimmelt von Leuten, die anscheinend kein Zuhause haben. Und richtig, dort halt und das ist genau das, was ich meine. Weißt du, dein Vater hat einen Weitblick, der weiß, wie Deutschland früher war. Und man sieht es ja jetzt, ne? PowerPoint, hahaha. Was ist jetzt daran so lustig, verstehe ich nicht. Ich habe mir Mühe gemacht, ich habe das ganze Thema durchgenommen. Wenn man sich mit seiner Religion, wenn man sollte sich schon mit seiner Religion auskennen, wenn man sich selbst auch so einen nennt, ne? Also ich weiß nicht, was da so lustig sein soll. Wahrscheinlich irgendwie Sonderschüler oder so. Nee, er ist jung und er kennt seine Religion nicht richtig. Er ist friedlich. Wahrscheinlich ein Sonderschüler. Nein, ihn meint er nicht. Hanni, er meint nicht. Er meint jemanden aus dem Chat. Oh, okay. Dann kommen wir wahrscheinlich zwei Sonderschüler da unten. Ja. Elray, du bist hier geboren und groß geworden, ne? Ja. Du redest perfekt, also du lebst schon eine ganz, ganz, ganz lange Zeit hier, ne? Ja, ja, seit ich geboren bin. Ja, wie gesagt, da hat die Frau eben die Gespräche, ich weiß jetzt nicht, wer das war, schon ganz recht. Es betrifft ja nicht alle Moslems, die hier ihr Leben schon seit 50, 60 Jahren leben, Familie gegründet haben, die Familie auch wieder, den trifft es ja gar nicht. Die gehen ihrer Arbeit nach,
die gehen arbeiten, ziehen ihre Kinder groß, führen hier ein ganz vernünftiges Leben. Ich bin auch mit Türken groß geworden, also nachbarnmäßig, ne? Ich habe noch nie Probleme gehabt. Ich habe sogar auf der türkischen Hochzeit mitgetanzt. Das war sehr schön. Nicht schlecht. Ich gehe mal kurz auf das Thema ein, da wir das vorhin hatten und ich das zeigen wollte. Ich zeige es jetzt ganz kurz, okay? Gehen wir jetzt komplett auf das Thema ein, Kinder hin, okay? Also komplett steht in Sura 65, Vers 4. Ich tue nur das, was Problematisches raus lesen. In dieser Sura steht in der Mitte drinnen, ebenso bei denen, die ihres jugendlichen Alters wegen noch keine Menstruation gehabt haben. Damit können eigentlich gar nicht mehr Erwachsene gemeint werden, weil erwachsene Frauen sind hier gemeint, schwangere Frauen sind hier gemeint. Damit kann eigentlich gar nichts anderes mehr gemeint werden. Also, wenn da steht, ebenso bei denen, die ihres jugendlichen Alters wegen noch keine Menstruation gehabt haben, dann müssen damit Kinder gemeint sein. Dazu steht in Ibn Abbas ist der Cousin von Muhammad. Das ist der Cousin von Muhammad. Bevor ich da weitermache, zeige ich euch was kurz zum Cousin von Muhammad. Eine Sekunde, Bruder, bitte. Damit die wissen, welche Wichtigkeit sie dem Cousin von Mohammed beimessen. Anstatt einfach zu sagen, oh, er ist ein Mensch, er macht Fehler oder so. Wenn ich jetzt einen Muslim zum Beispiel fragen würde, Eray zum Beispiel ist ja Muslim. Wenn ich jetzt Eray zum Beispiel fragen würde, Eray, glaubst du, dass Allah Mohammed seine Gebete erhören würde? Ja oder nein? In welchem Bezug? Ich habe davor nicht ganz aufgepasst. Wie, muss es irgendwie einen Bezug haben? Das ist doch der wichtigste Prophet, den es jemals gab für Allah. Also Mohammed ist doch der höchste aller Propheten, der letzte Prophet, das Siegel aller Propheten. Wenn Mohammed zu Allah betet, würde Allah seine Gebete erhören oder nicht? Was meinst du? Allein an deiner Fragestellung schon. Okay, gut, wir sehen schon, ja, hier hat jemand Angst. Was hat es mit Angst? Fragen wir einfach mal jemand anderen. Also wenn jemand der wichtigste Prophet ist und er würde zu Allah beten, also der wichtigste Prophet betet zu Gott und normalerweise würde jetzt ein Muslim sagen, natürlich würde er seine Gebete erhören. Also man braucht jetzt hier nicht um den heißen Brei zu reden irgendwie, ne? Ja, wie gesagt, sie hat einfach nicht aufgepasst gehabt und deswegen habe ich gefragt, ob du das wiederholen kannst, aber du hast halt den falschen Eis bekommen. Ich habe es nicht im falschen Hals bekommen. Ich habe es zweimal wiederholt und keine Antwort bekommen. Ich mach das nicht mehr mit. Weißt du? Ich hatte geantwortet. Und du hattest es einmal wiederholt. Und da habe ich auch geantwortet. Okay, ich habe es einmal wiederholt. Du hast recht gehabt. Wenn ich jetzt schaue, Mohammed prays for Ibn Abbas. Guck jetzt hier. Ibn Abbas, wie gesagt, sein Cousin. Komm ein bisschen schneller, Mann. Naja, so ist das halt das Problem, wenn man drei Laptop auf einmal anhat. Plus was weiß ich, wie viele Dinge. Halleluja. Gut. Haben wir es endlich. Übersetzen wir es auch gleich auf Deutsch. So, da haben wir es dann. In Musnad Ahmad, wie ihr sehen könnt, hier. 2879 steht drin, also, wie gesagt, Mohammed seine Gebete werden von Gott erhört. Ja. Übersetzen. Danke sehr, Halleluja. Dann steht hier drin, Ibn Abbas berichtete, der Gesandte Allahs, der Frieden und der Segen seien auf ihm, legte seine Hand auf meine Schulter und sagte, O Allah, gib ihm Verständnis in der Religion und lehre ihn die Interpretation des Koran. Also, im Islam gibt es sowas wie Tafsire, das sind, also hier, Tafsire steht es auch, das sind die Bücher, die man braucht, um den Koran, wenn man einen Vers nicht versteht, damit man den erklären kann. Die braucht man. Es gibt verschiedene. Es gibt mehrere Tafsire. Es gibt Ibn Abbas. Es gibt der prominenteste ist Ibn Kathir. Verstehe ich zwar jetzt nicht, warum, weil Ibn Abbas zu Mohammeds Zeiten gelebt hat als sein Cousin. Aber der prominenteste ist Ibn Kathir aus dem Jahr 1100. Verstehe ich nicht ganz. Macht auch nicht ganz Sinn. Aber es ist der muslimische Glaube. Also haben wir dafür Respekt. Aber was sagt denn der Cousin von Mohammed? Er sagt im Tafsir Ibn Abbas,
Also seine Erklärungen zum Koran, wo wir gerade gelesen haben, gebe ihm die Verständnis in der Religion und die, dass er die, den Koran perfekt also erklären kann. Sagt er, O Gesandter Allahs, was ist mit der Wartezeit derer, die keine Menstruation haben, weil sie zu jung sind? Also es ist klar. Zusammen mit denen, die es nicht haben, wegen des jungen Alters, beträgt ihre Wartezeit 3 Monate. Also eigentlich, man dreht sich ja immer im Kreis. Man zeigt ja ihnen immer erst diese Sure. Das ist ja das, was im Koran steht. Das ist eigentlich auch klipp und klar. Hier steht, und wenn ihr bei denjenigen von euren Frauen, die keine Menstruation mehr erwarten, irgendwelche Zweifel hegt, soll ihre Wartezeit im Falle der Ehescheidung 3 Monate betragen, also auch die Idda genannt, Wartezeit. Ebenso bei denen, die ihres jugendlichen Alters wegen noch keine Menstruation gehabt haben. Und bei denen, die schwanger sind, ist der Termin maßgebend, an dem sie zur Welt bringen, was sie als Frucht ihres Leibes in sich tragen. Wenn einer gottesfürchtig ist, schafft Allah ihm von sich aus Erleichterung. Also eigentlich ist hier schon klar. Aber trotzdem machen sie dann so ein Kinderspielchen draus, so dass man die Tafsir aufmachen muss. Und da steht dann das hier drin in Ibn Abbas. Also klipp und klar. Wenn wir dann den nächsten Tafsir aufmachen, Al-Jalalain, auch sehr berühmt. Und auch für diejenigen, die wegen ihres jungen Alters noch nicht menstruiert haben, soll ihre Periode bzw. Idda ist die Wartezeit, 3 Monate betragen. Also haben wir es hier wieder bestätigt. Was sagt Tafsir Ibn al-Kathir dazu? Das ist der berühmteste. Dasselbe gilt für die jungen Mädchen, die das Alter der Menstruation noch nicht erreicht haben. Ihre Idda dauert 3 Monate wie die in den Wechseljahren. Das ist die Bedeutung seines Wortes. Also eigentlich klipp und klar. Oder brauchen wir da noch irgendwas zu erklären? Ein Hoch auf dich, Dr. Sheikh. Die sind auch, er ist auch abgehauen. Er ist zu jung, er weiß selber nicht seine Religion. Daher konnte er dir die Frage auch gar nicht beantworten. Das ist normal. Dam, dam, dam. Genau. Ah, apropos, bevor ich vergesse, an Danke. Alle Muslimen hier, die friedlich sind, so wie meine Eltern und so, Chris ist hier nicht, um gegen die zu hetzen. Das hat er oftmals gesagt. Ich habe kein Problem mit denen eigentlich, die friedlich sind und niemandem was tun. Das hat er oft gesagt. Also bitte hier keinen jemanden verurteilen oder sowas. Ja, bald eher ab. Ja, ja, toll, dass der junge Mann abgehauen ist, muss ich ja sagen. Egal. Ja, das war Fakt. Schwarz auf weiß. Was wollten wir dir noch gerade zeigen, Bruder? Du hast ja eine Frage gehabt wegen diesem Ding da, gell? Guck mal, pass auf. So, du hast ja Frage gehabt bezüglich diesem Ding, was ich dir vorhin gesagt habe, Hadith-Sorten. Ja, ja, genau, mit der Dings, mit dem Begraben von Mohammed. Ja, so, also. Da, der Boden hat da, okay. Ja, der Wahnsinn, ey, machen wir schneller. Ich hasse diesen blöden Laptop, ey. Ich glaube, ich habe es am falschen USB-Ding eingesteckt, da wo es langsamer ist. Ja, guck mal. Das ist Sahih al-Bukhari, 3617 steht drin. Es gab einen Christen, der den Islam annahm. Alhamdulillah. Und die Sura al-Baqarah und al-Imran las. Und er pflegte die Offenbarungen für den Propheten zu schreiben. Also wir haben ja einen Christen, der die für den Propheten schreibt. Und zum Islam übergetreten ist. Später kehrte er wieder zum Christentum zurück. Ja, Kafir! Und pflegte zu sagen, Mohammed weiß nichts als das. Warte, machen wir groß. Er kehrte zum Christentum zurück und pflegte zu sagen, Mohammed weiß nichts als das, was ich für ihn geschrieben habe. Er konnte ja nicht lesen. Bukhari 3167. Dann ließ Allah ihn sterben und die Menschen begruben ihn. Aber am Morgen sahen sie, dass die Erde seinen Leichnam hinausgeworfen hatte. Sie sagten, dies ist die Tat von Mohammed und seiner Gefährten. Sie hoben das Grab unseres Gefährten aus und holten seinen Leichnam heraus, weil er vor ihnen weggelaufen war.
Wieder gruben sie das Grab tiefer, aber am Morgen sahen sie wieder, dass die Erde seinen Leichnam hinausgeworfen hatte. Sie sagten, dies ist die Tat Mohammeds und seiner Gefährten. Sie gruben das Grab unseres Gefährten aus und warfen seinen Leichnam hinaus, denn er war vor ihnen davongelaufen. Sie gruben ihm das Grab so tief sie konnten, aber am Morgen sahen sie wieder, dass die Erde seinen Leichnam hinausgeworfen hatte. So glaubten sie, dass das, was ihm widerfahren war, nicht von Menschen getan wurde und mussten ihn geworfen auf den Boden werfen. Hammer. Bruder, willst du lachen? Hau raus. Viele sagen, er war ja auch besessen vom Dschinn. Es war ja auch keine Offenbarung von Gott, sondern der Dschinn hat ihn befohlen. Komm, wir bringen dich zum Lachen, Bruder. Geh mal hier zu Moses. Ha? Nee, ich habe gelacht, weil du sagst, ja, Kafir. Ja, Kafir! Also, Bruder. Hier, machen wir ein bisschen Comedy-Show. Hier haben wir Sahih al-Bukhari 278. Wer es im Buch haben will, Buch 5, Hadith 30. Der Prophet sagte, die Menschen von Bani Israel badeten nackt. Alle zusammen, also FKK, und schauten sich gegenseitig an. Der Prophet Moses pflegte allein zu ein Bad zu nehmen. Sie sagten, Allah, nichts hindert Moses daran. Ey, ich höre mich okay. Also, bei Allah, nichts hindert Moses daran, mit uns zu baden, außer dass er einen Hodensackbruch hat. Ja, der arme Mose, ja. Einmal ging Mose hinaus, um ein Bad zu nehmen und legte seine Kleidung über einen Stein. Und dann rannte dieser Stein mit seinen Kleidern davon. Masha'Allah. Moses folgte diesem Stein und sagte, meine Kleider, o Stein, meine Kleider, o Stein. Bis die Leute von Bani Israel ihn sahen und sagten, bei Allah, Moses hat keine Mängel an seinem Körper. Moses nahm seine Kleider und begann damit, schlage den Stein. Abu Huraira fügte hinzu, bei Allah, auf dem Stein sind noch immer noch 6 oder 7 Spuren dieser übermäßigen Schläge zu sehen. Masha'Allah. Allahu Akbar, Allah! Boah, Jack, nicht, hör auf damit. Warte, wir haben einen neuen Gast hier. Ich kann den Namen nicht lesen. Also dieser Stein, den Moses da verprügelt hat, also dieser Stein, muss Moses schon beleidigt haben, dass Moses so ausgerastet ist und den Stein verprügeln müsste. Ja. Und dass dieser Stein weggerannt ist, Moses seine Kleider. Das ist auch der Wahnsinn. Und sein Roden sagt, hey, okay, hoffentlich hat sich sein Doktor gegeben, der das behandelt hat. Ja, aber wie kommen die auf so eine Geschichte, alter Schwede, ey? Ich sag doch, das ist ein Comicbuch. Weißt du, dass es eine Fatwa gibt gegen Mickey Mouse? Ja, das habe ich gehört. Das habe ich gehört. Es gibt eine Fatwa gegen Mickey Mouse. Das habe ich gehört. Warte mal, wir wollen mal kurz die Bea sprechen lassen. Aber Bea, du hörst dich irgendwie. Sprech mal einmal. Mach runter und wieder hoch. Genau, am besten. Oder sprechen. Hör ich mich doppelt? Sie muss runter und hoch. Okay, ich gehe nochmal raus. Ja, genau. Ja, genau. Ich möchte kurz was sagen, dann gehe ich runter. Ja, ja, bitteschön. Ich will was von den Muslimen was sagen. Guck mal, es gibt keine einzige Scheich oder einzige Imam, denn eure Koran zu verteidigen. Weißt ihr warum? Weil die wissen, alles, was im Koran ist, eine Lüge und alles Verarschung. Deswegen kommt keiner hoch und verteidigt die Islam, weil die verarschen nur euch. Jeder Scheich und jeder Imam ist ein Atheist. Die wollen nur Islam erobern, um die sich erobern mit eurem Geld und euch um zu verarschen. Überlegt ihr nicht so viele Streamer. Gibt es keine einzige Imam oder Sheikh hochzukommen? Überlegst ihr gut. Überlegst ihr echt gut. Ihr seid mit diesem Gedanken wie Kakerlaken nur Störung, die Weltstörung, die Menschlichkeit zu stören. Ich danke dir, Chris. Ich war gesperrt. Ich habe Widerspruch gemacht. Wieder frei und viel Erfolg.
Alles klar, danke. Danke. Damit hat er natürlich recht. Ich würde ganz noch ein Addendum hinzufügen, wenn ich darf. Also ein Nebensatz, wenn ihr so wollt. Ding, was er sagt, stimmt. Viele Muslime, also vor allem die Älteren, sehnen sich in diese Zeiten zurück. Es ist ja auch noch gar nicht so lange her, der Zusammenbruch vom Osmanischen Reich. Das ist noch gar nicht so lange her, wenn man überlegt. Überleg mal, die Türkei ist gerade 100 Jahre alt geworden letztes Jahr. Also das Osmanische Reich ist noch nicht so lange her. Und viele wünschen sich in diese Zeiten zurück. In diesen Zeiten hat sogar der größte Penner wie ein König gelebt. Jeder Christ, jeder Nicht-Muslim war dazu verpflichtet, wenn unten an die Tür ein Muslim geklopft hat, seine Tür aufzumachen, dem Muslim 3 Tage zu gewähren. Also ich als Muslim könnte bei einem Nicht-Muslim sein Haus gehen, klopfen und er müsste mich 3 Tage aufnehmen. Ich dürfte Gebrauch machen von seinem Essen, von seinem Trinken, von seiner Frau, bum bum, dürfte ich auch machen mit seiner Frau. Das dürfte ich alles. Wenn man zurückschaut in die Zeiten, mit was haben sie denn Geld gemacht und so? Irgendwas. Sie haben mit gar nichts Geld gemacht. Die Quelle des Geldes war Sklavenarbeit. Sie haben sich bereichert durch Schutzgeld. Jizya ist Schutzgeld. Literally Schutzgeld. Erpressung, dass man am Leben bleiben darf. Noch 50.000 koptische Christen sind heute davon in Ägypten betroffen. Die senden zwar die ganze Zeit Warnungen aus, sogar auf Deutsch. Ihr könnt es sogar auf Deutsch. Es gibt einen deutschsprachigen Priester in Ägypten, der wurde es euch erzählt in YouTube, wenn ihr das eingibt. Sogar kann er das euch erzählen. Also, wenn die haben da wie die Könige gelebt. Und dann tun einige unserer Leute, sagen wir mal jetzt die westlichen Leute, sagen: Oh, danke, liebe Muslime, dass ihr uns 10%, dass ihr uns die Bücher bewahrt habt mit dem ganzen Wissen der Antike. Es sollte euch ja bekannt sein, oder? Dass sie sich immer bedanken dafür, dass die Muslime quasi die Bücher aufbewahrt haben. Über Optik, über Raumfahrt. Gab es ja viele Sachen, die die Muslime aufbewahrt haben und überliefert haben für die jetzige Zeit. Wie ist es dann aber passiert? Es gab 2 riesige Bibliotheken, Alexandria und eine in Indien. Genau. Wenn man die Geschichte kennt. 2 riesige gab es. Und jedes Mal, wenn das Osmanische Reich ein neues Land überfallen hat und eine Bibliothek vor Ort gefunden hat, sind die folgendermaßen an die Sache rangegangen. Die sind dann gegangen zum Eroberer und haben gesagt: Chef, was machen wir mit dieser Bibliothek? Wie viele Bücher sind da drin? 80.000. 80.000? Ja, okay. Was steht in den Büchern drin? Ja, wissen wir nicht genau, haben wir noch nicht gelesen, aber worauf sollen wir achten? Chef spricht: wenn da Sachen drin stehen, die schon im Koran sind, dann verbrennt die Bücher, weil dann haben wir das Wissen schon. Und wenn da Sachen drin stehen, die wo nicht im Koran drin steht, dann verbrennt die Bücher trotzdem, weil dann das, was da drin steht, ist dann falsch. So sind sie vorgegangen. Wenn es im Koran drin steht, dann haben wir das Wissen bereits, dann brauchen wir es nicht ein zweites Mal, also verbrennt die Bücher. Und wenn es nicht drin steht, dann stimmt es nicht, weil es nicht im Koran drin steht, dann verbrennt sie trotzdem. Und dann bedanken sich Westler dafür, dass man 10% der Bücher bekommen hat. Wenn es das nicht gegeben hätte, hätten wir 100% der Bücher gehabt anstatt 10. Also hört auf, euch zu bedanken für 10%. Genau. Die haben die Bücher nach so einer Vorgangsweise haben sie die Bücher verbrannt oder am Leben gelassen. Wenn das schon drin steht im Koran, dann verbrennt es. Wir haben schon, wenn nicht steht, dann ist falsch, verbrennt trotzdem. Ja, so haben sie nur 10% bekommen. Wobei Alexandria wurde ja komplett zerstört, ne? Einmal. Also die wurde das war ja ein großer Raub, sollte es auch gewesen sein. Und in Indien gab es auch eine riesengroße. Und Indien, da wissen wir auch. Ja, das glaube ich ja nicht, was du da selber so sagst. Ja, das glaube ich nicht. Das ist nur in euren eigenen Schriften zwar verzeichnet, aber ich glaube das nicht. Genau. Ja. Jana, mach weiter so und nimm deine eigenen Schriften nicht für voll. Ich liebe ja solche Muslime wie euch, die wo ihre eigenen Schriften nicht glauben und ihre eigenen Schriften in den Mülleimer schmeißen. Es kann nicht schnell genug gehen. Macht weiter bitte so, weil dann haben wir den Mist schneller hinter uns. Ja, genau. So, jetzt gehen wir aber das Wort mal an Bea ab. Bitte schön, Bea. Also erstmal vielen Dank fürs Hochholen. Ich bin Bea, nett euch kennenzulernen. Und ich wollte mal auch eine Geschichte erzählen. Und zwar
ich lag mal im Krankenhaus, ich bin Krankenschwester, ich lag selber mal im Krankenhaus.